Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Das ist die 19. Ausgabe dieser Sendereihe und man kann es als Kenner vielleicht schon im Hintergrund erkennen, die Farbe ist relativ neu. Wir machen hier nicht Werbung für die FDP. Das Gelb steht für einen neuen Slot, den wir bei uns jetzt aufmachen werden, und zwar das Thema Gesundheit. Wir hatten ja bisher eben die blauen Themen, Politik natürlich vollkommen klar, Geopolitik, Analyse. Dann haben wir grüne Themen aufgemacht, die ganze Machersäge zum Beispiel, wo wir zeigen können, dass man Dinge verändern kann, vor allem auch in der Natur, indem man eben vielleicht ökologisch baut oder sein Gemüse selber anbaut, solche Dinge. Dann die roten Themen, wie ist das zwischenmenschliche Verhalten, und wir gehen heute mit den gelben Themen in den Bereich Gesundheit. Und da sind wir beim Thema dieser Sendung, nämlich wie krank ist unser Gesundheitssystem? Und es ist sehr krank und macht uns auch alle krank, aber womit hat es zu tun? Wir haben hier heute am Tisch Gäste, da freue ich mich sehr darüber, dass es die Kombination so gibt, weil das ist, glaube ich, auch einmalig. Hier zu meiner Rechten ein Mann, der aussieht wie ein junger Gott, denn er kommt gerade auch aus Zypern, von der Sonne verwöhnt, Rüdiger Dahlke. Die Leute freuen sich sehr, dass Sie hier sind. Sind Sie ein sehr umtriebiger Autor auch? Ich glaube, das ist Ihr 65. Buch, was da auf dem Tisch liegt, nämlich Das Alter als Geschenk. Sie sind natürlich Humanmediziner, Sie sind Autor, Psychotherapeut, und wir werden heute mit Ihnen nicht nur über die klassische Schulmedizin sprechen, die vertreten Sie ja zum Teil auch noch, sondern eben, dass es noch etwas anderes gibt außer die Schulmedizin. Vielleicht muss man den Menschen ganzheitlich sehen. Deswegen kriegen Sie jetzt auch einen ganzheitlichen Applaus. Zu meiner Linken, der ein oder andere wird ihn erkennen, richtig, er ist zum wiederholten Male da. Ich glaube, Herr Giannis, Athanasios Giannis, Humanmediziner und Professor und Leiter der Abteilung für organische Chemie und Mineralogie in Leipzig. Sie waren bei der zweiten Positionssendung dabei und sind wieder jünger geworden, das muss man dazu sagen, weil Sie sich oft in Griechenland aufhalten. Sie stehen eben auch für die klassische Schulmedizin, aber Sie sind natürlich open-minded. Wir haben ja gemeinsam die Griechenlandhilfe aus der Taufe gehoben und mit Ihrer Hilfe eine 500.000 gesammelt, die wir in das Land nicht hineingepumpt haben, sondern auch Geräte gekauft, das Land bereist. Das heißt, ohne Ihren Support und ohne Ihre Autorität hätten die KenFM-User auch uns nie das Geld gegeben. Dafür ein extra Applaus, das ist super. Wir werden uns ja dieses Jahr auch nochmal auf Kreta treffen, um dort noch einmal medizinisches Gerät zu übergeben. Und ich kann nur sagen, wir sind inzwischen ja auch sehr gut befreundet. Herr Giannis, freut mich sehr, dass Sie hier wieder am Tisch sitzen. Hallo. Die Freude ist auf meiner Seite. Ja. Ich freue mich sehr über Lothar Hirneise. Ihr Interview ist ja bei uns wirklich eingeschlagen, Herr Hirneise, als wir das gesendet haben. Sie haben auch einen Vortrag gehalten, den wir inzwischen auch schon gesendet haben. Sie sind ein Krebsforscher, der, und das ist sehr interessant, eigentlich kein klassischer Mediziner ist, sondern der als Pfleger sehr intensiv mit Krebspatienten zu tun hatte und sich irgendwann die Frage gestellt hat, warum können wir den Krebs nicht besiegen? Warum kommen wir da nicht wirklich voran? Und gibt es Menschen, die den Krebs ja überwunden haben und haben sich selbst auf die Reise gemacht und haben sich mit diesen Endzeitkandidaten getroffen und da heute auch ein Zentrum aus der Taufe gehoben, wo sie sagen, Sie helfen wirklich Menschen, also Sie sind ja erfolgreicher als Lourdes. Woran liegt das? Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, vor allem Ihr provokatives Buch, habe ich mich ja wirklich durchgearbeitet, 600 Seiten ist es, glaube ich, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe, der Schwabe hat immer Sinn für Humor. Ihr Applaus. Dankeschön. Finde ich super. Und ich freue mich auch über den Gast Sven Böttcher. Er ist ein erfolgreicher Serienschreiber, Buchautor, aber er sitzt heute hier eben auch als jemand, der auch als Patient heute hier sitzt. Und das finde ich sehr mutig, dass er das macht, denn Sven Böttcher hat 2008 eine Diagnose bekommen. Er dachte erst, es wären kalte Füße, aber es war dann eine Autoimmunkrankheit, mit der er sich bis heute rumschlägt. Aber dass er hier heute am Tisch sitzt, hat unter anderem damit zu tun, dass er nicht alles befolgt hat, was die Schulmedizin ihm empfohlen hat. Herr Böttcher, super, dass Sie hier sind. Wir wollen in dieser Sendung nicht zwei Fronten aufbauen, also die klassische Schulmedizin gegen die Alternativmedizin, weil wir wollen den Menschen nicht eben spalten. Der Mensch hat eben eine Seele, hat eine Psyche, hat einen Körper und die Dinge haben miteinander zu tun. Das muss man gar nicht unterstreichen. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat, glaube ich, auch Herrn Dürr, den Physiker Max-Planck-Institut, nicht verstanden, der am Ende gesagt hat, Materie ist das Wenigste, es geht um Beziehung. Ich glaube, da ist die Naturmedizin und die Physik gar nicht so weit auseinander von, sage ich mal, Buddhismus oder Esoterik. Nur das mal im Vorfeld. Ich möchte mit Ihnen anfangen, Herr Rüdiger Dahlke. Ich möchte Sie mit zwei Sätzen konfrontieren, die Sie neulich mal gesagt haben, jedenfalls für mich neulich, YouTube ist ja zeitlos, und zwar sehr toll, die Tragik des Lebens besteht darin, dass wir vorwärts leben, aber nach hinten verstehen. Rückwärts verstehen. Rückwärts verstehen. Von Kierkegaard, glaube ich. Können Sie das mal aufdröseln?
Ja, das erlebe ich natürlich sehr viel oder habe ich sehr viel erlebt in 30 Jahren Psychotherapien. Und inzwischen ist mir das für mich auch klar. Das hat ja auch was Gutes. Wenn ich gewusst hätte, was daraus wird, hätte ich vielleicht nicht Medizin studiert. Heute bin ich aber froh, dass ich studiert habe. Sozusagen rückwirkend schauen viele Dinge anders aus. Für mich persönlich kann ich das auch sagen. Ich bin so als in Berlin geboren, Mischung aus Hamburg und Berlin, und bin dann ins bayerische Dorf gekommen. Das war nicht so ganz einfach damals, das ist ja lange her. Da war man Saupreis, durfte nicht mitspielen beim Fußball. Und also wie heute. Ungefähr, ja. Dann habe ich mir so meine Sozialisation über Skifahren erkämpft und das hat super funktioniert. Ich habe dann Skirennen gewonnen und dann mein kindliches Ego da unheimlich aufgeblüht. Und da wollte ich ein Skifahrer werden, Skirennfahrer. Und da wäre ich auch persönlich gar nicht mehr rausgekommen, ehrlich gesagt, weil es so gut funktioniert hat. Dann kam noch die Pubertät, da war das auch super, wenn man in der Mitte stand da bei den drei Plätzen und den Silbertopf hatte. Und dann brauchte ich wirklich das Schicksal. Das habe ich damals wirklich schrecklich gefunden. Ich habe mir dreimal die Geräten gebrochen. Mhm. Linkes Bein, rechtes Bein, rechte Schulter, wurde ich so im Nazi-Gruß eingegipst. Mhm. Konnte, ich glaube, 9 Wochen nicht mehr schlafen, weil das Blut immer rausfloss. Und es war wirklich ekelhaft. Und da ist mir dann irgendwie klar geworden, dass ich mir das nächste wahrscheinlich einen Hals breche, wenn ich weitermache. Ihre Eltern haben ja diesen Bruch begrüßt. Ja, die waren sehr zufrieden, dass ich dann aufgehört habe mit der Dauerskifahrerei. Ne? Mhm. Weil die schon so eine Idee hatten, also wir kommen so Arzt, Großvater Arzt und so, alle sollten kleiner Albert Schweitzer werden. Und das passte ja nicht mit Skirennfahrer oder sowas. Naja, jedenfalls, ich war total sauer über jeden dieser Brüche, weil es auch so wirklich ein Bruch in meinem Leben war. Aber rückwirkend bin ich natürlich sehr froh, dass ich jetzt nicht so eine gealterte Werbefläche bin oder irgendwie eine Skischule habe. Oder, ja. Ich meine, nichts gegen Skischulen, aber ich bin jetzt doch lieber Arzt geworden und schaue viel positiver zurück und kann das ganz positiv einordnen. Ich habe das mit ganz vielen Patienten auch erlebt. Ja, bis hin zu Patienten, die dankbar sind, dass sie Krebs bekommen haben, weil sie sagen können, danach hat mein eigentliches Leben erst begonnen. Bis dahin war es Gelebe. Herr Dahlke, Sie machen als Arzt was vollkommen Verrücktes. Das werden viele gar nicht mehr aus der persönlichen Erfahrung kennen. Sie nehmen sich Zeit. Ja, das war eigentlich, glaube ich, das Geheimnis für meine ganze Arbeit. Ich habe mir von Anfang an immer 2 Stunden genommen pro Patient, 120 Minuten, um wirklich zuzuhören. Also ich rede ja auch viel, das teilen wir ja, aber und schnell. Aber ich habe wirklich auch gelernt, zuzuhören und Menschen wirklich gut kennenzulernen. Aber das ist für einen Arzt heute ja ruinös, wenn er das tut. Ja, ich habe auch die Kassen wieder zurückgeben müssen. Das geht auch nicht mit der Kassenmedizin, das muss man schon sagen. Ich habe dann privat gemacht. Und da geht es, da kann man sich einfach die Zeit bezahlen lassen letztlich. Das hat mir wirklich sehr viel gebracht. Also ich meine, auch die Geheimnisse meiner vielen Bestsellerbücher sind einfach Zuhören. Wenn ich 100 Mal selber gefragt worden bin, habe ich am Anfang eine Loseblattsammlung in Klarsichthüllen zum Fasten ausgegeben, damit ich immer selber erzählen muss, weil es mir zu langweilig war und es auch für die Leute teuer ist. Und dann war das Detlefsen zu unästhetisch mit der Loseblattsammlung. Dann habe ich das erste Buch draus gemacht, Bewusst Fasten. Mhm. Und so ist es weitergegangen. Ich höre einfach, glaube ich, zu. Und ich kriege die Steilvorlagen zu den Büchern von meinen Zuhörerinnen. Mhm. Meistens sind es Zuhörerinnen, muss ich sagen. Sie haben gerade Thorvald Detlefsen erwähnt. Mit ihm zusammen haben Sie ja auch einen Bestseller über das Thema Krankheit geschrieben. Der hat Ihnen auch den ein oder anderen Eintrag bei Wikipedia gebracht, dass Sie hier ein Spinner sind. Ja, Wikipedia ist eine Hetzorganisation gegen alles Komplementärmedizinische, Spirituelle. Das weiß ich schon lang. Seit 9-11 weiß ich auch, dass es so eine NATO-Hauspostille ist. Mhm. Wir im Wesentlichen, der Journalismus ist ja da in einer ähnlichen Situation wie die Medizin für mein Gefühl. Das habe ich lange nicht gemerkt, muss ich sagen. Aber da haben Sie auch geholfen. Aber vor allen Dingen habe ich bei BBC 9-11 angehört. Mhm. Und das war für mich sehr schwierig, weil also als Arzt, wenn man den OP-Bericht kriegt, bevor die OP begonnen hat, dann ist man irgendwie irritiert. Ne? Da stimmt was nicht. Ja. Also Sie reden von BTC7. Ja, genau. Sie gucken sich das Bild an, es ist gestürzt und gucken, dann ist es noch, steht es noch. Das hat Sie ein wenig irritiert. Das hat mich sehr irritiert. Also ich bin eher amerikafreundlich erzogen worden, weil wir sind hier in Berlin eben vom Ostsektor in den Westsektor geflohen, weil die Amis so viel netter waren. Und so sind Care-Pakete und so. Ich bin eigentlich sehr positiv da erzogen. Mhm. Naja gut, Vietnam und so als Hippie hat das auch schon ziemlich angeknackt. Aber bei 9-11 war dann Schluss. Mhm. Und dann habe ich erst so gemerkt, hoppla, das, was in der Medizin läuft, das läuft im Journalismus ja auch. Und das läuft ja eigentlich auf breitester Front. Dadurch bin ich jetzt hier und nicht mehr bei. Wir werden mit Ihnen später auch noch über das Weltdorf sprechen, wenn wir das mal aufdrüsseln, auf uns selbst beziehen, wie viel wir auch selbst Weltdorf in uns selbst sind, wie stark wir auch weiße alte Männer in den Köpfen sind. Vielen Dank erstmal für diesen Rundumschlag. Wir sehen also, das wird heute ein bunter Abend, sage ich mal. Herr Giannis, Sie als Grieche, Sie wissen, dass unser Gesundheitssystem nicht nur krank ist, sondern auch brutal. Lassen Sie uns gleich nach Griechenland gehen. Wie sieht es denn da aus im Moment? Wird es besser?
Nein, wird nicht besser. Aber wenn Sie wüssten, wie es in Griechenland das System, das Gesundheitssystem aussieht, würden Sie hier froh sein, so ein System zu haben, wie Sie es haben. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen dem griechischen System und diesem deutschen System? Ist doch Europa. Ja, aber hier funktioniert das System in dem Rahmen, den wir ja irgendwie alle kennen. Aber in Griechenland funktioniert das nur auf private Basis. Per Gesetz, seit 3 Jahren sind auch Arbeitslose versichert, vorher nicht. Vorher waren es nur die Flüchtlinge, die aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum gekommen sind, aufgrund von anderen Vorkommnissen, die wir jetzt nicht besprechen. Die waren versichert. Die griechischen Arbeitslosen nicht. Jetzt durch den Druck, von wo auch immer, sind auch die griechischen Arbeitslosen versichert. Aber die Leistung ist quasi null. Und wenn man eine vernünftige medizinische Versorgung bekommen möchte, muss man privat bezahlen. Und das Geld ist nicht da. Das heißt, wer kein Geld hat, wird nicht behandelt. So ist das. So ist das. Und da muss man auch Folgendes auch berücksichtigen, auch für die Zuschauer hier. Griechenland hat 3000 Inseln, davon sind 300 bewohnt. Und wenn Sie das Pech haben, in eine solche Insel krank zu werden, dann können Sie nur bei Gott beten, dass je nachdem, was Sie haben. So ein Herzinfarkt zum Beispiel wird nicht häufig überlebt. Das heißt, es gibt keine Versorgung, müssten Helikopter kommen, gibt es gar nicht, da muss man halt sehen, wo man... Ja, hin und wieder gibt es Helikopter, aber nicht für die breite Bevölkerung, das geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Herr Giannis, darf ich Sie fragen, warum sind Sie eigentlich Arzt geworden? Ja, in 2 Worte oder? Sie haben Zeit, sind Grieche, ich bitte Sie. Ich habe eben in einem Gespräch nebenan erzählt von meinem Werdegang und ich habe erzählt, dass ich, als ich Kind war, wir hatten keine Elektrizität, kein Radio, kein Fernsehen, Internet gab es ja damals nicht in den 50er und 60er Jahren. Ich hatte eine Menge Fragen und ich bekam 0 Antworten. Ich war sehr neugierig und dann habe ich den Weg zur Natur gefunden, habe ich mich mit der Natur, Pflanzen und Tieren beschäftigt. Und unser Haus war kalt im Winter und frisch im Sommer, das war ein Vorteil im Sommer. Und irgendwann habe ich, also Bücher hatten wir auch nicht, und irgendwann bekam ich also die Möglichkeit, in eine kleine Bibliothek reinzuschmökern, habe ein Buch Deutsch für Ausländer gefunden, 13 war ich, 13 Jahre alt. Ich habe dann das genommen, ich habe gesagt, so, jetzt lernst du Deutsch. Du kriegst sowieso keine Antworten, also lernst du eine neue Sprache. Ich bin ein Autodidakt, wenn man so will. Also habe ich rudimentäres Deutsch gelernt und irgendwann in einer Kleinstadt war ich mit einer jungen Dame und einem weiteren Kind in meinem Alter. Und ich verstand das, was sie sagten untereinander nicht in einer Zahnarztpraxis. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, das war Deutsch. Und dann habe ich die junge Frau versucht, etwas zu fragen, aber ich hatte das lange überlegt. Ich musste mich auch überwinden. Klar, beim Zahnarzt sowieso. Sowieso. Und ich habe gesagt, in einem merkwürdigen Akzent, ich kann dir nicht nachmachen, wie viel Lur ist das? Und dann machte sie einfach so und dann sagte ich, das ist super. Ja. Jetzt hast du was gelernt. Und das war für mich also eine enorme Triebkraft. Ne? Also ich hatte einen Erfolg. Und so konnte ich also dann mein Studium fortsetzen, Deutsch. Und dann mit 18 habe ich meine Sachen in eine Plastiktüte gepackt. Ich hatte ein bisschen Geld gespart, in den Zug gestiegen, nach Bonn angekommen, immatrikuliert. Und der Rest ist Geschichte. Und dann, wups, das war über Nacht, da war ich Professor. Klar. Ich finde es erstaunlich für einen Autodidakten, dass er erst Medizin studiert und dann auch noch Chemie und da Professor ist. Hallo, das ist doch mal so. Wir werden mit Ihnen auch darüber sprechen, warum Sie nur in Ausnahmefällen noch als praktischer Arzt arbeiten. Das tun Sie in Ihrer Kernfreizeit, aber warum Sie das nicht machen, vielleicht, weil Ihnen die Verhältnisse nicht gefallen. Herr Hirneise, kurz zu Ihnen, dass Sie heute als einer der Experten, wenn es um Krebs geht und alternative Heilmethoden oder um Heilmethoden darum geht und nicht Verwaltung von Krankheit, dass Sie da gelten, das ist auch etwas, was eher zufällig passiert ist. Sie waren auch ein neugieriger Mensch. Können Sie mal erklären, das war ja nicht geplant. Wie kam das dazu? Nein, überhaupt gar nicht. Das ist ganz einfach. 1996 hat ein Freund von mir ein Rezidiv gehabt nach Hodenkrebs. Und ich hatte damals zufällig gerade ziemlich erfolgreich eine Firma verkauft und wollte mich ursprünglich um meinen damals noch kleinen Kinder kümmern und nichts tun. Nichts tun hört sich viel schöner an, als es ist. Ich weiß nicht, wer das hier so kennt, aber das hört sich viel, viel schöner an, als es in Wahrheit ist. Ja. So.
Und so bin ich in die Krebsszene gekommen. Krebsszene? Ich sag mal so, ich bin Krankenpfleger, ich habe mal eine Psychoanalyseausbildung und ich hatte früher mit Magersüchtigen und Bulimikerinnen gearbeitet in einer psychoanalytischen Klinik, aber mit Krebs hatte ich eigentlich keine Ahnung. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe mich in das Thema reingekniet. Und mir ist schnell bewusst geworden, wenn ich da 20 Bücher lese, weiß ich manchmal mehr, wie manche Professoren sonst in ihren Studien schreiben. So. Und dann hatte ich ein unglaubliches Glück. Ich war in London zufällig und habe Lynn McTaggart kennengelernt. Das ist eine ziemlich bekannte Autorin, die ein Magazin, beziehungsweise damals war das das Buch, das heißt, was Ärzte ihnen nicht erzählen. Und die bringt auch eine Zeitschrift raus, also What Doctors Don't Tell You. Und die habe ich kennengelernt, per Zufall, auf einer Messe. Und die hat mir dann ein bisschen was über Krebs erzählt. Ich habe zu ihr gesagt, könntest du meinem Freund vielleicht helfen? Und sie hat gesagt, komm doch einfach nach London. Dort gibt es eine Krebskonferenz. Ich lade dich dazu ein. Und du kannst da alle diese Ärzte fragen, ob die deinem Freund helfen können. Mhm. Habe ich gemacht. Genau an dem Wochenende starb mein Freund. Ich bin dann nach Hause gekommen und zuerst mal habe ich gedacht, okay, mit Krebs möchte ich nicht. Wer beschäftigt sich schon gerne freiwillig mit Krebs? Niemand, ja. Aber das hat in mir gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und ich habe ja nicht gearbeitet zu der Zeit. Also habe ich nach 3-4 Monaten, wo es mir schon, wie wir Schwaben sagen, stinkelangweilig zu Hause war, habe ich mich gedacht, ich setze mich jetzt mal in ein Flugzeug rein und besuche all diese Ärzte, die da in der Klinik waren. Also viele in Amerika, in Mexiko, Bahamas. Und ich bin dann einfach dahin geflogen und guck mir das an. Und ich hatte eine lustige Geschichte dabei. Frank Wiebel ist Präsident von People Against Cancer in Amerika, einer großen alternativen Krebsorganisation. Und den habe ich gefragt, du, wo soll ich denn hingehen? Ich möchte mehr über Krebs erfahren, weil mich hat es ein bisschen verrückt gemacht. Ich war eher so, ich sage mal, der schulmedizinisch denkende Mensch. Eher der Logiker aus der Psychoanalyse. Und jetzt war ich da in London und habe da auf einmal 10, 12 Ärzte aus der ganzen Welt kennengelernt, die gesagt haben, man kann Krebs ohne Chemotherapie und Bestrahlung behandeln. Und ich habe gedacht, das sind alles esoterische Spinner. Die haben was an der Waffel. Ja? Da stimmt was mit denen nicht. Aber das hat unglaublich genagt. Also bin ich dahin geflogen. Und Frank Wiebel hat dann, ich sage es mal, einen kleinen Scherz mit mir gemacht. Der hat dann die Leute dort, wo ich in die Klinik gefragt habe, wo soll ich hin, hat er überall dort angerufen und gesagt, da kommt ein ganz berühmter deutscher Krebsforscher, seid nett zu dem. Der ist auch noch Schwabe, sowieso ein netter Kerl, also behandelt den gut. Ja. Jetzt habe ich da diese Kliniken besucht, die haben mir alle einen roten Teppich ausgelegt und ich wusste am Anfang gar nicht, warum sind die alle so nett zu mir. Mhm. Nochmal, als Schwabe ist man da sehr vorsichtig, ja, wenn Menschen nett zu einem sind. Also bin ich dahin, habe mir... Zwischenapplaus. Ja, danke. Also bin ich da zuerst auf die Bahamas, dann nach Mexiko. Es ist ja auch interessant, in Tijuana, also südlich von San Diego, das sind mehr als 100 alternative Krebskliniken. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es nicht so viele Krebskliniken wie in dieser einen Stadt. Warum? Weil die Amerikaner haben alle das Problem, da ist gar nichts erlaubt. Nicht nur Trump, sondern seit Richard Nixon wird alles kontrolliert und verboten. Also gehen die alle nach Mexiko und machen ihre Kliniken dort. Also bin ich dort natürlich auch hingeflogen, habe verschiedene Kliniken angeschaut. Und dann habe ich etwas, ich sage mal, erleben dürfen. Und zwar, dass ich hatte das Glück, mit vielen Final-Stage-Survivors die interviewen zu können. Also Menschen, die nach Hause geschickt wurden zum Sterben und einfach nicht gestorben sind. Und ich habe dann in diesen 2 Monaten, wo ich da unterwegs war, habe ich über 100 von denen interviewt. Und das habe ich dann auch die nächsten Jahre gemacht. Und dann habe ich gesehen, hoppla, die machen ja immer das Gleiche. Das ist gar nicht so dramatisch. Es sind eigentlich hauptsächlich 3 Dinge, die machen. Die ändern ihre Ernährung, die entgiften ihren Körper und das Allerwichtigste, die machen sich auf die Suche nach der Ursache für Krebs. So was Verrücktes. Total verrückt. Wie kann man nur, ja? Weil in der Schulmedizin ist es so, wir wissen ja, was Krebs ist. Richard Nixon hat am 23. Dezember 1971, als er diesen berühmten War on Cancer ausgerufen hat, da hat man gesagt, die Gene sind schuld und wir wissen, was Krebs ist, die Mutationen. Punkt. Und das macht man bis heute. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Jeder hat seinen individuellen, ich sage mal, Grund für Krebs. Und heute weiß ich, es gibt im Grunde genommen nur 3 Gründe für Krebs. Das ist einmal Vergiftungen, die gibt es, ja, aber die sind relativ selten, ehrlich gesagt. Dann gibt es die Traumata, wo
einfach etwas unerwartet Schlimmes den Leuten passiert ist. Und dann gibt es aus meiner Sicht der häufigste Grund für Krebs, ist eine lang andauernde Phase von Stress. Weil dann verschiebt sich der Hormonspiegel und der Körper produziert Krebszellen, um den vermehrten Zucker im Körper zu verbrennen. Eigentlich relativ einfach, das kann man messen im Blut, im Urin und man weiß das. Und die große Frage ist ja heute nicht mehr, ob wir wissen, was Krebs ist und wie es eigentlich therapiert gehört. Die große Frage, und da sitzen wir heute ja auch im Gesundheitssystem, ist, warum ist das alles so krank und falsch? Das ist die wirkliche Frage und nicht so sehr, wie Krebs therapiert gehört. Es geht hier natürlich ums Geld, da werden wir noch drauf kommen und vor allem, wie man diesem System ein Schnippchen schlagen kann, weil das kann man auch. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern im Gegenteil, es hat wohl auch damit zu tun, den Mut zu haben, den Glauben an etwas aufzugeben, dass nämlich da jemand anders ist im weißen Kittel, der einen gesund macht. Da musst du auch mit tun. Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, Ihre Bilanz ist besser als in Lourdes, wo Leute auch hinpilgern, sagen, hallo, mach mich gesund. Und Sie sagen zu Ihren Patienten, so läuft das hier nicht wie in Lourdes, hier musst du nämlich mitmachen. Sie nehmen die Leute wirklich in die Pflicht. Wie Sie es tun, kommen wir auch noch drauf. Ja. In Lourdes ist auch schon besser als in der Schulmedizin. Ja, klar. Herr Böttcher, wenn Sie anhören, was Herr Hirnaser hier sagt, wie er nämlich von einem Laien zu einem Experten kommt, da können Sie vieles für sich selbst wiedererkennen. Dass Sie heute hier am Tisch sitzen, hat auch damit zu tun, dass Sie sich ja selbst ermächtigt haben und gesagt haben, das, was mir Ärzte empfohlen haben, um meine Autoimmunkrankheit in Schach zu halten, weil sie gilt ja als unheilbar, das habe ich eben alles nicht gemacht. Können Sie mal beschreiben, wann hat sich Ihr Leben und mit welcher Diagnose verändert? Also die Diagnose heißt weiterhin MS, hieß sie 2006. Ich bin danach bin ich zwei Jahre sehr steil abwärts gefahren. Mit den, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber am Tisch wissen wir es natürlich, aber MS heißt, also das Nervensystem, die Ummantelung der Nervenbahn, die Myelinschicht löst sich auf. Es gibt dann die verschiedensten Manifestationen, Ausfälle von Doppeltsehen bis Lähmungen bis und so weiter. Das verläuft dann mehr oder weniger schubförmig oder auch später dann primär progredient. Das heißt, es wird nicht besser. Es fällt immer mehr aus, es repariert sich dann mal wieder und irgendwann fällt es halt ganz aus. Das ist die Befürchtung, immer am Ende sitzt man im Rollstuhl. Mhm. So. Gibt immer so Schübe? Ja, es gibt auch Verläufe, die dann also ständig irgendwie entzündlicher Prozess ständig stattfindet. Aber bei mir waren es am Anfang Schübe, eine nach dem anderen. Das wird auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Die Schulmedizin ist da relativ fantasielos. Also man fragt auch relativ wenig nach den Ursachen. Die Ursache ist unbekannt. Das muss ja auch genügen. Denn es gibt ja auch eine Therapie, die eigentlich nichts bringt. Die kann man dann ja machen. Das ist eigentlich abgekürzt die Antwort der Neurologie. Also wir haben jetzt, da wir die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, wir wissen nicht, wie das verläuft. Das ist im Einzelfall immer anders. Wir haben gewisse Chemomöglichkeiten darauf einzuwirken, das hilft in wenigen Fällen. Welchen wissen wir nicht, weil wir den natürlichen Verlauf nicht kennen. Also ist es im Grunde ein Stochern im Nebel? Ja, das wird auch ein Neurologe, glaube ich, nicht bestreiten, wenn man die mal wirklich dann hinstellt und sagt, wisst ihr denn, was das ist? Nein, wissen sie nicht, kennen ja die Ursache nicht. Wisst ihr, wie man es behandelt? Da wir den natürlichen Verlauf auch nicht kennen, wissen wir ja auch nicht, ob das Medikament überhaupt irgendwas nützt. Oder ob das nicht der natürliche Verlauf ist bei Ihnen. Es gibt aber nichts Schöneres, als einen Patienten zu behandeln mit einer schubförmigen Erkrankung, der gerade im Schub ist, und dem ein Medikament zu geben. Weil dann schreibt er die Wirkung ja in jedem Fall dem Medikament zu, auch wenn er von selbst wieder gesund geworden wäre. Das heißt, es gibt aber in der MS-Therapie dann halt, die normale Antwort ist ein sehr relativ kurzes Gespräch, 4 Hochglanzbroschüren auf dem Tisch. Sie können jetzt wählen, welche Sie möchten. Cortison-Hochdosis heißt also 5 Tage lang so 1 Kilo in den Arm, weil das die Blut-Hirn-Schranke durchdringt und danach geht es einem dann ja auch schon viel besser. Und dann ist man halt für den Rest seines Lebens auf diesen Medikamenten, auf dem Abonnement, ohne zu wissen, ob es was nützt. Mit allen Nebenwirkungen? Ja, Nebenwirkungen hat das natürlich, klar. Ob es Wirkung hat, weiß man ja nicht. So, mir war das von Anfang an ein bisschen dünn, weil auch klar war, ich bin da komisch. Ich finde dann irgendwie Studien immer ganz gut. Also wenn man sagt, das ist auch wirklich wirksam. Also bei wie vielen Menschen hilft denn das? Oder wie habt ihr denn das getestet? Und mir war das von Anfang an ein bisschen suspekt, dass man sagt, Tiere haben keine MS. Wir können das auch nicht auslösen, weil wir den Auslöser ja nicht kennen. Das heißt, wir testen ein Medikament gegen sowas Ähnliches wie MS in einer Maus.
Ich bin zwar keine Maus, aber gut, könnt ihr ja mal machen. Aber die hat auch keine MS. Und dann kommt am Ende irgendwas dabei raus, also ein statistisch so knapp signifikantes, ein P-Wert, der knapp signifikant irgendwie so irgendwas zeigt. Und dann gibt man das in Menschen, die eine Krankheit haben, von der man nicht weiß, wie sie verläuft, und sagt so, das hat jetzt gewirkt. Das war mir ein bisschen zu wenig. Mhm. Und deswegen bin ich selber suchen gegangen, was es denn ist. Herr Böttcher, Sie haben sich ja intensiv in die Materie reingearbeitet, obwohl Sie 2008 eigentlich mit kalten Füßen zum Arzt gegangen sind. Das war so eine Diagnose. Das war ein bisschen vorher, 2008 war ich ja. Genau, aber der hat Ihnen die Diagnose, kalte Füße, und dann stellen Sie fest, okay, das ist ja was anderes wie kalte Füße. Das, wenn Sie beschreiben, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man irgendwann Gewissheit hat, dass man das hat und was es bedeutet. Aber es kommt ja dann immer der Satz, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man sich behandeln lassen möchte, fällt ja immer der Satz an gegenüber dem Patienten dann. Da kann sich vielleicht jeder hineinfallen. Den Satz können Sie auch nennen, was nämlich passiert, wenn man jetzt sich noch Zeit ließe. Wenn man sich Zeit ließe und auf die Selbstheilungskräfte vertraute. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man das jetzt nehmen soll, dann kommt der Satz. Dann sitzen Sie halt in einem Rollstuhl oder sind tot. Oder was meinen Sie vom Arzt? Genau. Ja, klar, gut. Das ist ja oft, der Krebspatient wird ja auch dann darauf hingewiesen, wenn Sie jetzt nicht sofort intervenieren mit Chemie, dann war es das. Mhm. Das ist schon eigentlich eine Schande für die Medizin, weil eigentlich ist Angst eine Krankheit, die wir behandeln müssten. Und die Schulmedizin arbeitet inzwischen permanent mit Angst. Mhm. Da werden natürlich alle möglichen Sachen durchgesetzt. Aber ich möchte, Herr Böttcher, ich möchte bei Ihnen bleiben, weil ich das sehr mutig finde, dass man sich hier hinsetzt und darüber spricht. Was können Sie sich an den Moment erinnern, als Ihnen klar war, ich habe MS? Ja, klar kann ich mich daran erinnern. Wie war das denn? Also ich war ja ehrlich gesagt vorgewarnt durch die Vorgeschichte. Ich war ja beim Neurologen, die haben ja dann irgendwie, ich bin da als gesunder Mensch hingekommen, war bei dem Ersten, der mir so Dioden angeklebt hat, der hat die ganze Zeit gesummt. Das fand ich relativ originell. Der hatte sehr gute Laune, hat mir dann gesagt, das wird Sie jetzt überraschen, aber Sie sind ein schwerkranker Mann. Und ich habe ihn gefragt, warum er die ganze Zeit summt, weil er dann sagt, ja, ich fahre nicht so auf eine Kreuzfahrt. Das fand ich so ein klassischer Arztwitz eigentlich, aber tatsächlich passiert. Von daher war es für mich nicht so überraschend, dass ich dann beim zweiten Schub, dass ich diese Diagnose mir eingefangen habe. Weil damit muss man sich ja dann schon beschäftigen, wenn zum ersten Mal so die Füße kalt sind und Hände komisch. Lähmung. Ja, nur ich habe diese Einschätzung als unheilbar, die habe ich von Anfang an nicht gekauft, weil das finde ich auch eine Kardinalsünde von Ärzten, wenn man Krankheiten als unheilbar bezeichnet. Das sind dann aber eher alte Neurologen, die schon raus sind und die das Geld nicht mehr brauchen, die einem sagen, das ist eigentlich das größte Hindernis bei der Heilung, ist, wenn einem die Autorität sagt, also unheilbar ist das jetzt mal. Das steht natürlich dem Patienten von da an im Wege, der glaubt ja gar nicht mehr daran, dass er doch heil werden könnte. Mhm. Und das finde ich bei einer Krankheit wie MS besonders kühn, wenn man dann auch eigentlich sagen muss, wir wissen aber gar nicht, was das ist, wir wissen auch nicht, wie das verläuft, wir kennen die Ursache nicht, aber es ist unheilbar. Das fand ich nicht überzeugend. Das stimmt ja auch nicht. Nein, natürlich, es zieht sich aber durch. Egal, wo Sie hingehen. Ich habe ich nenne jetzt keine Namen, ich habe mich dann ja sehr lange damit beschäftigt. Also auch erstmal mit MS, dann mit dem Krankensystem. Und habe am Anfang nur gedacht, es muss doch ein Interesse daran bestehen, dass man diese Krankheit, weil es gibt, ich muss mal ganz kurz ausholen, es gibt, wie man inzwischen weiß, ja 250.000 MS-Kranke. Gehandelt wurden immer 120.000. Dann gab es eine Anfrage und auch Auskunft der Kassen auf Anfrage einer linken Politikerin im Bundestag, selbst erkrankt. Wie viel sind es denn nun wirklich? Dabei kam dann raus 250.000. Das hat keiner korrigiert. Nicht mal in der Wikipedia. Ich habe das dann immer gedacht, müssen doch die Neurologen langsam mal eine andere Zahl hinschreiben. Wenn es jetzt eine amtlich beglaubigte Zahl gibt, die sagt, es sind 250.000, die Hälfte davon geht aber nicht zum Arzt. Das verändert ja das Bild der MS auch gravierend. Also wenn man sagt, von den bisher Bekannten gehen nur die Hälfte auf die Basistherapien, aber wir haben merkwürdigerweise 120.000 weitere, die haben nur die Diagnose. Die sind aber unterrepräsentiert, weil sie wohl unterbehandelt sind. Das ist dann so Behördendeutsch. Man sagt, die gehen einfach nicht mehr zum Arzt. Da habe ich gedacht, das müsste jemand korrigieren, hat keiner gemacht. Irgendwann haben mich dann meine Blogleser gesagt, hör mal auf rumzuzicken, mach das doch selber. Habe ich gemacht. Also ich habe es an der Wikipedia korrigiert, auch wenn die nicht zählt. Da ist es auch stehen geblieben. Ist ein amtliches Dokument. Mhm. Aber es hat wirklich 5 Jahre gedauert. Kein
kein Neurologenverband oder sonst wer. Es wäre ja auch geschäftsschädigend. Hm. Ich möchte, Herr Böttcher, ich möchte auf ein Zitat kommen, wie es auch in Ihrem Buch Rette sich, wer kann, bei West Interschienen geschrieben wird. Sie beschreiben dort einen Fall, da wurde ein Medikament für, glaube ich, 300 € gefunden, was eine Krankheit heilt. Und da hat der Pharmakonzern dann abgeräumt, weil ich glaube, er hat 55.000 Chargen davon verkauft. Das Problem war nur, das Medikament hat tatsächlich geheilt. Und später kam dann ein Analyst von Goldman Sachs und hat gesagt, seid ihr bescheuert? Ihr macht euch ja den Markt kaputt. Ja. Leute, die nicht mehr krank sind, die kaufen das Produkt ja auch nicht. Konzentriert euch doch lieber auf den Bereich der Unheilbaren. Da könnt ihr immer Asche machen. Ja, aber wenn ich das, ich korrigiere Sie ganz, ganz ungern, darf ich das trotzdem ganz kurz tun, weil das ist ein Hepatitismittel und von Gilead und es waren nicht nur 55.000 Dosen. Also man hat, das Medikament kostet in der Herstellung $300, der Verkaufspreis war $84.000 in den USA. Und man hat dann auch gesagt, wenn wir jetzt alle Hepatitisfälle damit behandeln, dann überschreitet der Preis für dieses Medikament das Gesamtbudget des US, der Amerikaner für ihre Medikamente. Mhm. Nur nochmal, das war eine 4-Wochen-Kur, die Hepatitis dann wirklich heilt. Das war für Gilead ein Riesengeschäft, ein Riesen-Blockbuster und ein Bombenergebnis an der Börse. Nur, es war auch klar, das Problem, das darauf hat der Analyst hingewiesen von Goldman Sachs, diese Leute sind ja gesund danach. Das ist doch kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ich meine, im nächsten Jahr ist der Markt echt zusammengebrochen. Und deswegen die Einschätzung ja von dort, dass man sagte, wenn wir Start-ups haben, die sowas entwickeln oder daran arbeiten wollen, dann konzentrieren wir uns lieber auf einen Markt, wo auch wirklich die Nachfrage weiter besteht. Da ist ausdrücklich genannt worden, konzentriert euch auf den Krebsmarkt. Da habt ihr eine stabile Nachfrage, also stabilen Absatz. Ja. Ist auch nicht, die sterben mir dann irgendwann die Patienten. Aber geht nicht in Märkte, wo man heilt. Herr Böttcher, ich möchte hier die Runde in der Diskussion dahingehend eröffnen, nämlich mit der Frage, da können sich alle beteiligen, ist unser Gesundheitssystem vor allem ein Geschäft? Eindeutig. Man kann das an so vielen Punkten sehen, also ganz ähnlich wie er. Das hat mich mal zu diesem Buch provoziert. Da kommt im ORF, also sehr öffentlich und rechtlich, also auf jeden Fall öffentlich, sagen wir mal. Also die bringen dort, Alzheimer ist unheilbar. Aber es gibt schon jahrelang eine Studie von einem Amerikaner, Dale Bredesen, der hat nicht viel Geld bekommen, weil natürlich da nicht viel Geschäft drin war, aber so, dass er 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien von Alzheimer mit Lebensstilveränderungen konfrontiert hat. Und da sind von 10 9 wieder gesund geworden und der eine ist nur deutlich gebessert. Diese Studie ist Jahre alt. Trotzdem wird er auch bei uns hier öffentlich-rechtlich, also öffentlich, wie gesagt, das ist unheilbar. Da fragt man sich, was soll das? Mhm. Für die Schulmedizin ist es unheilbar, das stimmt schon. Und die forschen in einer Sackgasse, wo keine Lösung zu erwarten ist, aber wo einzig die Pharma was verdienen könnte daran. Dass das eine Sackgasse ist, wissen wir von einer anderen Studie, die heißt Nonnenstudie. Ja, die besagt ganz eindeutig, es liegt nicht an diesem Alzheimer-Toxin und schon gar nicht allein an dem Toxin. Also solche Beispiele gibt es wirklich relativ viele letztlich. Herr Czarnes, können Sie mir mal erklären, Sie sind ja Schulmediziner, was ist denn Schulmedizin? Wenn man Schulmedizin hört, hat man da gleich so einen schlechten Ruf inzwischen bekommen. War das immer richtig. So? Richtig, es gibt einen neuen Begriff, das heißt evidenzbasierte Medizin, das zirkuliert ja seit einigen Jahren. Aber Schulmedizin ist eher das, was man heutzutage angeboten bekommt. Sie gehen in ein Krankenhaus, dann bekommen sie Blut abgenommen, dann wird Ultraschall gemacht, Röntgen, MRT und CT und so weiter. Und daraufhin werden Medikamente verschrieben, unabhängig, ob wir jetzt wissen, was sie tun, was sie nicht tun. Aber ich möchte auf Ihre Frage zurückkommen über das Gesundheitssystem, ob das krank ist. Ja, es ist krank und ich möchte das Beispiel eines Medikamentes aufgreifen, damit Sie sehen, die Tragweite. Es geht um dieses Hepatitis C-Medikament, das heißt Sofosbuvir. Mhm. Und das heilt in der Tat, die Hepatitis C, und zwar in 3 Monaten. Diese 3-Monats-Therapie kostet 100.000 Euro. Und jetzt stelle ich die Frage an Sie, an alle hier rum, wer kann sich sowas leisten? Das können sich nur Kranke leisten. Jetzt kommt das zweite Argument, Reiche leisten. Entschuldigung. Deutscher Versprecher war das. Ja. Jetzt kommt das nächste Problem. Dieser Reiche, der geheilt ist, der geht raus in der Umwelt. Hepatitis C wird durch
Körperflüssigkeiten übertragen, das will ich jetzt nicht näher diskutieren. Es gibt 300 Millionen Leute weltweit, die an Hepatitis C erkrankt sind. Und jetzt geht er wieder raus und dann erkrankt er wieder an Hepatitis C. Das heißt also, eine Medizin ohne Moral ist Teufelswerk. Das ist meine Aussage. Und wir müssen, wenn wir solche Medikamente haben, die in der Tat hilfreich sind, dann sollten wir sie der Bevölkerung zur Verfügung stellen, unabhängig von kommerziellen Ansätzen. Wir leben aber in einem kapitalistischen System, da müssen wir damit leben. Mhm. Aber ganz kurz, dass mal ganz kurz, die Inder, die ja noch nicht so klug sind wie wir, die haben das Medikament ja tatsächlich dann nachgebaut für 300 Euro auch dann angeboten. Mhm. Da müssen wir also, das kostet dasselbe Medikament, was dort auch ja, genau, hat 300 Euro gekostet. Und bei Ihnen hat das wie viel gekostet? Im Westen, also in Amerika, Europa und so weiter, eine 3-Monats-Therapie kostet 100.000 Dollar oder Euro, das ist egal. Ja, aber kann ich dann nicht einfach bei den Indien das Medikament für 300 Euro einkaufen, das hier anwenden? Das dürfen Sie nicht. Wieso nicht? Das wird Ihnen keiner verschreiben. Das können Sie unter der Hand machen. Mhm. Ich denke, das ist ein freier Markt. Nee, weil das muss hier zugelassen werden. Wenn Sie das Medikament hier einwenden wollen, muss das zugelassen werden. Mhm. Das darf dann ein Arzt verschreiben, wenn das zugelassen ist. Mhm. Aber ein Zulassungsprozess ist schwierig. Ich denke, wir sind hier schon an dem Punkt, dass es Medikamente gibt, die helfen. Natürlich. Und andere, die helfen auch, aber viel teurer sind. Und dass die dabei hinter Leute haben, die dafür Werbung machen. Und die sind aber gleichzeitig also gute Mediziner, aber auch gleich in der Lobby drin. Sie haben mir im Vorfeld eine Geschichte erzählt von einem Arzt, der, glaube ich, in Heidelberg lehrt und der keine Probleme damit hat und auch nicht sieht, dass das irgendwie eine Verquickung mit der Industrie ist. Können Sie die Geschichte erzählen? Das ist eine scheußliche Geschichte für einen Arzt, aber ich erzähle es nochmal. Ja. Also, da hat eine Biologin und eine Frau, kommt noch dazu, das sind zwei Vergehen in der Medizin. Also wenn man nicht Arzt ist und nicht Mann sozusagen, ja. In der forschenden Medizin, muss man glaube ich schon sagen können. Die hat Methadon zufällig gefunden, dass das als Adjuvante, also zusätzliche Therapie bei Chemotherapie, verblüffend gut hilft, dann braucht man viel weniger Chemotherapie. Können Sie kurz erklären, was Methadon, wo es sonst so eingesetzt wird? Methadon ist eigentlich ein Mittel zum Heroinentzug und da wird es auch hoch dosiert und da hat es ziemlich viele Nebenwirkungen. Aber wenn man das zur Krebstherapie bei Chemotherapie dazu gibt, braucht man nur ein Zehntel ungefähr der Dosis. Und es ist noch zugelassen, sozusagen off-label, so halblegal, als Schmerzmittel. Da ist es sehr wirksam. Was kostet Methadon dann? Methadon kostet im Quartal dann für die Behandlung im Quartal 24 Euro. 24 Euro? 24 Euro, okay. Ja. Und ja, das ist einfach sehr billig und ist nicht sehr förderlich für dieses Medikament, sagt also die. Weil es hilft? Nee, weil es so billig ist. Da verdienen ja nicht mal die Apotheken was dran, also für 24 Euro. Naja, jetzt gibt es einen Hospizarzt. Der Herr Hilscher, der hat schon also 20 Jahre, glaube ich, arbeitet im Hospiz und der benutzt dieses Schmerzmittel. Und im Hospiz wird ja nur noch palliativ, das heißt lindernd behandelt. Ja, Sterbebegleitung. Sterbebegleitung. Da erwartet niemand, dass jemand rauskommt. Aber dort ist es so, in dem Hospiz leben die Leute unverschämt lange, grob gesagt, unerwartet lange. Das merkt auch der medizinische Dienst, der das versorgt. Mhm. Und die haben auch schon Heilungen gehabt. Und so dann haben also Heilungen bei Menschen, die eigentlich aussichtslos krebskrank waren. Und da gab es eben einen Glioblastom-Patienten, der ist dann im Fernsehen gelandet, bei einem Privatfernseher, Stern, glaube ich, Stern TV. Und Glioblastom, muss man sagen, gilt als komplett unheilbar. Bösartigste Krebs. Krebs des Gehirns. Ja. Und natürlich ganz viele Patienten in Deutschland betroffen haben, wollten jetzt Methadon haben. Kriegen sie aber von den Ärzten gar nicht so einfach, weil das muss dann BTM, also Betäubungsmittelordnung und so verschreiben. Und das ist ein bisschen komplizierter. Und es ist ja auch nur als Schmerzmittel zugelassen, also off-label nennt sich das. Ja. So, also dann hat es ein bisschen Wirbel gemacht und vor allen Dingen hat es Wirbel gemacht, weil da ein Professor aus Heidelberg, hochgeehrter Schulmediziner, Chef der Hämatologie und so und auch seines Verbandes, der hat unheimlich gegen das Methadon geschossen, weil gesagt, das ist unglaublich unverantwortlich mit den Nebenwirkungen, der war gar nicht informiert, dass die nur ein Zehntel benutzen von der Dosis und so weiter. Und Journalisten, also die das noch so richtig verstanden haben, wie das ursprünglich mal war, Journalismus, die haben sich dahinter geklemmt und, ja, kann man hier ja sagen, die haben sich dahinter geklemmt und haben einfach mal geschaut, was der sonst noch so macht. Dann stellt sich raus, der hat für Roche, ein Pharmakonzern, hat der ein Mittel entwickelt mit Avastin heißt es. Mhm. Nur das bisschen peinlich an Avastin ist, dass es durch Studien ziemlich weltweit
das nicht gehalten hat, was es versprochen hat. Also man lebt keinen Tag länger, wenn man Avistin nimmt. Trotzdem wird es überall verwendet und ein bisschen das Geschmäckle daneben ist, dass es für das Quartal 25.000 Euro kostet. Wir müssen nochmal festhalten. Also das eine kostet 24 und hilft. Und das off, ist Off-Label und das andere kostet 25.000 und hilft aber nicht. Durch Studien belegt nicht. Okay, und der Mann macht jetzt dafür Werbung. Warum? Naja, weil er von Roche bezahlt worden ist, dass er das gemacht hat. Das kann man im Ärzteblatt nachlesen, dass er bezahlt worden ist. Weil er es auch mitentwickelt hat. Weil er es mitentwickelt hat, klar. Der ist Professor in Heidelberg und aber auch noch nebenberuflich bei Roche irgendwie engagiert für das Mittel. Macht auch Fortbildungen für Roche. Da spricht er als Heidelberger Professor, als deutscher Professor. Natürlich nicht als Mitarbeiter von Roche für dieses Mittel, was aber nachweislich das Leben nicht verlängert. Diese Journalisten, die noch so der alten Schule scheinbar, die sind da hingegangen und haben gesagt, also Herr Professor, sehen Sie da nicht einen Interessenkonflikt? Und das Schreckliche daran ist, dass der gesagt hat, nein. Weil der sieht keinen Interessenkonflikt. Es scheint, dass das schon sehr verbreitet ist, diese Methode. Ist doch. Und das sagt ein Professor, das ist so. Was mich auch wieder erschreckt, ich habe auch Gynäkologen, Professoren, die sind beschämt. Ja. Durch dieses. Ich habe gerade eine Fortbildung gehabt. Naja, man muss einfach sagen, das ist schon eine ziemlich entsetzliche Situation. Wenn jetzt der Wirbel nicht wäre durch die Journalisten, würde das ja gar nicht groß aufkochen. Aber jetzt ist natürlich so, jetzt sind die ein bisschen im Zugzwang. Die Uni Ulm, wo die Friesen arbeitet, die haben im vorauseilenden Gehorsam der Pharmaindustrie gegenüber gleich deren ganze positive Ergebnisse von der Homepage weggenommen. Das läuft so. Vorauseilender Gehorsam ist da ganz üblich, weil man kriegt das Geld nur von denen. Okay. Die Journalisten sind weiter dran geblieben und haben dann mal bei dem Professor Ludwig nachgefragt. Das ist der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission. Der beklagt nämlich öffentlich und schon länger, dass bei uns praktisch überhaupt keine freie Studienförderung mehr gibt. Das ist alles Pharma. Es gibt keine unabhängige Forschung mehr, sondern es wird alles mit Pharma finanziert. Finanziert, ja. So, die Journalisten, immer noch gut drauf, sind dann mal zu den Ministern in Deutschland gegangen und haben da, zwei sind ja zuständig, da nachgefragt, wie ihnen das so ist. Und das ist jetzt der zweite Skandal. Die sagen, nee, es ist alles in Ordnung, es ist alles bestens. Was, ja, ich habe auch so ungefähr geschaut. Ja, was folgt daraus? Effektiv, das ist ein System, wo natürlich alle irgendwie profitieren, die damit eingeschlossen sind in diesem System. Wenn man den Hilscher fragt, der jetzt schon seit 20 Jahren im Hospiz damit so gut arbeitet, der hat diesen Ausdruck, evidenzbasierte Medizin, den ich ja auch schätze. Das wäre nämlich gut, wenn man mal die Wissenschaft anwenden würde auf die wissenschaftliche Medizin. Richtig. Der sagt aber, das ist eine eminenzbasierte Medizin, weil da oben irgendwelche... Ah ja, verstehe. Eminenz, ich habe das jetzt noch weiterentwickelt, ich liebe ja die deutsche Sprache, eminenzblasierte Medizin ist das. Ja. Ja. Also schrecklich. Ja. Und ich bin einfach gern Arzt. Und ich finde es auch wirklich grauenhaft, was da passiert. Ja. Es gibt bei uns, sagt der Ludwig, praktisch keine Forschung mehr, die pharmaunabhängig ist. Genau so. Jetzt gibt es aber den Wirbel durch die Journalisten. So, und jetzt was machen? Jetzt haben sie in Ulm dann gesagt, okay, wir machen eine Studie. Aber was für eine Studie, muss man sich jetzt anhören? Also nur bei Patienten, die ein Rektum, also ein Dickdarm, Enddarmkarzinom haben und wo die Chemo schon versagt hat. Also es ist jetzt eine ziemlich kleine Gruppe, wo die Chemo gescheitert ist. Ich hoffe ja nicht, dass das die Regel ist. Wir beide wissen, dass es praktisch mehr oder weniger doch die Regel ist. Aber im Endeffekt, naja, da wollen sie jetzt eine Studie machen, die wird aber jetzt eingereicht. Ja, da kann sie ja noch scheitern. Naja, klar, die muss ja wieder von der Pharma finanziert werden, weil die deutschen Universitäten gar nicht in der Lage sind und die Regierung das auch richtig findet. Also die Verliererkombo da in Berlin. Nicht jede Regierung vielleicht, aber die ja jetzt schon. Ja. Die ist ja nur getestet. Effektiv. Entweder die Journalisten halten diesen Druck aufrecht, dann wird diese Studie vorgelegt und unter Umständen sogar von der Uni finanziert, dann kann man sie immer noch scheitern lassen. Aber wenn die Journalisten da nicht dahinter wären, wäre das komplett vom Markt. Methadon würde vergessen werden und Avistin wird einfach weiter verschrieben, obwohl es nachweislich das Leben nicht verlängert, was behauptet wird. Aber es hat einen Effekt an der Börse. Ja. Darf ich mal kurz eine Frage einwerfen, bitte? Also einfach nur mal zu meinem Verständnis, weil es gibt ein Medikament, das für 24 Euro, dann nehmen wir doch mal noch einen Schritt weiter, das heilt. Machen wir es doch mal ganz einfach. Das Zusatzmedikament. Ja, ich weiß, aber das ist doch mal gut. Ist aber wichtig anzumerken, das Zusatzmethadon allein heilt keinen Krebs. Jenseits vom Detail, wenn man jetzt sagt, ich erfinde jetzt ein Medikament für 24 Euro, das in 3 Monaten Krebs heilt. Ich mache es mal extrem, bitte. Folgt mir mal ganz kurz. Natürlich. Das wäre doch
eine absolute Katastrophe. Weil, für wen? Für die Patienten? Genau. Für die Patienten wäre das toll, aber für alle anderen wäre das doch eine absolute Katastrophe. Und das ist doch das, was ich auf diesem Weg durch diese MS-Geschichte auch gelernt habe. Kurzer Exkurs, ich habe von meinem gesamten Restgeld irgendwie eine Informationsseite aufgebaut mit diesem Thema Lifestyle und MS, dass man sagt, ihr könnt Einfluss nehmen, ihr könnt euch ermächtigen, selbst Einfluss nehmen auf eure Gesundheit und ihr könnt wieder gesünder werden. So. Glauben Sie doch bitte nicht, dass irgendjemand von denen, die wir dann auch gefragt haben, das unterstützt hat. Jeder MS-Kranke, den ich davon abhalte, nach dem ersten Schub direkt in die Chemo einzusteigen, kostet die Branche 50.000 Euro im Jahr. Wenn ich das bei 100 Leuten schaffe, ist das wirklich nicht gut. Es ist natürlich gut für den Patienten, aber das ist doch für die Maschine dahinter nicht gut. Beschreiben Sie mal die Maschine, weil die meisten wissen gar nicht, wie groß die ist. Ja, wir haben also jetzt, glaube ich, um die 380 Milliarden Umsatz. Das ist gestiegen von 2 Milliarden in den 50ern. Das ist im Moment diese Krankenmaschine, das sind 12-15% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, werden durch die Krankenbranche generiert. Also das müssen Sie doch mal sagen, 12-15%? 12% allein durch die medizinischen Berufe, also durch die sogenannte Gesundheitsbranche, ist ja eine Krankheitsbranche. Also ein Gesunder bringt keinen Umsatz, das muss man sich einfach mal bitte klar machen. Gesundheit ist überhaupt nicht volkswirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Ein Kranker ist toll. Und ich habe das vorgestern nochmal gesehen, das fand ich wirklich toll, wenn man sagt, muss ich mit dem Bruttoinlandsprodukt beschäftigen, was machen wir da eigentlich? Ja, wir sagen, was bringt denn das hier, ein Transfer an Geld und so weiter. Nur was Geld bringt, geht ins Bruttoinlandsprodukt hinein. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Grundlage für unser Wachstum, das ist unsere heilige Zahl, ohne Wachstum ist alles nichts. Das heißt, wir brauchen Wachstum. Und wenn wir Wachstum brauchen, brauchen wir in der Krankenbranche mehr Kranke. Gesundheit bringt nichts. Gesundheit macht uns glücklich. Also kann man direkt mal an einem Beispiel klar machen. Ich habe einen guten Freund gehabt, ist leider schon gestorben. Der hat mal erlebt, wie ein Rheuma-Patient bei uns, der schon jahrelang Rheuma-Patient war und bei ihm als Kassenpatient war, der ist durch Zufall da zu uns gekommen und hat sein Rheuma losgekriegt. Ja, das kann man mit Fasten, Ernährungsumstellung und wenn man über Beweglichkeit im Geist und im Körper nachdenkt, kann man das schon hinkriegen. Rheuma-Patienten, die sind freiwillig, das muss man nicht sein, das ist nicht wie bei MS. So, dann hat er ganz erstaunt, wir sind zusammen so Tandemradl gefahren, hat er das zur Kenntnis genommen, hat gesagt, ist das normal oder sowas, kommt das öfter vor? Sag ich, Rheuma-Patienten immer. Dann schicke ich dir meine Rheuma-Patienten, also jedes Quartal machst du mit den Rheuma-Patienten. Habe ich gesagt, ja gern, wenn du möchtest. Gut, war für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Kassenpatienten. Da waren zwei dabei, die wollten jetzt also nicht für 99 ein Fastenbuch kaufen. Okay, das war ich nicht gewohnt. Aber die anderen sind ja doch bei der Stange geblieben und die meisten haben, wenn sie da dran geblieben sind, ihr Rheuma verloren. Dann ungefähr ein knappes Jahr später sagt dieser Freund zu mir, Peter heißt er, hieß er, du musst mir die zurückschicken, ich kann mir das nicht leisten, ich bin Kassenarzt, ich habe 1600 Scheine oder im Quartal und jetzt verliere ich jedes Quartal 20 bis 30 Rheuma-Patienten an dich. Und da musst du ihm sagen, Peter, die bleiben nicht bei mir, die sind gesund. Mhm. Und durch diese Fasterei und Ernährungsumstellung und mal geistig da aktiv werden, sind die nicht nur Rheuma gesund, die sind auch sonst noch gesünder geworden. Die brauchen uns nicht mehr. Wir müssen das riskieren als Ärzte, dass wir Patienten gesund werden. An die Gesundheit verlieren. Aber der Wirtschaft, ja, denken das, Sie an den Wirtschaftsstand aus. Ja. Also, das ist jetzt kein von der Pharma gesponserter Arzt oder so. Der ist Internist, der ist Allgemeinarzt und ein Idealist. Ja. Aber er ist trotzdem natürlich schockiert an dem Punkt. Und wir haben auch da lang drüber diskutiert. Du kannst es dir als Kassenarzt nicht leisten, dass zu viele deiner Patienten gesund werden, weil du lebst von diesen Scheinen. Ja. Das ist so. Das ist so eine wirklich im System sitzende Krankheit. Aber denken Sie das doch mal zu Ende, wenn man sagt, die Hälfte der Leute, die jetzt im Moment zum Arzt gehen, gehen da nicht mehr hin. Ja. Sie haben das in Ihrem Buch ja auch Rette sich, wer kann, beschrieben, dass das eben auch ökonomisch einen Impact hätte. Und da würden viele, machen sich viele gar nicht klar. Das ist so ähnlich, wie wenn Mercedes-Benz jetzt auf den Elektromotor umsteigt. Dann werden viele in der Zulieferindustrie nicht mehr gebraucht. Und wie kriege ich das gesettelt? Das ist natürlich das Problem. Deswegen ist natürlich Krankheit ein Bombengeschäft, ja, das ist ein sicheres Geschäft. Ein Mordsgeschäft, richtig. Ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Hirneise. Lassen Sie uns mal ein, weil Sie gerade gesagt haben, also
Rheuma, das kann man loswerden, das ist man freiwillig. Da werden viele sagen, der hat sie nicht mehr alle. Ja? Lassen Sie uns mal über das Verhältnis zu Krankheit reden. Also die meisten werden sagen, vielleicht nicht die typischen KenFM-User, ja, Krankheit, da ist mir was zugestoßen und das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und ich habe das halt bekommen, da hat mich einer angesteckt und das muss ich auch wieder loswerden, das hat mit mir nichts zu tun. So sehen auch viele wahrscheinlich Krebs und wir wollen das mal vielleicht ein bisschen ändern, vor allem die Perspektive ändern, müssen das ja nicht übernehmen. Herreneise, was ist Krebs? Was ist ein Tumor? Muss ich den loswerden oder sagen Sie, nee? Nein, also wir brauchen ein komplettes Umdenken hier. Wir nennen heute Symptome oder Syndrome, also mehrere Symptome, nennen wir einfach Krankheit. Das ist aber ein Wort, das es noch gar nicht so lange gibt in unserer Sprache. Das wurde irgendwann einfach mal dahingeschmissen und wir nennen einfach Krankheit. Aber was ist eine Krankheit? Eine Krankheit ist nichts anderes als ein Regulationssystem. Wenn ich Fieber habe, reguliert der Körper etwas. Wenn ich einen hohen Blutdruck habe, reguliert der Körper was. Wenn ich Durchfall habe und wenn ich einen Tumor habe. Was heute in der Medizin ja nicht mehr gemacht wird, ist ganz einfach, warum? Es wird nicht mehr warum gestellt. Wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, kriege ich einen Beta-Blocker, damit der Blutdruck runtergeht. Wenn ich einen Tumor habe, wird das Ding rausgeschnitten, vergiftet, verbrennt und dann ist gut. Aber niemand stellt mir die Frage, warum hat dieser Mensch zu dieser Zeit, an dieser Stelle diese Art von Tumor? Aber das ist die zentrale Frage, die gestellt werden muss. Das ist das, was wir zum Beispiel bei uns in unserem Zentrum machen. In unserem Zentrum sind 90% metastasierte Patienten. Die kommen in der Regel, weil es versagt hat oder weil die Ärzte, so wie Herr Dahlke gerade schön gesagt hat, weil die einfach zu spät schon sind und dann in eine Palliativmedizin kommen. Also Sterbebegleitung. Was bedeutet eigentlich das? Die meisten Menschen ist es nicht bewusst, was dieses Wort palliativ bedeutet. Palliativ bedeutet, ich gehe einen Weg, der 100%ig in den Tod führt. 100, nicht 99. 100%ig führt er in den Tod. Das heißt im Umkehrschluss, ich komme da nicht mehr raus, ich werde ganz sicher sterben und die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur noch wann. So. Möglichst schmerzfrei. Ja, es gibt bei den Bremer Stadtmusikanten, wo der Esel zum Huhn glaub, sagt, etwas Besseres als den Tod finden wir immer. Ja, und das ist das, was ich, wenn diese Menschen, die zu uns kommen, 9 von 10, sind ja in einer palliativen Situation. Und jetzt kommen wir auch, was er da gerade schön gesagt hat, ich als Schwabe sage, okay, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen jetzt mal in den Hintern treten. Sie kommen aus dieser Geschichte nicht heraus, indem Sie mir Ihre Vene hinhalten und es ist egal, ob da Chemotherapie reinfließt oder Vitamin C oder Ukrain oder sonst irgendein Mittel. Passivität führt in den Tod. Also, was machen wir? Wir sagen den Leuten, okay, das Erste ist, eure Ernährung umstellen. Das ist ja schon für die meisten, da sind die schon mal erschlagen damit. Ja? So. Das Nächste ist, wir entgiften und tun nicht vergiften. In der Schulmedizin wird ja mit jedem Medikament der Körper vergiftet. Die Leber belastet, das Blutsystem belastet und so weiter. So, was wir tun ist, wir entgiften den Körper. Wir suchen, dass der Darm sauber wird. Wir tun die Zähne anschauen. Wir tun die Säurebasen ausgleichen und so weiter und so fort. Ich darf mal kurz zwischenfragen. Herr Janis, gehen Sie da mit? Sagen Sie, das ist gut? Ich bin Vertreter der evidenzbasierten Medizin. Ich denke differenzierter, aber ich möchte jetzt hier keine kontroverse Diskussion. Doch, die wünschen wir, aber wir hören uns das an und wie Sie das sehen. Ja. So. Sicherlich, aber ich meine, wenn Sie sagen, wir entgiften den Körper, was meinen Sie, was ist Gift und wie machen Sie das? Ja, zum Beispiel Fasten, da gibt es heute jede Menge Studien. Das machen die Russen auch 2 Wochen und so weiter, das hat auch funktioniert. Ja. Aber die Amerikaner machen es heute, dann dürfen wir es ja auch machen. Also ich sage es gerne, was wir machen. Wir schauen, wir haben einen Zahnarzt, der zuerst mal die Zähne von Menschen anschaut. Die meisten, und ich rede noch nicht mal von Amalgam, was den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist, Wurzelkanäle sind eins der tödlichsten Dinge, die Zahnärzte praktizieren. Und es gehört einfach per Gesetz verboten, dass ein Zahnarzt einen Wurzelkanal setzen darf. Anschließend sind in diesem toten Zahn sind so viele Giftstoffe, die 24 Stunden am Tag produziert werden. Wir verstehen überhaupt gar nicht zum Beispiel, wie viele Herzkrankheiten, wie viele Nervenkrankheiten nur durch tote Zähne kommen. Ja? Und so weiter. Ich will gar nicht zu arg ins Detail gehen. Ungefähr 2/3 aller Patienten, die ich interviewt habe, haben Entgiftung und Ernährungstherapien gemacht. Aber 100%. Jeder einzelne Patient, der zum Sterben nach Hause geschickt wurde und nicht gestorben ist und sogar wieder geheilt wurde, hat immer das Gleiche gemacht. Er hat herausgefunden, warum er krank geworden ist. Und das ist heute in unserer Medizin kaputt. Er hat es gerade schön gesagt, 22,87 € sind es, glaube ich, ja? Wo ein Arzt im Quartal, also in 3 Monaten fürs Reden bekommt.
Wissen Sie, wie wollen Sie denn herausbekommen, warum jemand Krebs hat, wenn Sie nicht mit dem reden? Ja, sehr schön. Das ist so. Schauen Sie mal, in Deutschland redet ein Arzt im Durchschnitt 7 Minuten und 35 Sekunden mit einem Krebspatienten. 37. In der Schweiz sind es übrigens 15 Minuten, das ist auch interessant. Aber wir wissen, die Schweizer waren schon immer langsamer. Aber 7 Minuten, wie wollen Sie, in 7 Minuten wissen Sie noch nicht mal, was ich sonst mag. In 7 Minuten kann ich doch nicht herausfinden, wie krank ein Mensch ist und warum er krank geworden ist. Ärzte werden für das Wichtigste, für die wichtigste Therapie, nämlich das Reden, nicht mehr bezahlt. Und das ist eine der größten Katastrophen. Und was wir machen müssen, ist unbedingt, wir müssen mit den Menschen reden. Und das ist das, was wir zum Beispiel tun. Wir reden weiter, und reden und reden. Wie sieht denn der Patient heute, der moderne Patient heute aus? Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, der moderne, gefreeste Patient, der glaubt, so müsste man Patient sein, sieht es so ein bisschen wie die Formel 1, er kommt an die Box, läuft die Zaun unten nur, dann kriegt er eben nicht Benzin, neue Reifen, sondern ein Medikament, dann ist er wieder ready und raus auf die Spur, damit er wieder arbeitsfähig ist. Ist der enttäuscht von einem Arzt, der sagt, ich muss erstmal mit Ihnen reden? Ja, schauen Sie mal, diese Schulmedizin und auch unsere technisierte Umwelt und der Lebensstandard, den wir haben, hat die Menschen dazu geführt, dass wenn sie zum Arzt gehen, irgendwann ein Bewegchen haben, die gehen hin, der guckt sie sich an, Stethoskop oder was auch immer, Blut, und dann verschreibt er ein Medikament, dann geht er raus und nach ein paar Tagen ist er gesund. Das ist nicht wahr. Das geht es nicht. Die Patienten müssen sich auch etwas sagen lassen und das wissen auch die praktizierenden Mediziner. Ich sage ein Beispiel. Wenn Sie mit Diabetespatienten gearbeitet haben, dann sind Sie nur frustriert. Die nehmen nie ab, die ändern nie ihren Lebensstil, wenn sie nicht die richtige Führung haben. Zumindest die meisten tun das nicht. Aber mit Bewegung, Sport, verzichten auf Zucker und morgens zum Beispiel nicht Süßes essen, weil morgens haben wir genug Zucker bei uns. Also ein süßes Frühstück ist Gift. Also würden Sie sagen, einem Patienten, dem man mal die Meinung zeigt als Arzt, hat der Arzt Probleme? Natürlich. Ist das der Grund, warum Sie sagen, Sie arbeiten nur noch in Ihrer Kernfreizeit und zwar unentgeltlich? Ja, so ist das. Ich habe nie von einem Patienten Geld bekommen. Häufig ist das so, dass ich auch die Medikamente kaufe. Das mache ich natürlich in meinem Land, wo das notwendig ist, aber auch hier tue ich das auch. Also wir müssen auch sehen, dass der Patient auch eine Mitschuld am System trägt, weil er eine Erwartungshaltung hat. Ja, aber der Patient ist nicht ausgebildet, dass er diese ganzen komplexen Sachverhalte versteht. Das kann er nicht. Ich muss schon sagen, es gibt schon auch, also ich habe ja am Anfang von den Patienten auch gelebt und habe mir 2 Stunden Zeit genommen. Es gibt zunehmend Menschen, die das wissen. Und auch dafür bezahlen, die Zeit bezahlen. Ja, das hat auch Julius Hacketal schon gemacht. Das ist schon eine Möglichkeit. Also jetzt kann ich gut von den Büchern leben, aber ich bin auch damit nicht verhungert. Also das schätzen schon zunehmend Patienten, wenn man ihnen zuhört, wenn man versucht, an die Wurzeln dran zu gehen. Aber in der Kassenmedizin stimmt das total. Und wir müssen uns eins klar machen, das ist ja nicht nur in Griechenland so. Auch in Italien muss man sich privat behandeln lassen, sonst wird das nichts. Und in den USA, ehrlich gesagt, bei unseren guten Freunden, die nie irgendeinen Fehler gemacht haben, bisher, glaube ich, kann man ja nachweisen, irgendwie, seit sie den Indianer irgendwie da aus dem Weg geräumt haben. So, bei denen sterben die Leute ja, weil sie kein Insulin mehr zahlen können. Ja? Also das ist ja ganz in den USA ganz normal praktisch. Die neuen Medikamente, wir haben da über teure gesprochen, die Novartis haben jetzt ihr neues Angebot für das neue Medikament bei kindlichen Leukämien und seltenen Lymphomen. Da kostet die Erstbehandlung 390.000 Schweizer Franken. Das sprengt das Schweizer System. Das wird das Deutsche, was ja natürlich relativ gut ist. Wie kommt es denn eigentlich zu diesen Preisen, Herr Dahlke? Wir haben doch einen freien Markt oder wird das einfach ausgewürfelt? Wie läuft das? Naja, der Chef des Novartis, der verhandelt einzeln mit den Gesundheitsministern, der war ganz erstaunt, dass die noch nicht darauf vorbereitet sind, auf die neue Situation. So hat er das ja öffentlich gesagt, so in dieser Form. Zu den Preisen kommt es einfach, weil das dieser wild gewordene Casino-Kapitalismus, Zitat von Helmut Schmidt, der ist einfach ungebremst. Und der geht in diesen Bereichen, wo gar keine Konkurrenz mehr ist oder so, geht der komplett. Also die sagen einfach, was das kostet und das kostet das, das müssen sie nicht begründen. Ja, und natürlich versucht eine Solidargemeinschaft wie die Schweiz, Deutschland ja auch, Österreich, die versuchen das hinzukriegen, aber das wird sowieso aus dem Ruder laufen. Ja, das kann. Würden Sie sagen, die Pharmaindustrie, das ist jetzt sehr pauschal, die Pharmaindustrie ist praktisch der Krebs des Systems? Das ist auf jeden Fall eine ziemlich kranke Geschichte. Als Arzt muss ich auch sagen, wir brauchen auch eine Pharmaindustrie. Ja, natürlich. Klar. Also 1800 Medikamente haben, glaube ich, die Schweden, das ist top.
Die DDR hatte 2000. Mhm. Wir haben 100.000. Das ist krank. Ja. 100.000 kann sich keiner merken. Ja, das ist einfach krank. Als Arzt, wenn du 500 Medikamente kennst, schätze ich mal so, bist du relativ gut noch unterwegs, wenn du weißt, wie die funktionieren und dann auch aufpassen kannst, wenn die gleichzeitig gibst, dass die nicht in der Synergie... Ja, die Synergie. Das ist auch ein Problem, dass die Ärzte heute erstens die ganzen Studien nicht mehr lesen, also in Deutschland zumindest, weil sie gar nicht genug Englisch sprechen, das ist fatal, aber eben, dass die Pharmavertreter ihnen dann erklären, wie toll das ist und ihnen gleich die Praxis finanzieren. Ich möchte aber zu Ihnen zurückkommen. Wir sehen heute, ich habe es in Ihrem Buch ja auch gelesen, wir sehen heute als Ärzte oder als Patient immer nur die Krankheit, das Symptom am Endstadium. Aber es gibt eine Entwicklung. Können Sie mal beschreiben, dass wir grundsätzlich darüber nachdenken müssen, Krankheit als einen Kettenbrief zu sehen? Und was machen wir jetzt, wenn jemand einen Tumor hat? Der wird ja in der Regel entfernt. Ist das eine gute Idee? Jein. Da gibt es keine Ja- und Nein-Antwort. Aber Sie haben das Prinzip verstanden. Die Problematik ist, dass jedes Regulierungssystem, egal ob es Fieber, Bluthochdruck oder Krebs ist oder Diabetes, egal welche Krankheit, ist zuerst einmal gut für den Körper. Und wir verstehen, also nochmal, Krankheit ist gut für den Körper. Ja, ja, wir haben ein komplett falsches Denken. Meine Mutter war krank. Also ich würde nicht sagen, dass Aids gut für den Menschen ist. Ich komme gleich drauf. Ja, da können wir auch noch ein einfaches Beispiel bringen. Aber Achtung, natürlich ist Aids nicht gut für den Menschen. Krebs ist auch nicht gut für den Menschen, wenn sie sterben. Aber die Sichtweise ist so krumm. Ich erkläre Ihnen das Prinzip der falschen Sichtweise. Das sind mir alles zu einfache Statements. Ich erkläre Ihnen gerne die falsche Sichtweise hier. Was ist das Problem hier? Ganz einfach, wir denken, Gesundheit ist das höchste Gut, Krankheit ist etwas Schlechtes. Es ist genau umgekehrt. Krankheit, wenn ich krank bin, reguliert ja mein Körper etwas. Ja, der Körper ist, wir können an zwei Dinge glauben, an die Evolution oder an Gott. Ich glaube jetzt an beides gleichzeitig sozusagen, wobei ich ein großer Evolutionsfan bin. Ja? So, die Evolution hat dieses gigantische, was wir Mensch nennen, irgendwann über Millionen von Jahren entwickelt. Und was wir nicht verstehen ist, wir haben all die Regulationsmechanismen. Ich möchte Ihnen das an einem kleinen Beispiel Krebs erklären. Ganz einfach. Wenn ich einen Tumor habe, dann macht dieser Tumor unglaublich viele gute Dinge. Er verbrennt 18 Mal so viel Zucker, wie wenn ich keinen Tumor habe. Er sammelt Schwermetalle im Körper an einer Stelle an, das zum Beispiel nicht ins Gehirn geht. Er sammelt Pilze. Mehr als 70% aller Tumore sind mit Pilze durchzogen und so weiter. Das heißt, der Tumor reguliert zuerst einmal etwas unglaublich Positives. Und erst später bringt dieser Tumor einen um. Aber zuerst einmal müssen wir anschauen, was macht der Tumor, warum hat der Körper diesen Tumor entwickelt und dann kann ich auch dagegen arbeiten. Wenn ich den Tumor als etwas Böses sehe, dann muss ich ihn einfach töten. Aber wenn ich den Bluthochdruck als etwas Böses sehe, Bluthochdruck macht doch auch viele gute Dinge. Er versorgt die Zwischenzellgewebe besser, er versorgt die Organe besser. Bluthochdruck ist nicht per se etwas Schlimmes, aber Schulmediziner schauen das Symptom immer am Ende an und am Ende, klar, habe ich einen Herzinfarkt, am Ende habe ich einen Stroke, einen Schlaganfall und sterbe. Und so ist es bei Krebs auch. Am Ende bringt der Tumor mich um. Aber zuerst einmal ist der Tumor positiv. Und jetzt, damit Sie es richtig verstehen, gehen Sie 10.000 Jahre zurück, wo es keinen Onkologen gab und keinen Herr Dahlke und keinen Professor, der, wenn ich krank war, hingehen konnte. Wenn ich damals ein Zuckerproblem im Körper gehabt habe, dann bin ich blind geworden. Ich konnte nicht mehr gehen, weil meine Gefäße nicht funktionieren und meine Nieren haben irgendwann versagt. Überlegen Sie mal, ein Mensch vor 10.000 Jahren. Es ist doch viel besser, dass der Körper einen Tumor entwickelt hat, mit dem er noch Monate, wenn nicht sogar wie bei den meisten Tumoren, noch Jahre leben kann. Weil ein Mensch, der blind ist und nicht gehen kann, der hatte vor 10.000 Jahren keine Chance in der Natur zu überleben. Und was wir nicht verstehen, ist ganz einfach, wir sind immer noch alte Menschen. Unser Evolutionssystem ist immer noch voll da. Wir haben uns gar nicht so weiterentwickelt. Manchmal denke ich sogar, wir entwickeln uns rückwärts heutzutage. Ja? Aber was wir sicherlich nicht haben, wir haben nicht ein modernes System. Wir brauchen nochmal 1000 Generationen, bis wir uns wirklich an dieses Internetleben von heute angepasst haben. Ja. Darf ich da mal ein ganz einfaches Beispiel dazu? Sie dürfen das gleich. Ich möchte nur, weil Herr Giannis das natürlich anders, oder er sieht es zum Teilweise anders. Herr Hirn, also lassen Sie uns einfach mal bei Ihrem Institut, können Sie zwei Sätze sagen, statistisch arbeiten. Okay, jetzt kann man sagen, der hat es ja nicht mal alle, der Typ. Ja, so, der hätte lieber doch nicht über Krebs was machen sollen. Wie viele Leute behandeln Sie, die aufgegeben wurden, zahlenmäßig, und wie viele davon kommen geheilt aus ihrem Laden raus, obwohl sie vorher schon von der Medizin als Todeskandidaten abgeschrieben? Das würde mich interessieren. Ja. Ich meine, ich weiß natürlich, dass wir Schwaben in Berlin nicht besonders beliebt sind. Lese ich zumindest immer wieder. Stimmt nicht.
Aber wir haben mal eine kleine Studie gemacht, kann ich Ihnen zeigen, vor ein paar Jahren. Wir hatten 69 Patienten bei uns, die alle einen Brief hatten, dass sie nur noch palliativ behandelt werden können. Also, dass die alle sterben müssen. Innerhalb in der Regel von 6 Monaten. So. Von diesen 69 Patienten waren 35 noch nach 2 Jahren am Leben. Und nicht nur das. Wir hatten 12 Patienten, die mit Glioblastomen kamen, die mit Pankreastumoren kamen, 2 der schlimmsten Krebskrankheiten, die man sich vorstellen kann. Und die anderen hatten nur in Anführungsstrichen multiple Metastasen, also in der Knochen, in der Leber, in der Lunge. Und 12 von denen waren nach 2 Jahren tumorfrei. Wir haben gerade dieses Wort unheilbar bei MS, bei ALS, bei Rheuma, bei alles Mögliche. Und bei Krebs, wenn metastasiert ist, dann heißt es ja heute, es ist unheilbar. Wir haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Ich kann es beweisen, das sind schwarze Zahlen. Das ist auch das, warum wir wahrscheinlich von der Schulmedizin oder ich relativ wenig angegriffen werde, weil ich immer das Gleiche sage. Okay, gut, zeigen Sie mir doch, Herr Professor von Heidelberg, Tübingen, Freiburg oder wo auch immer, zeigen Sie mir bitte Ihre Fälle mit Lungen- und Knochenmetastasen, die Sie geheilt haben. Mhm. Weil ungefähr genau so viele haben die. Die haben ja keine, weil palliative Medizin immer 100% in den Tod führt. Mhm. Und wir brauchen einfach ein Umdenken. Und das Umdenken für mich ist ganz einfach die Warum-Frage. Warum hat dieser Mensch diesen Tumor? Und es gibt eine Antwort. Es ist nur verdammt harte Arbeit, das herauszufinden. Bei der Hälfte vielleicht, weiß der Herr Dahlke genauso gut wie ich, mit denen redet man eine Stunde, dann weiß man, warum die Krebs haben. Mhm. Aber bei den anderen leiden nicht. Bei den anderen ist es so eine Sisyphus-Arbeit, es ist eine Detektivarbeit und man muss vor allem reden, reden, reden. Herr Giannis, teilen Sie diesen Standpunkt. Ich habe meine Schwierigkeiten, aber einiges ist sicherlich korrekt. Nur wenn ich Ihre Statistik so mir anschaue, dann war der Krebs bei 70% unheilbar. Bei 90%? Nein, in dem Fall. In der Studie waren es bei 100%, hatte einen Brief von einer Klinik, in der drin stand, wir haben diese 69 Patienten. Also austherapiert, Feierabend. Haben wir nur aufgenommen, weil, wissen Sie, warum wir das gemacht haben? Ganz einfach. Wenn bei uns jemand geheilt wird und dann geht er zu seinem Arzt zurück oder geht in die Öffentlichkeit oder manche unserer Patienten gehen dann ins Fernsehen, dann heißt es ja immer, das war eine Wunderheilung, das war eine Spontanremission. Dieses Wort ist übrigens mein Lieblingswort, Spontanremission, nämlich eine doppelte Lüge in einem Wort. Erstens einmal, Heilungen entstehen niemals spontan. Da steckt immer eine harte Arbeit dahinter. Und zweitens, es ist keine Remission, also ein vorübergehendes Stehenbleiben, sondern es ist eine Heilung. Die Leute sind geheilt. Ja? Und warum machen Ärzte das eigentlich? Warum sagen die, das ist eine Wunderheilung oder eine Spontanremission? Weil sie müssen sonst etwas tun, was Ärzte alle auf der Welt hassen. Sie müssten anschauen, ob das, was sie tun, auch wirklich immer richtig ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen. Wir hatten einen Patienten mit Leber- und Knochentumoren nach einem Colon-CA und Darmkrebs, sorry. Und der war wieder gesund. Mhm. So, dann ist er nach Köln an die Universität zu seinem Professor gegangen und ist da hingegangen und wollte halt ganz stolz ihm sagen, schaut Sie mal, ich bin wieder gesund. Wissen Sie, was der Professor gemacht hat? Er hat ihn rausgeschmissen. Ja, passiert laufend. Er hat ihn einfach rausgeschmissen. Aber es gibt natürlich jede Menge Ärzte, die auch anders drauf sind. Was haben Sie getan? Schauen Sie mal, Sie und ich, logisch denkende Menschen, was würden wir denn tun, wenn ein unheilbarer Patient gesund geworden ist? Wir würden ihn fragen, erzähl mal, sag mir mal, was hast du gemacht? Ärzte haben so eine Angst davor. Ich könnte. Aber gibt Professor Geilmeier in Nürnberg-Erlangen, der hat schon vor langer Zeit angefangen, die Spontanremission zu untersuchen. Von dem stammen schon so Sätze wie, wer als Arzt nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also gibt schon auch ein paar. Ich gebe den Satz mal weiter an Dr. Giannis. Herr Giannis, kann man das pauschal überhaupt sagen? Fällt es der Schulmedizin pauschal schwer, Dinge zu akzeptieren, die zu Heilung geführt haben, die sich durch Schulmedizin nicht erklären lässt? Ja, es fällt schwer, weil die Grundlagen der Spontanheilung oder wie auch immer nicht verstanden werden. Und ich möchte jetzt die Diskussion ein bisschen wissenschaftlicher machen, ohne dass ich jetzt zu spezifisch werde. Ich möchte auch verstanden werden. Bis vor wenigen Jahren hat man gedacht, also Krebs entsteht, weil irgendwas in den Genen passiert ist, irgendwelche Mutationen und so weiter. Und da hat man nach etlichen Untersuchungen festgestellt, dass bei über 50% der Tumoren die Zellen überhaupt keine Mutationen aufweisen. Sie sind gesund. Also was ist denn da?
Und jetzt kommt ein neuer Begriff, der seit ungefähr 20 Jahren zirkuliert und im Moment sehr viel Geld auch bringt an verschiedenen Stellen. Lassen wir jetzt die Pharmaindustrie aus dem Spiel. Ich möchte nicht immer auf die Pharmaindustrie zu sprechen kommen und auf sich hauen, wir brauchen sie. Aber es gibt die Epigenetik. Einen Moment. Es gibt den Begriff der Epigenetik. Das heißt, wir haben unsere Gene, die bestimmen über unsere Hautfarbe, Haarfarbe, ob wir an Krebs erkranken oder wie auch immer. Aber es gibt eine überlagerte Struktur, das sind die Proteine, die DNA umwickeln. Und diese Proteine werden verändert und führen dazu, dass es zu einer Krebsentstehung kommt. Und jetzt kommt es. Und das erklärt die Spontanheilungen, erklärt das Fasten und so weiter. Diese Proteine, die werden modifiziert. Und die werden modifiziert durch Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, und durch den Sauerstoff und ein, zwei Vitamine. Bewegung, ja. Moment. Die Bewegung spielt eine wichtige Rolle über die Regulation des Stoffwechsels, Verbrennung von Zucker und so weiter und Fett. Diese Proteine, damit sie modifiziert werden und dann den Krebs zustande kommen lassen, die werden durch Enzyme modifiziert. Aber diese Modifikationen, jetzt diese sagen wir mal, das bedeutet, aha, das ist jetzt ein verändertes Gen, das muss jetzt zum Krebs führen, diese Modifikationen können wieder abgebaut werden. Das heißt, dieser Prozess des Labelings, des Kennzeichenmachens von Proteinen, die zum Krebs führt, ist reversibel. Mhm. Und das können wir über... Das kann also, diese Fehlfunktion kann repariert werden. Wir verstehen noch nicht die genauen Grundlagen, wie das passiert. Aber dann ist doch da eigentlich in der Schulmedizin und in der Alternativen gar kein, das ist doch gar kein Widerspruch. Nein, aber wissen Sie, wenn der Mediziner nicht versteht, was da im Moment läuft, wird er sauer sein auf den Patienten, der geheilt wurde. Und sicherlich durch Nahrungsreduktion, saubere Luft und ausgewogene Ernährung können wir vieles. Aber Herr Giannis, ist das nicht bescheuert, dass der Arzt, der nicht versteht, wie die Krankheit funktioniert, dann muss er das verstehen, dann muss er lernen. Der Patienten sauer ist, weil der einfach gesund geworden ist? Natürlich. Aber ich will jetzt meine Kollegen, die auch sehr hart arbeiten, auch nicht schlecht machen. Ich habe sehr gute Erfahrungen. Wir reden jetzt hier nicht über alle Medizin, sondern es gibt einfach eine gewisse... Ja. Man hält gewiss an alten Konzepten fest, das kennen wir. Wer das ist bei richtig. Bei der Atomenergie, sonst gehen die Lichter aus. Es gibt auch Interessen dahinter. Aber man hält an falschen Konzepten, weil man sich nicht bildet. Und wenn man die Pharmaindustrie zulässt, dass der Pharmavertreter kommt und mich bildet und mir erzählt, dass der Cholesterinsenker mein Leben verlängert, also wie die Medikamente alle heißen, ich will jetzt keinen Namen nennen, das ist falsch, man muss selber sich bilden. Und das ist meine Funktion, hier ernsthaft zu bleiben und der Bevölkerung, meinen Studenten, hier auch den Zuschauern, richtige Informationen zu geben. Ich werde von keinem bezahlt, ich gehöre keine politischen Partei an. Das Geld, was ich bekomme von der Uni, reicht mir vollkommen aus. Für mich, meine Frau, meine 5 Kinder, das reicht. Ich brauche nicht mehr viel Geld, nicht mehr Geld. Aber wir sind der Bevölkerung als Ärzte schuldig, dass wir uns auch bilden. Aber wenn es ist zu bequem zu sitzen hier, da kommt der Pharmavertreter, gibt mir die Broschüre, was ich zu geben habe, und dann macht er mir ein paar Geschenke noch dazu und dann ist es erledigt. Und diese Ärzte, ich sage Ihnen, die sind nicht glücklich. Die sind nicht glücklich. Und die sind unglücklich. Viele. Herr Athanasios Giannis, ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass Sie als Vertreter der eher klassischen Medizin hier kommen und sich auch dem stellen und nicht sagen, ja, die Pharma sind alle blöd, weil ich kenne das natürlich so. Kaum hat man sich das Knie gebrochen, geht man zum klassischen Arzt und sagt, reparier das. Also was die Chirurgie dort leistet, ist großartig. Das heißt, dass Sie sich damit auseinandersetzen, weil was wir überhaupt nicht wollen, ist zu sagen, jetzt schwenken wir, alle Pharma sind doof und alle Alternativen sind. Da gibt es nämlich auch, das werden Sie bestätigen, auch jede Menge Scharlatane. Deswegen danke, dass Sie das überhaupt machen. Finde ich super, dass Sie sich da dem stellen. Ich möchte aber eine andere Frage an Sie stellen, mit der Sie nicht rechnen. Ja. Glauben Sie an Gott? Ich glaube nicht an Gott, aber ich habe Angst vor ihm. Aber glauben Sie, dass das danach passieren, dass es ein Kommen und Gehen gibt? Sie sind doch ein griechischer Philosoph auch. Ja, sicher. Wissen Sie, wenn ich das mir alles so vorstelle, am Anfang war
Soll ich auf diese Frage jetzt antworten? Ja, oder sicher. Nee? Am Anfang war die Erde, so viel ich erfahren habe, so ein Feuerball. Okay. Ich war nicht dabei. Nein. Und aus Gründen, die wir nicht kennen, vielleicht durch Einfluss aus dem Weltraum, ist etwas entstanden, was wir LUCA nennen. Das heißt, das ist eine Abkürzung, das bedeutet Last Universal Common Ancestor. Das war eine Zelle, aus der dann die Amöbe, die Bakterien, die Pflanzen, die Esel, sie, Schäuble, ich, entstanden sind. Ja? Das heißt, wir sind also nicht nur eine Menschheitsfamilie, sondern wir sind eine Lebensfamilie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wir stammen alle aus dieser einzelnen Luca. Deswegen ist das mir vollkommen egal, ob jemand schwarz, gelb, blond, egal was er ist, welches Gender, welche Neigung, das ist mir vollkommen egal. Wir stammen aus dieser einzelnen Zelle und das müssen wir auch respektieren. Und die Frage ist, wer hat diese Ordnung gemacht? Aber ich habe noch nie erlebt, selbst in diesem Zeitalter, dass irgendwelche verrückte Wissenschaftler oder kluge Wissenschaftler irgendwas zusammengemixt haben im Reagenzglas und eine Zelle entstanden ist. Das habe ich nie erlebt. Mhm. Wer hat es gemacht? Ja. Wer hat es erfunden? Das ist die Frage. Wer hat es erfunden? Ja. Die Schweizer sicherlich nicht. Nicht. Herr Giannis, ich habe Sie deswegen gefragt, weil ich möchte an Sie nochmal weiterreichen. Herr Hirnaise, spielt es für einen Krebspatienten eine Rolle, ob er an irgendwas danach glaubt, um ihn zu heilen? Oder ist das unerheblich? An ein Leben danach? Ja, bringt das was, wenn er... Absolut. Also, was wir festgestellt haben, was wir wirklich auch anhand von Statistiken zeigen können, je spiritueller ein Krebspatient ist, desto besser ist seine Prognose. Warum? Ganz einfach. Wir haben auch Studien inzwischen. Ja, es gibt auch schöne Studien. Lassen Sie uns etwas, was verstehen Sie unter spirituell? Ich möchte für mich ist spirituell hauptsächlich die Frage, ich mache es mal anders, ich bin ziemlich provozierend manchmal zu meinen Gästen. Und eine meiner Lieblingsfragen ist, was hat eigentlich der liebe Gott davon, dass Sie weiterleben? Dann schauen mich natürlich manche an und denken, jetzt dreht er doch. Ja, was ist das für eine blöde Frage? Ja? Aber die ist ganz bewusst gestellt, weil ich möchte eins wissen. Ich möchte einfach wissen, ob ihm klar ist, für was er seinen Lebenszweck hat. Weil wir haben eins herausgefunden, je glücklicher ein Patient ist, desto besser kommt er in die Heilung. Jetzt haben Sie aber, Sie kommen zu mir mit Lebermetastasen und ich weiß nicht, was für ein Tumor noch. Und ich sage zu Ihnen, Mensch, Herr Jepsen, Sie müssen sich erstens mal verlieben, das wäre das Allerbeste. Aber wenigstens sollten Sie so richtig glücklich sein, wie man im Chinesischen sagt. Double Happiness gibt es so einen Begriff im Chinesischen, in Mandarin. So, Sie brauchen Double Happiness, damit Sie, dann denken Sie, jetzt spinnt er total. Ja? So, aber was wir gesehen haben ist, je glücklicher die Menschen werden, desto besser ist die Prognose. Und da wollen wir die Menschen hinführen. Und diese Frage, die spirituelle Frage, nämlich, warum bin ich auf dieser Welt? Was ist mir wichtig? Ich werde zum Beispiel manchmal gefragt, Mensch, Herr Hirnaise, Sie haben genügend Geld, Sie reisen viel auf der Welt hin und her. Warum beschäftigen Sie sich eigentlich immer mit diesen, kurz bevor die da sterben, ja, mit diesen aufgegebenen Krebspatienten? Und ich sage immer, Sie haben keine Ahnung. Erstens mal, bei uns im Zentrum, man kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, geht es unwahrscheinlich lustig zu. Wir haben viel Spaß, wir singen, wir tanzen, wir machen verrückte Dinge mit den Menschen. Ja? So. Aber nicht, weil wir denken, die sterben bald und damit sie noch ein bisschen Spaß haben. Nein, überhaupt gar nicht. Sondern weil wir wissen, je glücklicher diese Menschen sind, je mehr wir sie auf diesen Weg bringen, desto besser für sie. Und das ist das, was wir gesehen haben. Und wenn die Menschen jetzt... Also die Haltung zum Leben wollen Sie ändern. Ja, und wissen Sie, was so schön ist, mit aufgegebenen Krebspatienten zu arbeiten? Sie müssen mit denen nicht mehr über Schäuble, Spahn, Merkel und all diesen Quatsch reden. Sie können mit diesen Patienten über die wirklich wichtigen Dinge reden. Also, was macht mich glücklich? Also, dass ich heute so ein, ich sag mal, so ein glücklich toller Schwabe bin, das habe ich diesen Krebspatienten zum großen Teil zu verdanken. Weil die haben mir gesagt, was man tun muss, um glücklich zu sein. Die haben mir das alles beigebracht. Das ist nicht auf meiner Miste gewachsen. Ich würde gerne noch mal so eine Basisgeschichte, die ich zuvor schon mal versucht habe, sonst dass wir die alle abholen dort. Also ich bin ja ganz der Meinung. Wenn wir das anschauen, dass das wirklich Sinn macht, das Ganze. Das ist es etwas, was der Seele unheimlich weiterhilft für einen Patienten. Definieren Sie bitte Seele. Seele ist alles Persönliche an uns. Ja, also, kann ich das messen? Das will ich gar nicht wissenschaftlich messen, aber offensichtlich... Könnte ich das? Nein, bisher können wir das wissenschaftlich nicht messen. Gibt es das dann? Aus einer wissenschaftlichen Sicht wird es dann schnell mal negiert, aber wir wissen alle, dass wir individuell sind, dass wir eine Persönlichkeit haben,
dass wir... Das ist mein Gehirn. Kann man so sehen, aber man kann natürlich dann auch viel weiter spüren. Also wenn Traurigkeit oder sowas, produziert das alles das Gehirn? Das bilden sich bloß ein. Ja. Das ist eine provokante Frage jetzt, ja. diese Stellen. Im Endeffekt kann man, wenn man das weiterdenkt, landet man beim Reduktionismus der Schulmedizin und der Niere von Zimmer 18. Das geht automatisch. Das war jetzt gerade Arztdeutsch, ne? Die Niere von Zimmer 18. Ja. So. Aber das, dass wir uns mal mögen oder nicht mögen oder solche Dinge, sind offensichtlich sehr was Individuelles und sind nicht quantifizierbar. Die Wahrscheinlichkeit, ob die Chemie stimmt, obwohl wir so einen technischen Ausdruck nehmen, wie die Chemie stimmt, sagt eigentlich gar nichts. Ja, wir mögen uns durch unser Erleben, durch Spüren, durch in die Augen schauen und so weiter. Wir können es nicht im Sinne der Chemie quantifizieren. Auch der Chemieprofessor kann es natürlich nicht. Kann man nicht. Also, es gibt doch die Pathogenese, da sind wir uns ja völlig einig. Die Schulmedizin, da müssen wir auch dankbar sein, die weiß genau, also nicht immer, aber oft, wie werden wir krank. Bei manchen Dingen wissen sie es. Und nicht bei so vielen, wie sie meinen. Ja, das kennen wir gut. Aber es gibt auch Salutogenese. Wie werden der Menschen heil? Das ist, was Herr Hinnes eben angesprochen hat. Und dann hat der Antonowski das ja schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mal bearbeitet. Da kannst du es verstehen. Also du musst es zuerst mal verstehen, was da läuft. Was mit dir passiert. Und dann kannst du es erst wandeln und dann musst du es einen Sinn machen. Dann musst du es einordnen können in dein Leben. Wie ich am Anfang gesagt habe, da meine Brüche. Heute kann ich die einordnen und bin ausgesöhnt damit. Und ich kann dann lernen. Also wenn ich was verstehe, lerne ich. Das würden Sie, Herr Dahlke, würden Sie sagen, dann ist, also wenn ich jetzt mal runterbreche, dann ist jemand ja für seine Krankheit quasi selber verantwortlich. Der hat sich ja durch seinen Lebensstil gebucht. Würden Sie das sagen? So nicht, weil dann gibt es natürlich einen furchtbaren Gegenwind. Aber würden Sie das sagen? Ich glaube, dass wir Verantwortung haben, dass wir Antworten finden müssen. Ja, so wie die Amis sagen, Responsibility. The ability to respond. Okay, also Gesetz der Resonanz. Ich gebe das weiter, weil das provoziert vielleicht Herrn Böttcher. Herr Böttcher, selber schuld. Ja, jetzt machen Sie genau den Fehler, den Herr Dahlke nicht macht, Schuld und Verantwortung zu verwechseln. War das falsche Wort dazu? Ja, also ja, das ist das falsche Wort. Das tun aber viele. Also die Verantwortung, der Unterschied ist Schuld, sofern man überhaupt welche hat, liegt in der Vergangenheit und Verantwortung liegt vorne, in der Zukunft. Und Schuld ist auch religiös und er hat die Antwort. Danke für den Einwand. Ich muss Sie ein bisschen provozieren, aber Sie sind ja auch jemand, der Spaß verträgt, Herr Böttcher. Sie sind ein lustiger Typ. Ich habe mir viele Interviews von Ihnen angeguckt. Tragen Sie Verantwortung für das, was Sie sich eingefangen haben? Wenn es doch vor Ihnen liegt. Ja, nein, das habe ich mir doch nicht morgen eingefangen. Das habe ich mir vorher eingefangen. Wie kam es dazu? Was, dass ich mir das eingefangen habe? Ja, denn hat das was mit Ihrem Lebensstil? Ach, da würde Herr Dahlke jetzt auch mit drauf einsteigen. Eingefangen heißt ja, das wäre ja aktiv. Ich kann mir eine Erkältung einfangen. Andere Dinge fallen mich ja sozusagen an. Mhm. Also ich bin nicht sicher. Also Sie fragen mich, ob ich die Schuld habe. Nee, ob Sie, aktiv daran beteiligt waren, dass Sie die Diagnose bekommen. Also ob ich die Schuld habe an meiner MS. Nicht Schuld, ob Sie aktiv beteiligt waren. Aktiv-passiv gibt es auch. Würden Sie das sagen? Weil was Sie andeuten... Ja, aber wir sind auf dem ganzen... Dann ist man doch mitverantwortlich dafür. Er muss Antworten finden jetzt, ganz klar. Ja. Darf ich? Das würde ich jedem... Ich würde gerne von dem... Ich meine, wir alle, die wir so eine Diagnose bekommen würden, würden uns... Also ich würde mir die Frage stellen, hätte ich das vermeiden können? Oder habe ich halt Pech gehabt? Ich weiß ja, es nicht. Ja gut, okay. Also Sie haben mich ja gefragt. Habe ich Schuld? Ja, ich habe einen Teil Schuld. Ich will jetzt nur die halbe Minute Zeit haben. Also, nein, bitte. Gesagt, es gibt viele Faktoren, die in Gesundheit und Krankheit hineinspielen. Ich glaube nicht, dass man es reduzieren kann. Ich glaube auch nicht, dass man es nur reduzieren kann auf Singen, Tanzen und gute Laune. Es gibt, glaube ich, andere Faktoren, die hineinspielen. Bei mir waren das viele. Das ist, ich habe Kummer gehabt. Das habe ich mir aber nicht ausgesucht. So, ich habe in einem Haus gewohnt, das mich vergiftet hat. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Meine Gene... Humangenetiker haben sich da mal hineingesteigert und geguckt. Keiner hat mir das geraten. Ich habe das gemacht. Also ich habe dann den Staub untersuchen lassen, von irgendeinem Staubsauger, Umweltmediziner angucken lassen. Dann die Humangenetik, wo mir jemand sagt, deine Mutter war auch schon sehr müde mit 40. Also ich kenne doch meine Mutter gar nicht. Ja, okay, kann sein, dass was an den Genen dran ist. Wo man dann einfach sagen muss, diesem Menschen fehlen bestimmte Genstränge, um bestimmte Stoffe loszuwerden. Und nun hat er ausgerechnet ein Haus renoviert, 3 Monate, in denen diese Stoffe drin waren. Mhm. Also eine richtige Plastikbude. Lindan, ja, natürlich. Oder Holzschutzmittel. Ja. So, die dann auch ja irgendwann verboten worden sind. So, die habe ich dann 3 Monate abgerissen, hatte nebenher noch eine Salmonellenvergiftung. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich Schuld hatte, ja, ich hätte die Tiramisu ja nicht essen müssen. Mhm.
Das war meine Schuld. Mhm. Und dann hatte ich auch noch Kummer. Ein paar Tage. Also wenn das jetzt Schuld ist, dann hatte ich die Schuld. Da ist eine Kombination aufgetreten, die dann dazu geführt hat. Ja, deswegen mag ich diese Vereinfachung nicht, wenn man sagt, man kann das jetzt alles über, sehen Sie mir das nach, wenn ich das sage, man kann das alles immer über die Seele steuern und dann auch wieder heilen. Das ist Verantwortung. Dann zu sagen, aber das müssten wir beide mal ein bisschen länger sprechen. Das habe ich jetzt mit Ihnen nicht, aber ich muss ja schon sagen, viele unserer MS-Patienten sind nicht mehr im Rollstuhl. Das geht nicht immer, das kann man nicht wie bei Rheuma sagen. Aber es gibt doch ganz viele MS-Patienten, die nicht mehr im Rollstuhl sind und denen man das von außen nicht mehr ansieht. Und die, einer schreibt einmal im Jahr eine Karte, habe ich ihn drum gebeten, dem geht es jetzt seit Jahrzehnten gut. Das gibt's schon. Herr Böttcher, ich möchte trotzdem bei Ihnen bleiben. Herr Canis, ich sehe das. Gut, sehr gut. Ich finde das super, Herr Böttcher, dass Sie hier kommen und sich dem stellen. Finde ich einfach nochmal zwischendurch einfach super. Also, weil das würden nicht viele Leute tun. Leben Sie, uns werden viele Leute zugucken, die eine ähnliche Diagnose vielleicht haben, ja? Leben Sie heute intensiver? Ja, bestimmt. Das, also seitdem, aber da müsste ich jetzt nochmal ausholen dürfen. Das ist, um mich auch gleich, damit ich nicht wieder morgen 500 Mails kriege. Ich habe auch keine Antwort für jeden, der jetzt MS hat, welche Verantwortung, Schuld und welche Faktoren bei ihm hineingespielt haben. Ich habe das für mich, glaube ich, eine Antwort gefunden und auch darauf reagiert. Das ist, fordert viel Disziplin, nicht nur singen und tanzen, man muss dann irgendwie auch wirklich... Dann müssen wir an die Tiefe ran, weil er hat am Anfang sowas ganz Wichtiges gesagt, wir verstehen das nie, das Thema. Das geht nicht um singen und tanzen, das hat er auch gar nicht gemeint. Es geht ums Verstehen letztlich, ne? Um das Einordnen, den Bezug. Das müssen wir einfach nochmal Zeit nehmen. Herr Böttcher, haben Sie Ihre Ernährung geändert? Ja, habe ich am Anfang und jetzt müsste ich ja auch gestehen, dass ich das inzwischen nicht mehr mache. Also dass ich habe am Anfang sehr konsequent meine Ernährung umgestellt. Wir können jetzt über Veganismus, Vegetarik und so weiter reden. Ich habe am Anfang vor allem alles weggelassen. Das war für mich ein Grundbestandteil. Falsch? Ist nicht schön. Nicht alles weglassen. Schmeckt's ja nicht. Graduell. Mehr. Na, also da bin ich dann anderer Meinung als Sie. Also dass man sagt, wenn man in einem schweren Krankheitszustand ist. Ich verstehe es. Das war für mich nicht alles. Also Brennnesseltee habe ich, glaube ich, getrunken. Ich habe auch Karotten und Reis gegessen. Aber alles andere, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt mal kurz irgendwie klären und dann einzeln wieder hinzufüttern sozusagen. Das ist für mich, natürlich erfordert es eine gewisse Disziplin. Das schulde ich mir. Ich muss doch die Ursache finden. Ich musste die Ursache finden für meine Erkrankung. Das hat viele Faktoren. Und das meine ich mit, das ist individuell. In meinem Fall, das habe ich eben aufgezählt, ob das jetzt mutig ist oder nicht, dass ich das sage, ist ja zurückliegend. Und jeder muss für sich, da bin ich dann bei Herrn Dahlke, dass man sagt, es gibt vielleicht nicht die MS-Persönlichkeit und die Krebspersönlichkeit, aber es gibt diese Dinge, die Krankheit fragt einen doch was. Und zwar unabhängig davon, welche das ist. Also was will die mir denn jetzt gerade sagen? Und um das mal ganz kurz, Sie beide zu versöhnen, ich habe das nämlich vorhin auch gesehen. Also, dass man, wir mögen uns immer noch, oder? Ihr mögt euch, ich weiß das. Also meinte ich das nicht. Deswegen wollte ich nur sagen, überlegen Sie das genau. Also. Ich mache das mal kurz, weil Herr Hirner, als ich vorhin sagte, Krankheit ist ja was Gutes und Sie dabei, das habe ich gesehen. Mhm. Also das, ich finde das auch nicht. Ich finde auch meine Krankheit, fand die nicht gut und finde die auch nicht immer toll jetzt. Aber solange das so ist, wird es immer schwierig bleiben, muss ich mal dazu sagen. Solange ich meine Krankheit 40 Jahre schaue ich mir das an. Schauen wir uns mal doch einfach bitte. Ja? Darf ich die beiden noch versöhnen? Na okay. Aber wir sind doch versöhnt. Aber ich wollte Krebs und MS. Können wir das mal an was ganz Banalem anschauen? Bitte. So, also, du kommst da in dein Haus und du findest die über alles geliebte Frau gerade mit deinem besten Freund im Bett. Schlimm. So, jetzt, was kann denn da passieren? Du kannst sie erschießen, ihn erschießen, beide erschießen, dich erschießen. Ja, naja, für mein blödes Beispiel. Also, so, das ist eine grauenhafte Situation. Und jetzt gibt es eine bessere Lösung. Du erschießt niemanden, sondern du fängst statt diesen süßen Menschen zu lieben und die Sprache ist ja da sehr deutlich. Den Partner der Ehefrau zu leben. Du hast deinen besten Freund jetzt praktisch verloren und deine über alles geliebte Frau. Ist nicht so unwahrscheinlich, dass die sich mögen. Du hast zu dem eine Resonanz, zu ihr eine Resonanz, die haben auch eine Resonanz. Jetzt, wenn du niemanden erschießt und nur anfängst zu futtern, zu naschen, dann kriegst du Kummerspeck, sagt die Bevölkerung. Kummerspeck ist ja eigentlich nicht günstig, weil dann hast du natürlich ein höheres Alzheimer-Risiko. Und lernst keine neue Frau kennen. Ja, genau, das ist ganz eine doofe Situation. Aber dieser Kummerspeck rettet doch mehrere Leben jetzt. Du musst ja niemanden erschießen. Das ist die viel schlechtere Variante.
Das heißt, der Körper, der weiß ja eigentlich schon, was dein Gewicht so wäre, aber der reguliert jetzt ein bisschen hoch, weil der sich sagt, 20 Kilo mehr und überleben ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, das passiert übrigens, wenn du in die Sauna gehst auch. Der Körper, dem bricht der Schweiß aus. Der ist nicht begeistert, wenn du in so eine finnische Sauna reingehst, aber der reguliert nach. Um seine Kerntemperatur bei 37 Grad, hoffe ich, wahrscheinlich nur 36, zu halten, fängt er an zu schwitzen wie verrückt. Das nimmt er auf sich. Gehst zum Skifahren bei minus 20 Grad, fängst an zu zittern oder bewegst dich. Das reguliert es. Kommen jetzt aber die Pneumokokken daher, weil wir gerade eine Kommunikationsstörung haben und du kriegst eine Lungenentzündung, dann erlaubt dir dein Thermostat, das hochzuregeln und Fieber zu kriegen. Da hast du nämlich mit jedem Grad Fieber die doppelte Abwehrkraft. Bei 39 Grad hast du viel mehr, viermal so viel Abwehrkraft wie ohne Fieber. Und wenn du die Pneumokokken niedergekämpft hast und dein Kommunikationsproblem halbwegs gelöst ist, geht es von alleine wieder zurück. Der Körper ist ein Regulationssystem. Das sind jede Menge Regelkreise. Und bei der Temperatur kapieren wir das, beim Kummerspeck kapieren wir es auch. Beim Belohnungsessen ist es auch nichts anderes. Warum essen die Leute am Abend so viel? Weil sie so einen beschissenen Tag gehabt haben und nicht genug Belohnung gekriegt haben. Futtern sie Belohnungsessen. Das ist eine Regulation. Das Ergebnis ist nicht schön. Ne? Also Übergewichtiger ist ja nicht schön. Aber es ist auf jeden Fall viel besser, als sich vor Verzweiflung umzubringen. Sie haben viele Bücher geschrieben, die sich auch genau mit dem, was Sie gerade beschreiben, beschäftigen. Sie sagen, es gibt die Spielregeln des Lebens. Was sind das für Spielregeln? Naja, das zum Beispiel... Das wichtigste Spielregel ist, dass man den Schatten beachten, dass es die Polarität gibt. Ja? Also Leute verlieben sich und schwören sich ewige Liebe. Und man muss leider sagen, was in so heißer Liebe begonnen hat, endet ganz häufig in kaltem Hass. Sprechen Sie aus Erfahrung? Auch. Leider. Habe ich auch mal erlebt. So. Also im Endeffekt, du traust dich vor den Traualtar, was ja sowieso schon ein irres Wagnis ist. Du weißt ja überhaupt nicht, was du da versprichst. Ja, du sagst ja auch in guten und schlechten Zeiten und bist dort der Tod und scheidet. Also bitte, das kann ja keiner von uns wirklich wissen. Egal, man ist unsterblich verliebt in dieser Großhirnvergiftung, dieser hormonellen, sagt man leicht ja zu diesen Dingen. Ja? So, und dann, obwohl die beide besten Willens sind, landet es in kaltem Hass. Oder gehen wir zu Ihrem Lieblingsthema, glaube ich, Politik. Das ist nicht mein Lieblingsthema. Nee? Nein. Aber es wirkt manchmal so. Überhaupt nicht. Ich mache das nur, weil ich helfen möchte. Okay. Ja, kann ich auch verstehen. Das ist mein persönlicher Entgiftungsprozess. Ich bin viel lieber mit Professor Giannis in Kreta angeln. Also viel lieber. Gut. Darf ich? Also dann, schau mal, das ist noch schnell den Satz. Dann sofort. Praktisch alle großen Friedenspolitiker sind durch Gewalt umgekommen und durch die eigenen Leute. Ja. Also das ist Polarität, das ist der Schatten. Ja. Resonanz ist das nächstwichtige Gesetz. Aber jetzt vielleicht erst. Bitte. Ich frage häufig meine Studenten, ich mache ja auch Vorlesungen, die medizinisch relevant sind. Ich frage sie, wie viele Krankheiten würden sie schätzen, wir haben? Und der eine sagt 100, der andere sagt 800, der nächste sagt 1000, 30.000 Erkrankungen. 30.000? 30.000 sind beschrieben in den medizinischen Lehrbüchern. Und wenn man jetzt anfangen würde, zu fragen den jeweiligen Patienten, ob er eine Verantwortung, Schuld oder was er trägt, das würde zu weit führen. Es gibt also Gendefekte, da vegetieren die Menschen dahin und so weiter. Das ist das eine. Deswegen nicht immer eine Schuld suchen oder Verantwortung. Dann habe ich den Begriff der Epigenetik eben eingeführt und Hippokrates sagte, du bist, was du isst. Und wenn ich sehe, wenn ich im Hotel bin zum Beispiel und ich sehe, wie die Leute so volle Teller machen, weil es alles kostenlos ist und ich haue die Hucke voll, ich habe dafür kein Verständnis. Ja? Ich esse zum Beispiel morgens so eine Scheibe Brot, ein bisschen Käse, einen Kaffee und damit arbeite ich den ganzen Tag bis zum Abend, esse ich dann und davon leben 5 Kinder, meine Ehefrau, Studenten, alle werden bezahlt. Das reicht mir. Auch wenn ich jetzt den Bauch hier habe. Sieht gut aus. Ja? Ein wichtiger Faktor also ist die Epigenetik. Und da weiß man nicht, welcher Faktor die immunkompetente Zellen dazu geführt hat, ihre Myelinscheide abzubauen. Das weiß man nicht. Diese Prozesse verstehen wir sehr wenig. Einen Moment. Die verstehen wir sehr wenig. Es ist eben das Wort vom Glück gefallen. Und in der Tat, wenn man ein ausgefülltes Leben, auch Arbeitsleben hat, auch Sexualleben oder wie auch immer, wenn das Leben erfüllt ist, lebt man auch länger und man braucht auch Bewegung. Darf ich ein Beispiel erwähnen? Ein lustiges Beispiel. Ich würde Sie unterbrechen, Herr Giannis. Also, ich war mit einem Kollegen auf Kreta und eine alte Frau
von 80, das ist also jetzt alles für über 18-Jährige. Also wenn einer hier unter 18 ist, das geht nicht. Die Zuschauer schauen jetzt nicht, oder? Nee. Gut, da kann man schneiden. Da sollte ein 80-jähriger Patienten operiert werden. Und da wurde also eine Urinprobe genommen und wurde untersucht erstmal und auch unter dem Mikroskop. Da kommt also der Arzt und sagt, hier, guckt euch das mal an, Urin ist voll mit Sperma. Die Dame ist 80 Jahre alt. Dann gehen wir zu der Patienten und fragen, was da los ist. Wir wollen ja das wissen. Dann sagt sie, ah, mein Junge, bitte sag doch meinen Mann, der soll mich in Ruhe lassen. Der geht morgens zu den Feldern, arbeitet hart, kommt er, isst er und dann kommt es immer jeden Tag zum Sexualakt. Und die sind alle beide über 80. Darf ich auch etwas Konstruktives dazu sagen? Sicher. Also die Geschichte ist, man sollte sie sich merken. Das ist das eine. Und das andere ist, es zeigt sich, dass Leute, die wenig Gewicht haben, untergewichtig sind, also unter der Normskala, die leben länger. Das ist wichtig. Also, nicht zu viel essen, gehen, wandern, laufen, Sport machen, tanzen, wie auch immer, das hilft. Und dann gibt es also Stoffe, die man jeden Tag fast auf die Haut bekommt. Das sind also diese Spülmittel. Und bitte achten Sie, auch die Zuschauer sollen darauf achten, da soll kein Paraben dabei sein. Das ist hormonell aktiv. Also gucken Sie mal, auf die, was Sie nehmen. Also wir sind ja auch im normalen Haushalt von Chemikalien umstellt. Ah. Aber weil Sie gerade von Normwerten gesprochen haben, wir wissen natürlich hier am Tisch und auch drumherum, dass wir heute oft ein Medikament haben und dann müssen, und dieses Medikament könnte zur Anwendung kommen, wenn die Normwerte, die für irgendein etwas im Körper gelten, wenn man die hochsetzen kann, sodass plötzlich ganz viele Menschen krank werden, dass sie als krank erklärt werden. Das ist ein riesiger Markt. Aber ich möchte an dieser Stelle zu Ihnen nochmal kommen, Herr Hirneise, weil ich in Ihrem Buch Dinge gelesen habe, die mich überrascht haben und die ich trotzdem finde, dass Sie die hier gerade deswegen sagen sollten. Sie bitten Ihre Patienten mit dem Tumor, den sie haben, einen Vertrag zu abzuschließen. Ja. Ist das ein Scherz? Ist kein Scherz, ganz im Gegenteil. Ich muss dazu sagen, das ist nicht auf meiner Miste gewachsen. Der erste Patient, der war in Bad Homburg, werde ich nie vergessen, ein Mann mit Melanom. Und der hat mir das erzählt, er hat mit sich einen Vertrag gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe 9 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und ich hatte damals relativ schnell eine Meinung über diese Person. Okay, gut, aber ich habe es gelassen. Jetzt habe ich in den nächsten Monaten 3-mal von Krebspatienten, also von Leuten, die überlebt haben, wo es geheißen hat, die überleben nicht, habe ich gehört, die haben einen Vertrag mit sich selber gemacht. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden, was die da treiben. Habe mich intensiv damit beschäftigt und dann ist mir das natürlich klar geworden. Wir vergessen total. Wir sind doch der Tumor. Wenn ich einen Tumor im Körper habe, diese Zellen, die sind ja nicht vom Mond, die sind nicht vom lieben Professor, das sind meine Zellen. Die habe ich entwickelt. So. Und was machen diese Patienten? Die machen ganz einfach Folgendes. Die fangen an, mit dem Tumor zu reden. Und der Dialog ist immer der gleiche. Du, lieber Tumor, hör zu. Wenn du weiter wächst, dann sterb ich. Aber weißt du, wenn ich sterb, stirbst du auch. Ist kein guter Deal. Aber der Tumor hört nicht zu. Das ist das Problem. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber das ist eine Loser-Loser-Situation. Also wir brauchen jetzt eine Win-Win-Situation. Und die sieht folgendermaßen aus. Du, lieber Tumor, hör zu. Du, nicht sterben, Achtung, das ist ganz wichtig, nicht sterben. Du entwickelst dich wieder ganz zurück zu normalen Zellen. Tumorzellen müssen nicht sterben, die können sich zurückentwickeln. Das ist auch ein total falsches Weltbild in der Schulmedizin, dass Krebszellen müssen getötet werden. Nonsens, das kommt von was auch immer für ein Denken. Nein, ich rede mit dem Tumor und sage ihm, du entwickelst dich wieder ganz zurück. Und ich, als dein Wirt, als dein Träger, ich verspreche dir heute, diese Woche, diesen Monat, in den nächsten 3 Monaten Folgendes zu ändern. Und ich empfehle allen Krebspatienten, das schriftlich zu machen. Schauen Sie, wissen Sie, was das Geniale an dem System ist? Wenn sich beide an den Vertrag halten, wow, kann ich nicht sterben. Das hört sich am Anfang so ein bisschen fast schon schizophren an. Also Sie machen dem Tumor ein Angebot, Sie führen ab sofort ein so geiles Leben, dass er bei Ihnen bleiben möchte. So ist es. So ist es. Genau so ist es. Ich hatte ich war einer der Ersten, der einen ziemlich bekannten russischen Heiler Petrov nach Deutschland eingeladen hat. Und der hat bei uns seine Fälle gezeigt und der hat Folgendes gesagt.
Wenn du als Krebspatient das geilste Leben der Welt führst, ist es unmöglich, dass dein Tumor dich töten möchte. Hat mir voll Sinn gemacht. Und das ist hier genauso. Ich mache einen Vertrag mit mir selber. Und das hört sich zuerst mal schizophren an, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn sich beide daran halten, ist das der Weg in die Heilung. Aber ich warne auch jeden Patienten. Du kannst jetzt nicht von deinem Tumor etwas verlangen. Du schreibst auf, was du ändern wirst und du tust es nicht. Und ich sage immer, setz dich wieder an den Küchentisch. Wenn du merkst, okay, du hast hier was aufgeschrieben, was du nicht einhalten kannst, dann führ den Dialog wieder. Überhaupt, wissen Sie, Dialoge mit sich selber zu führen, das ist ja heute schon ein psychiatrischer Fall. Ich sage Ihnen, seit vielen Jahren rede ich mit meinen Organen. Ich rede mit meiner Leber, ich rede mit meinem Darm, ich rede mit meinem besten Ding da unten. Hört sich alles komisch an, aber ich frage, was willst du? Hast du ein Problem? Geht's dir nicht gut? Hört sich total verrückt an. Ich darf vor Zwischenfragen, ja. Herr Giannis, geht's ihm noch gut? Also, wenn dem geht's gut. Ja, dem geht's gut. Wunderbar. Also die richtige Diagnose. Verstehen die richtige Sie Diagnose. Das? Oder sage ich, weiß nicht, wie es wirkt, aber wenn es hilft. Also, es gibt so einen mit Otto Walkes, der redet da mit der Leber oder ja, mit dem Magen. Es gibt ein Fachbuch auch. Ich kann diese Sprache nicht. Mhm. Diese Sprache beherrsche ich nicht, aber mir geht's auch trotzdem gut. Mhm. Diese Sprache kann man lernen. Schauen Sie mal. Ich reise ja sehr viel. Ich war in über 60 Ländern auf diesem schönen Planeten und habe mit unzähligen Menschen geredet. Unglaublich tolle Menschen. Und wir bewundern manchmal solche Gurus in Indien oder auf den Philippinen oder wo ich auf der Welt so tolle Heiler oder in China gesehen habe. So. Und wir bewundern immer die. Warum? Die können irgendwelche Dinge, was er sieht, das Herz auf einmal, den Puls auf 10 Schläge runterfahren oder ihre Hautfarbe verändern. Warum können die das? Die haben einfach 10.000 Stunden meditiert. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie Klavierspieler sind. Ich kann's nicht mehr. Nicht mehr. Okay, meine Mutter war gute Klavierspielerin. Ich kann so Elise noch, aber dann hört es auf. So. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ich 10.000 Stunden Klavier spielen würde, dann wird sich das besser anhören. Ich bin zwar noch kein Lang, aber es würde sich besser anhören. Und so gibt's ist es ein wunderbares Buch von Malcolm Gladwell, Outliers. Hm. Jeder, der 10.000 Stunden etwas geübt hat, wird vom Rest als Genie betrachtet. Ja. Der hat es wirklich für Mozart und die Beatles und für alle möglichen. Und wir müssen Malcolm genau Gladwell. Das tun. Wir müssen einfach etwas intensiv tun. Und wenn ich, und jetzt, ich erkläre Ihnen das nachher nochmal ganz speziell, aber wenn Sie beginnen, mit ihren Organen zu reden, dann hören sie zuerst mal keine Antwort. Aber hier gibt es bestimmt viele christliche Menschen. Und wenn man am Anfang mit Gott redet, da kriegt man in der Regel auch keine Antwort. Wenn man das intensiver etwas macht, dann kriegt man Antworten. Und so ist es vom Körper auch. Ich hatte das Glück, ich habe mal viele Jahre ziemlich intensiv Sport getrieben. Und da, Sie wissen es ja auch, Herr Dahlke, wenn man jeden Tag Sport macht, dann kriegt man eine andere Beziehung zu seinem Körper. Man kann nicht zu McDonald's gehen und gleichzeitig Hochleistungssport machen. Da sagt der Körper, spinnst du? Das geht einfach nicht. Und so ist es auch, wenn man mit seinem Körper redet, dann kommt irgendwann eine Antwort. Ich darf kurz zu Ihnen. Komm her, Herr Giannis. Würden Sie dem griechischen Patienten, der Probleme mit seiner Leber hat, einfach raten, mit dem Organ zu sprechen? Dann wird es schon besser. Er soll aufhören zu trinken erstmal. Ja. Ist das ein Problem in Griechenland? Das ist ein Problem, aber der Fall, den ich eben skizziert habe mit dem 80-Jährigen, ja, der trank eine Menge und aß eine Menge, war aber dünn, weil er sehr hart arbeitete. Das heißt, er baute das alles ab und er lebte in einer gut funktionierenden Gesellschaft, sozial gesehen jetzt. Und das hilft den Leuten. Das ist aber wie stehen Sie zu dem, was Herr Hirnaise hier... Was ist da los? Er kann mit seinen Organen reden. Die Sprache verstehe ich nicht. Aber die Leber reagiert auf Alkohol. Und Alkohol ist ein Gift. Und das sollte man weglassen. Genauso wie die Zigarette von meinem Gegenüber. Ja. Die Zigarette. Und schauen Sie mal, Alkohol und Zigarette. Wissen Sie, wie viel... Mit Zahlen ist es besser zu sprechen. Seit der Entdeckung der Ammoniaksynthese durch Haber und Bosch gibt es zwei Sachen. Erstens, 50%, ich komme noch dazu, 50% der Stickstoffatome, die wir in unserem Körper haben, stammen von diesem Prozess Ammoniaksynthese, Haber und Bosch, Düngemittel und so weiter. Die andere Seite ist
120 Millionen Tote durch Sprengstoffe. Das ist, das sind also wichtige Sachen. So, Zigarette. 100 Millionen Tote im vergangenen Jahrhundert. Vergleichbar zu den Kriegen. 120 Millionen Tote durch Kriege und Gewehre und 100 Millionen Tote durch Zigaretten. Und da kommt dieser Lungenfacharzt kürzlich und sagt, vergleichen Sie doch die Abgase, wie viele Leute sterben durch Abgase, Zigarette, tut auch keinem Menschen was. So viele Leute sterben ja nicht. Das ist Quatsch, 100 Millionen sterben. Und das ist ein wichtiges Momentum. Das heißt, diese Suchtmittel, die wir zu uns hineinschmeißen, die machen uns kaputt und dann wollen wir auch dann zum Arzt gehen und eine Pille verschrieben bekommen und gesund werden. So geht es nicht. Auf der anderen Seite, die dritthäufigste Todesursache ist durch Medikamente, die man von einem Arzt genauso bekommen, genommen hat, wie es verschrieben wurde. Das glaube ich nicht. Also Herr Böttcher, das ist doch die Statistik. Das ist die dritthäufigste. Die ärztliche Statistik, es gibt 96 Todesfälle durch Kunstfehler. Mhm. Und ich glaube, europaweit wahrscheinlich und die... tatsächlich ist es so, durch verschreibungsgemäß eingenommene Medikamente und ärztliches Handeln gibt es in den USA 225.000 Todesopfer und in der EU auch. Ja. Also 225.000. Was ist die erste Todesursache? Ist Krebs, die zweite ist Herz-Kreislauf und dann kommen Medikamente. Und dann kommen Ärzte und Medikamente, ja. So, das kommuniziert keiner, das verstehe ich auch, weil die Ärzte ja auch diejenigen sind, die die Totenscheine ausfüllen. Also wenn jemand mit Krebs in die Klinik geht, dann stirbt er ja an Krebs und nicht an den Ärzten. Klar, wenn ich also oder an den Nebenwirkungen der Medikamente, muss man ja, dazu sagen. Ja, aber das steht nicht im Totenschein. Mhm. Weil sie sind ja ins Krankenhaus gegangen, weil sie was hatten. Und daran sind sie dann im Zweifel auch gestorben oder an Herzversagen. Aber nicht an dem, was dazwischen mit ihnen gemacht worden ist. Das ist eben diese Diskrepanz. Ich empfinde das als solche. Also wenn man sagt, bei uns und in den USA sind so um die eine halbe Million Todesopfer. Und wir zählen hier ja gar nicht die Iatrogen-Verstümmelten mit, also die, was an Nebenwirkungen und an Schäden in den Leben passiert. Also wir reden hier nur über Tote. Ich sage Ihnen ein Beispiel, also aus meinen Erfahrungen, weil ich bin praktizierender Mediziner in Griechenland und wenn ich rumlaufe, ich brauche zwei Geräte. Ich brauche ein Blutdruckmessgerät und ein Gerät, um Glukosespiegel im Blut zu messen. Ja. Und mit diesen zwei Geräten habe ich 30% der Patienten. Die Leute haben nichts zu tun, nichts zu tun. Die rauchen, die fressen, die saufen und dann werden sie übergewichtig, viele, und das gilt auch in Deutschland. Wir haben zumindest die frische Luft da. In Deutschland ist das nicht so. Wir haben die Sonne da, wir haben Vitamin D genug. Hier ist das nicht so der Fall. Also die Verantwortung liegt viel bei uns. Und ein Krebs, auch wenn man dann an den Medikamenten stirbt, stirbt man an der schlechten Lebensführung. Wahrscheinlich. Teil ist die Gene, aber die Epigenetik ist für mehr als 60% der Krebsfälle verantwortlich. Und die Epigenetik bestimmen wir. Na, jetzt Einen Moment, das ist wichtig. Wir können das nicht alles den Ärzten schieben oder der Pharmaindustrie oder den Kunstfällern oder wie die heißen. Wir haben Selbstverantwortung. Ich will das Wort Schuld nicht sagen. Wenn wir die ganze Zeit saufen, nicht bewegen, Fett essen, Fernsehen gucken und so weiter, auch schlimm. Ja. Schlimm. Die ganze, schauen Sie mal, die ganzen orthopädischen Probleme, die man hat. In Amerika werden die behandelt mit Opioiden. Was ist das? Opioide, das sind so morphinähnliche Medikamente davon. Durch diese falsche Praxis der Mediziner sterben täglich 300 Menschen. 300 Menschen. Und das hat die Ärztekommission und FDA zugelassen. Wenn wir heute also ein Opioid verschreiben möchten, brauchen wir besondere Rezepte, die sogenannte BTM, Betäubungsmittelrezepte, die kriegen wir, wir kommen gar nicht da. Und in Amerika wird es gegeben. Mhm. Und der Trump wollte, es gibt eine Firma, die das verkauft. Und der Trump wollte ja durch eine Grenze machen, dicht um Mexiko, also zwischen Mexiko und USA, vielleicht sollte er, damit die Drogenbarone nicht kommen, vielleicht sollte durch diese eine Grenze um diese Fabrik machen. Ne? Damit also diese Opioide nicht. Und zum Vergleich, 100 Menschen in den USA werden täglich durch Gewehre erschossen. Das heißt, 400 Tote pro Tag. In anderen Ländern redet man von Bürgerkrieg. Mhm.
Das ist viel, das muss man alles überlegen. Das stimmt natürlich beides. Herr Giannis, ich möchte jetzt nochmal das Thema dieser Sendung, nämlich wie krank ist unser Gesundheitssystem, und ich möchte gleich einen längeren Abstecher machen auf einen Punkt, der, glaube ich, wesentlich dazu beiträgt, dass man vielleicht gesünder bleibt oder gar nicht erst krank wird, nämlich die Ernährung. Kommen wir gleich mal drauf, werde ich auch verbinden mit dem Thema Zigaretten. Da gibt es eine schöne Verbindung. Aber trotzdem nochmal auf den Hotspot Griechenland zu kommen, weil da gibt es ja auch ein Gesundheitssystem. Können Sie nochmal die Situation, weil es nicht mehr in den Schlagzeilen, wie sieht die Gesundheitssituation und die Medikamente und die Versorgung mit ärztlicher Leistung in Griechenland aktuell aus? Also es sieht sehr schlecht aus, und das hat sich nicht verändert seit der Zeit, wo Griechenland nicht mehr in den Schlagzeilen ist. Warum Griechenland nicht mehr in den Schlagzeilen ist, das kann ich auch erklären, aber das würde ja zu weit führen. Wichtig ist, Folgendes zu wissen, und das ist für die Zuschauer hier, aber insbesondere für die Zuschauer draußen, zu wissen, dass diese Flüchtlinge, die über Griechenland gekommen, die nach Deutschland gekommen sind, sind über Griechenland gekommen. Und Griechenland, die Bevölkerung hat es gestemmt. Die hat sie gefüttert, die hat sie gepflegt. Und das haben nicht die staatlichen Stellen getan. Allein die Insel Samos hat 800.000 Flüchtlinge durchgeschleust. Das ja, muss ich mal vorstellen. Lesbos. Ja, Lesbos. Lesbos, ja. Und dann kam also das Dichtmachen der Grenzen, und jetzt gibt es folgende Situation. Die Leute kommen rüber, die Türkei lässt sie einfach kommen, und sie bleiben an den Inseln. Es gibt eine Vereinbarung zwischen Griechenland und der EU, die Leute dürfen die Insel nicht verlassen. Es gibt eine explosive Situation dort. Was mit der medizinischen Versorgung, wie das aussieht, das können Sie sich auch vorstellen. Und in diesem Sinne nehme ich die Gelegenheit wahr, mich bei Ihnen auch zu bedanken für diese Initiative, die wir gemacht haben. 500.000 haben wir gesammelt mit Ihrer Hilfe, nicht mit meiner Hilfe. Wir haben das die Konten sind immer noch offen, wir sammeln noch weiter. Ja. Können Sie mal beschreiben, weil ich habe mir das ja auch angeguckt, aber damit aus dem Mund eines Mediziners, an was mangelt es denn eigentlich in den klassischen großen... Es mangelt an Geräten. Zum Beispiel im vorletzten Jahr, also vor circa eineinhalb Jahren, gab es ein Erdbeben in Lesbos, und wir haben zu dem Zeitpunkt damals also ein Gerät dahin gebracht. Sie waren auch dabei, das war ein Herzgerät, wo man also die Herzfunktion über mehrere Tage sich anschauen kann. Es war das einzige Gerät, was auf der Insel dann gegeben existierte, was wir gegeben haben. Die gesamte Insel hatte keine solche Langzeit-EKG-Möglichkeit. Mhm. Und jetzt gibt es eine andere Situation. Jetzt können die Leute sich untersuchen lassen, und Herzprobleme können dort behandelt werden. Das haben wir gemacht. Wir haben dem Smile of Child über 100.000 oder 120.000 Euro zur Verfügung gestellt. Smile of Child, genau. Ja, das ist ein Kinder. Aber was ich auch gesehen habe, ich dachte, das ist ein Scherz, aber Kliniken, die hatten keine Schmerzmittel, Kliniken, die hatten kein Richtig. Verbandsmaterial. Kreiskrankenhäuser, ja, aus unserer heutigen, die hatten keine Spritzen. Und dann müssen Sie die Spritzen selber bringen. Bringen Sie die Spritzen bitte selber mit, wenn Sie genau, schon brauchen. Genau, damit sie operiert werden. Das ist also in einem Europa der Völker, ist das eine unhaltbare Situation. Mhm. Ja. Ja. Wir reden ja hier am Tisch jetzt nicht unbedingt, also aus der Sicht eines Griechen ist das, was wir hier machen, ja im Moment Luxusprobleme, weil wenn du da angefahren wirst von einem Bus und musst dann die Spritze selber mitbringen, dann hättest du vorher wissen müssen, dass der Bus dich anfährt. Genau. Ja, es ist krank. Ich habe auch gesehen, dass sich vor den Kliniken auch jede Menge Flüchtlinge stapeln, muss man so wirklich sagen. Da wird auch gerne im Eingangsbereich gestorben, ist eben so. Man entwickelt da eine gewisse Abgebrühtheit auch schon als viel mit Security. Wie geht das weiter, Herr Giannis? Also es geht... Ist das noch krank oder ist das schon pervers? Es ist pervers, es ist krank, und das, was wir erleben, ist also eigentlich eine Strafe. Das Land wird bestraft aus anderen Gründen, auf die ich jetzt hier nicht kommen möchte. Ich möchte aber auch das Positive hier erwähnen. Ich bin hier nicht gekommen, um irgendwelche Vorwürfe zu machen auf die oder andere Seite. Es geht mir nicht darum. In einer anderen Sendung habe ich Ihnen gesagt, ich habe Gefühle des Hasses in Liebe umgewandelt und in diesen Taten umgewandelt, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich bin den deutschen Helfern, die uns so unterstützt haben, dankbar, dass sie das gemacht haben. Seit Dezember 2016 mit diesen Vorfällen in Köln und so weiter ist Griechenland aus den Schlagzeilen raus. Das heißt, also macht er, was ihr wollt. Wir brauchen weitere Hilfe. Und ich appelliere auch an Kollegen, Geräte, wenn sie haben, wenn sie das ersetzen wollen, das an uns zu geben. Aber noch besser hilft es, wenn Sie an das Konto, was wir... Ja, weiter offen ist, und wir dokumentieren das auch immer etwas, wieder, was etwas wir... Etwas Geld, und wir bringen immer den Beweis, dass diese Gelder
dahin gekommen sind, wo sie müssen. Und wir möchten noch betonen, dass diese Gelder wir nicht nutzen, um Flugtickets oder das Hotels zu bezahlen. Privat. Das machen wir privat. Herr Charles, vielen Dank für Ihr Engagement. Das ist ein Arzt, der in seiner Kernfreizeit in Griechenland eben arbeitet. Vielen Dank dafür. Danke auch an alle, die uns da unterstützen. Das Geld kommt wirklich in Griechenland an. Ich möchte den Schwenk machen zur Ernährung, weil Sie von Zigaretten gesprochen haben und Sie im Vorfeld auch über Demeter. Demeter, wenn man Demeter hört, dann denkt man ja sofort an die Waldorfschule. Und die Waldorfschule heißt ja Waldorfschule, weil sie hat den Sponsor. Das war die Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Die haben es großer Konzern. Und da hat Rudolf Steiner gesagt, während die Eltern Zigaretten bauen, wo ist es mit den Kindern? Und hat dann gesagt, die müssen zur Schule gehen, hat dann die Waldorfschule hingestellt. Und sie haben mir gesagt, sie würden heute, sie waren auch auf diesen Demeter-Messen, sie würden heute lieber für Porsche arbeiten als für Demeter, weil die Waldorfschule ist versteinert von innen. Ich kann es ein bisschen bestätigen. Ja? Wenn man sein Essen umstellen will und wenn man sich gesund ernähren will, muss das unsexy aussehen? Nein, es sollte unbedingt schmecken. Essen muss zuerst immer schmecken. Ist das so? Sonst kann man es nie durchhalten auf die Dauer. Okay. Ja, das haben wir einfach mitgebracht aus der Evolution. Ja. Ja, das war ja auch ein Schutz, dass Dinge, die nicht schmecken, die konnte man nicht essen. Also das brauchen wir unbedingt. Ist mir, der ich ja Peace Food da in Gang gebracht habe, das Vegane auch sehr oder mit in Gang gebracht habe, ganz wichtig. Weglassen alleine aus einer Mischkost wird eine scheißliche Kost. Man muss dann wirklich auch da so ein bisschen Energie reingeben und lernen. Ja. Man kann damit wunderbar leben, ehrlich gesagt. Ja. Und vegan bedeutet das Weißbrot und Whisky? Nein, eben nicht. Also man kann auch Kornsirup und Schnaps in jeder Form, Zigaretten, Zigarren, ist alles vegan. Ja. Es muss schon, aus meiner Sicht heißt Peace Food auch pflanzlich vollwertig. Und insofern esse ich dann wieder gerne Demeter-Produkte, die sind wirklich einfach in Ordnung. Und die glauben ja ans Karma und ruinieren nicht wegen ein bisschen Geld ihr Karma, glaube ich. Aber lassen Sie uns, weil ich da gerade in die Kerbe gehauen habe, Sie waren auf diesen Ernährungsmessen und das ist auch alles ganz schön, aber Sie sagen, so ein bisschen spaßfrei war das, oder? Naja, wir haben in Deutschland sowieso eine Tendenz zur Spaßfreiheit, verglichen jetzt mit den Griechen, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Und ich lebe ja auch in Zypern, das ist irgendwie anders, muss man sagen. Da treffen Sie sich auch mit den Türken, da fängt der Spaß erst an. Vor allem, wenn Sie auf die Griechen treffen, das möchte ich sagen. Nein, das ist aber harmlos inzwischen. Ist doch so, Herr Charles, oder? Nein, die haben keinen Krach mehr. Aber im Endeffekt, das hätte einen unglaublichen Effekt. Wir können selbst was tun für unsere Gesundheit, unheimlich. Ja, also wenn man bloß Kurzzeitfasten macht, Frühstück oder das Abendessen weglässt, ist schon so ein Effekt. Da gibt es inzwischen, ich habe die Studien nicht mal im Buch untergebracht, an die 300 Studien konnte ich gar nicht mehr unterbringen in Kurzzeitfasten. So ist das schulmedizinisch belegt. Es ist nicht nur wichtig, was wir essen, wie viel, auch wie ist wichtig, sondern wann wir essen. Das wäre ein immenser Effekt. Fasten gibt es inzwischen die verblüffendsten Studien. Ja. Ja, das ist wie ein Jungbrunnen, also Walter Longo, UCLA, das ist so eine erste Adresse in den USA. Der kann uns belegen, schon nach 4 Tagen Fasten, 40% des Immunsystems regeneriert auf dem Stammzellniveau. Ja, also das ist unglaublich. Da denkt man an Hildegard von Bingen, die hat gesagt, von den 35 Lastern oder Süchten, so hat sie die Krankheiten genannt, kann sie 29 heilen mit dem Fasten. Also das ist tatsächlich, und sie hat auch schon den einen Problempunkt erkannt, sie hat gesagt, ein Laster wird auch schlechter davon, die Hybris, die Arroganz, das ist so. Die Ernährungsleute haben eine komische Tendenz zu einer furchtbaren, fanatischen Arroganz oft. Fasten da auch. Erklärt, warum Sie diese Ökomessen nicht mehr mögen? Weil die dann so ein bisschen dogmatisch hausierend und jeden komisch angucken, der sagt, ich habe aber noch nicht mal ein Steak gegessen. Man ist ja auch nicht der bessere Mensch, wenn man jetzt mal fastet oder mal was anderes isst, sondern es ist ein Schritt dazu. Ich meine, es schafft schon Frieden, deswegen habe ich es Peace Food genannt, zwischen mir und meinem Immunsystem. Ja, das wird einfach, die Entzündungswerte gehen runter, der CRP-Wert und so weiter, das ist einfach belegt. Auch bei Peace Food geht der CRP-Wert runter. Also wir sanieren chronische Entzündung. Das ist natürlich den Zähnen und so weiter. Mein Issels, der deutsche Krebsarzt, der ist für das ins Gefängnis gegangen damals, weil er gesagt hat, das ist auch entzündlich, da gibt es Viren. Heute Papillomavirus ist so eine Selbstverständlichkeit. Erklären Sie doch mal jemanden, der noch nie gefastet hat, also der immer fast damit angefangen hat, was denn Fasten ist eigentlich. Ja, Fasten ist, wenn man nichts isst. Fasten ist schön. Fasten ist, wenn man nichts isst. Ja. Und viel Wasser trinkt, gutes Wasser. Wie lange muss man das machen, bis man sagt? Man muss gar nicht. Also wie gesagt, man kann ja einfach nur mal anfangen, das Essen auf 6 Stunden zu beschränken. Dann fastet man die übrigen 18. Das wäre auch schon ein Fasten. Dann stellt der Körper schon um, produziert dieses somatotrope Hormon, HGH, gibt eine gute Stimmung, so eine aufgeräumte Stimmung, packen wir es an. Machen Sie das? Das mache ich, ja. Also ich schaue dafür, dass es mir so gut geht, auch körperlich. Ja? Also ich bin ja ganz der Meinung, man muss glücklich sein. Und dann kann man natürlich auch den Körper nutzen. Also der produziert dann schon mehr.
von diesem Serotonin, Wohlfühlhormon und Dopamin, Belohnungshormon. Kann man auch überfasten? Man kann auch überfasten, klar. Also ich meine, man kann auch Hunger selber noch. Ne? Man kann verhungern. Aber in der Regel, also so wie wir hier sitzen, können wir ohne weiteres jetzt sofort 4 Wochen fasten. Ich kann 4 Wochen auf Nahrung verzichten? Das glaube ich sicher, ja. Oder muss ich irgendwas dazwischen noch essen? Kaffee. Nee. Würde ich jetzt nicht dann geht's so ja. zwingend sagen. Kaffee ist kein Lebensmittel. Gutes Wasser. Wäre wichtig, ne? Also aus reifen Quellen aus meiner Sicht. Ja, und Kaffee. Ich muss nicht lauter Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn ich mich vernünftig vollwertig ernähre. Mhm. Also ich nehme eine kleine rote Pille, weil ich eben, wenn ich strikt vegan lebe, brauche ich B12 und zwar das richtige Methylcobalamin, wo ich keinen Intrinsikfaktor im Magen brauche. Also, klar. So. Das ist einfach. Ich habe verstanden. Aber ich möchte bei der Ernährung wirklich bleiben, weil ich es interessant finde. Wenn ich mich entschließe, okay, ich kümmere mich mal um die Ernährung, im Grunde ist es logisch, das, was du reintust, das weiß ja jeder, der ein Auto fährt. Ist dann oder drin? Da, wenn du dann den miesen Sprit einfüllst, dann darfst du nicht wundern, dass die Leistung, ja. Das funktioniert nicht. Also geben die Leute lieber bei Aral 402 ihr Geld aus, um da mal Werbung zu machen. Ist ja auch aber sie sparen dann beim Essen, da kaufen sie dann irgendwo beim Supermarkt den letzten Schrott. Wenn man anfängt, weil man hat sich jetzt immer schlecht ernährt, man hat nie drüber nachgedacht, sieht man die Sendung und sagt, okay, ich mach Fasten. Ich bin jetzt so ein Typ, weil ich bin ein Dauerkunde bei McDonald's und ich fange jetzt 4 Tage an zu fasten. Würde ich das schon merken? Ja. Also im Immunsystem wird sofort besser, kann man deutlich sehen. Mhm. Die gesunden Zellen werden stärker, die kranken werden schwächer. Deswegen der Walter Longo, der macht das mit der Chemotherapie produzierenden Pharma zusammen. Mhm. Weil die wollen ja natürlich auch, dass ihre Chemo ein bisschen bessere Effekte hat. Aber Herr Dahlke, warum halten das dann so wenig Leute durch? Weil natürlich die Disziplin fehlt und das Durchhaltevermögen. Also es hat ja unser Professor wunderbar gesagt, die Leute haben natürlich auch viel eigene Verantwortung, die rauchen. Und sie trinken zu viel und sie essen zu viel und vor allen Dingen falsch. Es ist so einfach. Wir müssen doch nur einfach einen Konsens herkriegen, dass wir nichts Gefährliches, Giftiges und Schädliches essen. So. Und wenn wir wissen, dass 93% der Gifte, die wir aufnehmen, aus dem Tierprotein kommen, würde ich sagen, das lassen wir weg. Und dann sind wir nämlich schon bei vegan, ehrlich gesagt. Aber wenn Sie wissen, vollwertig. Wenn Sie wissen, dass per Gesetz 300 Brotzutaten zulässig sind. Na, über 1000 inzwischen schon. Ich weiß nicht, was machen diese Sachen? Meine Frau macht ein schönes Brot. Ich kann es Ihnen Sachen. Sagen. Damit man die Backmaschinen Sachen. Besser reinigen kann, wird da Chemie reingegeben ins ja. Brot in Deutschland. Lass mal das weg. Herr Dahlke, ich möchte ganz provokativ fragen. Wenn ich ab heute, wenn ich gucke mir die Sendung an und sage, okay, ich fange jetzt an, meine Ernährung vegan vollkommen umzustellen, können Sie mir dann garantieren, dass ich keinen Krebs bekomme? Nee. Nein. Das kann niemand, das sollte auch niemand wirklich sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit wird dramatisch verringert. Was heißt das zahlenmäßig? Ja, also 30% weniger von dem, 25% weniger von dem. Also eine Gewinnoption, die es beim Lotto so gar nicht gibt. Ja, genau. Dickdarmkrebs zum Beispiel, das ist praktisch, kommt fast nicht mehr vor. Und das ist die zweithäufigste Todesursache bei Krebs. Ne? Mhm. Also Prostata ist viel häufiger, aber ist ja nicht die Todesursache dann. Was man noch dazu denken muss, klang schon mal so ein bisschen an, wir müssten uns wirklich mit genug Lebensenergie versorgen. Also wir müssten frische Sachen nehmen. Und dieser ganze vegane, einplastifizierte Mist, der ist einfach nicht sinnvoll. Der hat nicht wirklich Lebensenergie. Mhm. Fritz Albert Popp, so ein deutscher Physiker, hat das auch mal nachgemessen, ehrlich gesagt. Ja? Da muss Lebensenergie drin sein. Biolumineszenz hat er das genannt, leuchtendes Lebens, Elektronen, sagt sie eben. Man kann es auch einfach das Leuchten des Lebens nennen. Wir brauchen diese Lebensenergie. Wenn Sie in einen Supermarkt gehen, gibt es ja inzwischen auch, wo es diese vegane Superfood und sowas geht, schlagen Sie dazu? Nein. Also ich sag mal so, ich bin ein Freund von Veganer, dass man das nicht missverstehen. Nur wenn ich sehe, welcher Müll von den meisten Veganern gegessen wird, da graust es mir. Ja. Alles in irgendwelchen Plastikverpackungen, da wird ultra hoch erhitzte Sojamilch getrunken statt ich weiß nicht was. Also es ist teilweise Müll. Ich teile Nahrung in ganz anderen Dingen ein. Ich teile es einfach so, wie Herr Dahlke gerade richtig gesagt hat, in Energie. Ich sage einfach Elektronenfood dazu. Ja. Mhm. Auf gut Deutsch gesagt, ist da noch Energie drin oder nicht? Die meisten Dinge, die Sie heute einfach irgendwo kaufen können, die verpackt sind, da sind ja keine Elektronen mehr drin. Da ist nichts mehr, was mir im Körper sozusagen abgegeben wird. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wie Herr Dahlke. Ich würde Ernährung nicht nur sehen als Prävention, als was ich, sondern ich weiß von 2 Ernährungstherapien,
dass sie unglaublich viele Menschen aus einer Krebserkrankung herausbekommen haben. Das ist die sogenannte Gerson-Kost. Das sind frisch gepresste Säfte und das ist die Öl-Eiweiß-Kost nach Dr. Johanna Budwig. Ja. Die Sie ja noch kennengelernt haben. Die ich Gott sei Dank kennengelernt habe und ich durfte 4 Jahre noch mit ihr verbringen. Ja. Und warum sind diese beide Therapien so die hören sich zuerst mal, man sieht gar nichts Gemeinsames. Bei einem trinkt man 13 frisch gepresste Säfte, beim anderen trinkt man oder mischt man Leinöl mit anderen Dingen zusammen. Macht zuerst mal keinen Sinn. Wenn man es aber dann mal etwas physikalischer oder man könnte auch chemischer sagen, genauer anschaut, dann sieht man, dass beides nichts anderes tut, als Elektronen in den Körper hineinzubringen, Energie. Gerson macht es einfach über die frisch gepresste Säfte. Und mit frisch gepresst meine ich pressen, trinken. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen. Preußkur und so Sachen, die gingen alles in diese Richtung. Ja. Wenn Sie einen Saft pressen, dann hat der, es gibt so einen englischen Begriff, also Light Units, Lichteinheiten auf Deutsch übersetzt. Biophotonen, sagt er. Biophotonen. Dann hat er so ungefähr, sagen wir mal, 80.000 bis 100.000 Einheiten. Nur 20 Minuten später hat er nur noch 5.000. Dass Sie sehen, wie viel Energie in einem frisch gepressten Saft verloren geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man den presst und in den nächsten 5 Minuten auch trinkt. Das ist bei Gerson. Bei Budwig ist es was anderes. Im Leinöl. Leinöl ist ein ganz außergewöhnliches Stoff auf diesem Planeten, den es so kein zweites Mal gibt. Da sind sogenannte Elektronenwolken drin. Das sind sogenannte Doppelbindungen. Und da schwirren, ich sage immer so, brumm, 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 diese Elektronen rum. Und die können jetzt, wenn sie wasserlöslich gemacht werden, in dem Fall mit Milch und Quark, wenn sie das mischen und es wasserlöslich machen, dann können diese Elektronen im Körper, genauer gesagt im Blut, wandern. Weil Fett kann ja nicht ins Blut so. Ja? Aber so, wenn man das so mischt, kann das im Körper wandern und kann diese Elektronen abgeben und einen Heilungsprozess einleiten. Und viele Leute sagen immer Ernährungsdiäten, Krebsdiäten, das ist ein furchtbares Wort, das würde es nicht geben. Das reicht natürlich auch alleine nicht mehr. Jetzt, ich sage Ihnen eins, ich weiß es hundertprozentig, ich glaube da nicht dran. Wissen Sie, warum ich das weiß? Ich habe hunderte Fälle von Dr. Johanna Budwig dokumentiert. Ich bin auf dieser Welt herumgereist. Es gibt Gruppen in Saigon, es gibt Gruppen in Mexiko, in Japan, in Australien, überall. Ich habe Gerson-Gruppen auf der ganzen Welt besucht. Und ich habe diesen Menschen die Hand geschüttelt. Die haben das gemacht und sind gesund geworden. Da kann mir kein Professor kommen und sagen, das geht es nicht. Weil ich weiß es. Und das reicht auch nicht. Wir müssen nicht nur Energie kriegen, wir brauchen auch Wärme aus der Nahrung. Ne? Glauben Sie, dass weiter. Ernährung eine Wirkung hat auf jemanden? Ja. Das habe ich nicht zu glauben, das ist so. Und ich habe eben Hippokrates zitiert und gesagt, du bist, was du isst. Mhm. Und das Problem mit der Ernährung ist auch, ist die bezahlbar? Und warum sind die finanziell minder bemittelten Schichten mehr krank als die anderen? Weil die fressen Pommes frites, sitzen vom Fernseher. Das ist ein Klischee. Ja. Ja? Aber es ist so. Die meisten Diabetiker in der Kinderklinik in Bonn sind Kinder von Familien, denen finanziell es nicht so gut geht. Mhm. Die essen dann Pommes frites, Mayonnaise dazu. Oder und dann trinken eine Cola und sitzen vom Fernseher. Und das war es dann. Mhm. Das ist nicht gut. Es gibt Studien, die nachweisen, dass wenn man viel vom Fernseher sitzt, dann wird man dement. Eine Studie gibt es, die ich kenne. Da wird belegt, dass mit jeder Stunde, die man regelmäßig fernsieht, das Demenzrisiko steigt, aber auch mit jedem Zentimeter Bauchumfang, mit jeder Schachtel Zigaretten, die man zusätzlich raucht, um 34% nimmt das Demenzrisiko zu. Herr Böttcher, wie haben Sie denn Ihre Ernährung geändert damals? Und warum haben Sie damit wieder aufgehört? Warum ich wieder aufgehört habe? Ja. Also ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, unter anderem nach der Frau Budwig und die Herstellung und die Details von Leinöl. Wir haben das auf unserer Lifestyle- und MS-Seite ausführlich dargestellt. Die Fettsäuren, was man warum wie essen muss. Das spielt auch eine Rolle bei MS. Gerade da, weil ja die Myelinschicht nun auch aus Fett besteht, wie auch das Gehirn in größeren Teilen Fett besteht. Dass man sagt, das war ja logisch, dass ich sage, wir müssen die richtigen Fette dann zuführen. Wenn der Körper irgendwas bauen soll, dann sollte er das vielleicht lieber nicht aus Margarine machen. Also das war naheliegend. Das habe ich sehr konsequent gemacht, dann ja auch irgendwie da können wir nachher mal drüber reden, ob man die Triglyceride dazu tun muss, weil ich bin der Meinung, dass auch Kokos dazugehört in diesen Cocktail und nicht nur Leinöl oder Hanföl. Da habe ich dann
mich umgestellt auf diese, das ist tatsächlich so, dass man sagt, dieser Müsli-Topf ohne Milch, ich habe auf die Milch verzichtet und andere Stoffe genommen. Das ist auch zwingend und wichtig aus meiner Sicht. Ich auch. Die Studien sagen das eindeutig. Weg mit der Milch. Gerade die Hunger. Der Kanzerogen auf dem Planeten, sagt genau. Colin also da war ich nicht einverstanden mit Frau Budwig. Ich will da nur ganz kurz unterbringen. Der große Problem bei der Milch ist, dass man die Milch pur trinkt. Bei der Budwig gibt es kein Purmilch, sondern man benutzt etwas kleines Milch, um eine chemisch stabiles sogenanntes Lipoprotein, also Mischung zwischen Fett und Eiweiß, herzustellen. Und dieses Produkt ist ein komplett anderes Produkt, wie wenn man Milch trinken würde. In der Öl-Eiweiß-Kost ist es nicht erlaubt, Milch zu trinken. Aber gibt es eine der überzeugendsten Interventionsstudien, Cordwell Esselstyn, da kann man sehen, was ein Becher Joghurt ausmacht. Ja, der hat drei Gruppen gemacht von schwerst herzkranken Menschen, und hat diese norwegisiert sozusagen. In Norwegen ist ja die Herzinfarktrate auf null gegangen, während die deutsche Wehrmacht da einmarschiert ist, weil die denen das ganze Fleisch, also Livestock, alles weggenommen haben. Und danach ging es wieder hoch. Jetzt hat er das drei Gruppen gemacht, schwerst auf den Tod Herzkranke, eine Gruppe hat amerikanisch weitergegessen, Kontrollgruppe, eine Gruppe hat also kein Tierprotein mehr, nur einen Becher Joghurt bekommen, und die dritte Gruppe gar nichts, kein Tierprotein mehr. Die erste Gruppe hat sich wirklich, die Ethikkommission hat es geschehen lassen, selbst entsorgt, ist schnell gestorben. Die zweite Gruppe ist wirklich, hat mehr als doppelt so lang gelebt, die mit dem Joghurt. Und die dritte Gruppe, die den Joghurt weggelassen hat, die leben heute noch, das ist glaube ich 27 Jahre her. Die sind ein bisschen sonderlich, die stoßen mit Salatschüsseln an und so weiter, aber der eine Becher Joghurt hat unglaublich viel ausgenommen. Gut, aber Sie haben mich ja gefragt vorhin, diese Milchgeschichte, die habe ich ja ständig. Ich kriege ja immer Ärger, weil ich sage, ihr sollt keine Milch trinken, weil ich es aus verschiedenen Gründen nicht nur, also ein homogenisiertes Produkt kann man sowieso nicht zu sich nehmen, weil das ist ja Alien Food. Das kommt auf diesem Planeten nicht vor. Also Öl, Fett- und Wassermoleküle in der Zentrifuge zu trennen, dann wieder zusammenzusetzen und sagen, das stellen wir ins Regal, das heißt jetzt Milch. Das hält sich ein bisschen länger als die weiße Farbe im Obi und das könnt ihr trinken. Das hat mir nicht eingeleuchtet. Und das andere, da ich irgendwie auch gelegentlich auf Bauernhöfen, weil ich meine, wir nehmen ja den Kindern, den Kuhkindern da irgendwie ihre Nahrung weg. Die schreien dann ordentlich, das hört ja keiner. Ich fand das merkwürdig immer, dass man, weil ich finde es auch merkwürdig, wenn man 18-Jährige stillt. Also, oder Erwachsene. Also, dass wir Milch trinken. Also. Das ist so, aber Herr Böttcher, wenn ich das jetzt höre, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, Milch, Joghurt, also das Image von Milch und Joghurt ist ja, also da gibt es die Bilder mit den Kindern oder dem Milchbad, also ein Glas Milch und Joghurtprodukt, das ist total, so solltet ihr unbedingt machen. Ja, aber viel in der Werbung ist ja wirklich genauso. Das würde ich auch sagen, ja. Also das ist wirklich inzwischen also gut. Also Sie raten von Milch komplett ab? Komplett. Also auch von allen Milchprodukten, Käse? Ja, auch nicht, oder? Das konzentrierte mich. Also irgendwie sieht man es an mir. Ich werde jetzt 68, ich habe nie Milch gemocht und lebe 50 Jahre ohne Fleisch. Ich lebe irgendwie noch, ich habe sogar Sportdings gewonnen, also vegetarisch damals, weil ich noch ab und zu ein Ei gegessen habe, mache ich heute auch nicht mehr. Das sind ja lauter Gerüchte. Ich meine, es gibt natürlich ein paar... Essen Sie gerne überhaupt noch gern was? Ja, sehr. Ich esse sehr gern. Wo gehen Sie denn essen eigentlich? Also ja, gibt es ganz gute Lokale, am liebsten La Mano Verde in Berlin. Mhm. Kann man richtig toll vegan essen. Und Sie machen noch nie eine Ausnahme? Heute mal ein Steak, wenn ich Sie einlade, würden Sie... Ne, das würde ich dann dem... Ein Fisch mit Herrn Giannis zusammen? Ne, also ich meine, ich wäre jetzt gar nicht so... Ein Weißwein? Bei den Gynäkologen, wenn die mich fragen, ob ich nach Postpartum, also nach der Geburt, lieber zwei Bluttransfusionen geben würde, als eine langgekochte Hühnersuppe, würde ich lieber eine langgekochte Hühnersuppe oder geben. Oder die Plazenta. Gesagt, ja? Oder den Patienten. Die Plazenta. Ja. Ne, oder die Plazenta. Gut, das ist wieder eine eigene Geschichte. Da möchte ich mich gar nicht so äußern. Also ich bin schon auch so weit Mediziner, dass wenn ich erlebe in unserem Zentrum Damangar, dass die im Wald einen Steinkreis legen, wo sie gebären wollen, bin ich schon der sagt, Moment mal, ich weiß eigentlich, was Geburtshilfe kann und macht. Ja. Mindestens mein eigenes Auto wird vollgetankt da oben hingestellt und die Klinik wird informiert. Mhm. Das würde ich schon immer tun. Also Sie sind jetzt nicht hier, wenn man sagt, wir müssen ganz zurück, wo ganz früher war, sondern Sie können das eine mit dem anderen verbinden. Nein, ja, und ich würde auch natürlich bei diesen gravierenden Krankheiten auch immer schauen, was kann die Schulmedizin. Was würden Sie denn jetzt mal, versuche ich mir jetzt in Sie reinzudenken, eine wahnsinnig schöne Frau, also wahnsinnig schöne Frau, würde versuchen, Sie zum Essen einzuladen, um Sie näher kennenzulernen. Würden Sie darauf einsteigen? Na klar. Das ging ja schnell. Dann geht die mir wieder mal in so einen Schuppen, wo es Fleisch gibt, Rotwein und dann noch ein Joghurt aufs Haus, Panna Cotta. Ja, das würde ich dann nicht essen, ehrlich gesagt. Würde ich mit ihr drüber reden. So. Aber wenn das Gemüse jetzt mal mit Butter gemacht ist, dann mache ich da keinen Aufstand. Mhm. Kochen Sie? Ja. Also selten, muss ich sagen, aber gerne mit meiner Partnerin zusammen. Mhm.
Also ich möchte hierzu etwas kommen, wenn ein bei Ihnen klingelt ja häufiger das Telefon und Menschen rufen an, die Krebs haben. Oft sind es Frauen, die rufen an, weil ihr Mann Krebs hat. Wenn eine Frau Krebs hat, ruft praktisch nie ein Mann an. Also, das ist so. Und dann muss ja die Ernährung geändert werden, um das zusammenzufassen. Ja. Und Sie haben mir gesagt, es ist so, wenn ein Mann Krebs hat und Sie raten, dass er seine Ernährung ändern muss, dann ist der zweite Satz, da wollen Sie das erfahren hast, da mache ich mit. Umgedreht, wenn eine Frau Krebs hat, zum Beispiel Brustkrebs, dann machen die Männer da nie mit. Also unser statistisches Verhältnis ist ungefähr 1 zu 100. Das heißt, 100 Frauen rufen für ihre Männer an und sagen, Sie, mein Mann hat was auch immer, Prostatakrebs und können Sie, was sollen wir da tun? Ich hatte 3 Jahre, ich habe persönlich fast 15.000 Gespräche geführt in meinem Leben mit meistens aufgegebenen Krebspatienten. Und ich habe über 10 Jahre die Hotline bei Krebs 21, bei einem gemeinnützigen Verein gemacht. Und es hat 3 Jahre gedauert, 3 Jahre, bis ein Steuerberater aus Berlin, ich weiß es noch wie heute, angerufen hat für seine Frau. In 3 Jahren war es ein einziger Mann, der für seine Frau angerufen hat. Ja. Und es ist leider so, ich weiß nicht, ob, ich schätze mal so ganz grob, wahrscheinlich sitzen auch hier viel mehr Frauen wie Männer. Es ist einfach so, nicht, doch. Okay, ich habe das Gefühl. Es ist aus meiner Erfahrung, auch wenn ich irgendwo Vorträge mache oder Kurse, es ist 70-80% Frauen, die sich um die Gesundheit der Familie kümmern. Es ist immer noch, ich sage mal, alte evolutionäre Programme, ich weiß nicht, aber der Feminismus hat es mit Sicherheit nicht so weit gebracht, dass sie den Männern beigebracht haben, sich ebenfalls um die Gesundheit zu kümmern. Und es ist auch mein Gefühl, also ich sag's mal hart, Männer kümmern sich erheblich weniger um ihre Gesundheit wie Frauen. An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren Reisschwenk in dieser Sendung üben. Dafür ist sie ja bekannt. Wie krank ist unser Gesundheitssystem? Wir alle sind ja Teil dieses Gesundheitssystems, weil die, die dort arbeiten, arbeiten dort und die, die sich bearbeiten lassen, sind auch Teil des Ganzen. Da bin ich jetzt bei Ihnen, Herr Dahlke. Sie haben mal in einem Ihrer Vorträge über das Weltdorf gesprochen und wie die Machtverhältnisse global aufgeteilt sind und bringen das dann, dampfen das runter auf 100 Personen und später auf sich selber. Das finde ich eine sehr interessante Sicht, weil sie eben auch zeigt, in uns sind mehrere Dinge angelegt, männlich und weiblich, aber wir leben, glaube ich, ein sehr männliches Leben. Für viele, die gar keine Ahnung davon haben, können Sie das mal kurz erzählen? Also wenn wir jetzt die ganze Menschheit auf 100 runter reduzieren, anteilsmäßig, und die in ein Dorf geben, dann haben wir 51 Frauen in dem Dorf und 49 Männer, was ja schon mal erstaunlich ist, super, weil die Machtverhältnisse ja anders sind, super, in Wirklichkeit. Und dann, ich weiß die Zahlen jetzt gar nicht mehr so auswendig, aber es sind viele, die haben kein Dach über dem Kopf und viele, die hungern noch und manche sind übergewichtig und so weiter. Und wenn man dann schaut, wie ist der Reichtum verteilt in diesem Dorf, dann stellt man fest, dass 2/3 des ganzen Reichtums in den Händen von 6 Menschen sind. Und da können wir uns mal überlegen, welches Geschlecht haben diese 6 Menschen? Das wissen wir alle, glaube ich, sind Männer. Können wir schauen, welche Hautfarbe haben diese Männer? Dann wissen wir, glaube ich, auch, was wir antworten müssen. Die sind weiß. Und dann können wir noch fragen, was für einen Pass die haben. Und dann sind die meisten gar nicht so sicher. Das sind alles US-amerikanische Pässe. Mhm. Und daraus können wir jetzt eine Mordswut auf die US-Amerikaner, diese weißen alten Männer, die die Welt terrorisieren, geben. Das ist die eine Möglichkeit. Da bleiben ja auch viele dann stehen auf der Ebene. Ich finde es immer interessant, diesen Paracelsus-Schritt, Mikrokosmos, Mensch gleich Makrokosmos, Welt auch noch zu machen. Ja, was hat das die Ernährung mit der Welt zu tun? Ja, wir essen den Hungernden sozusagen die Kohlenhydrate weg, weil die gehen bei uns in die Massentierzuchthäuser und 90% wird vernichtet. Also es hat ja alles, hängt ja alles mit allem zusammen. So. Gut, also wenn wir das jetzt anschauen und ich frage mich mal, was ist denn in mir ohne Dach über dem Kopf? Welche Teile sind obdachlos? Da komme ich natürlich schnell drauf, die linke Gehirnhälfte, die hat kein Problem. Die habe ich ja 13 Jahre ausbilden lassen, in besten Schulen sozusagen. Aber Intellekt. Der Intellekt. Die rechte, archetypisch weibliche, wo es ums Poetische geht. Ich schreibe nämlich gern Aphorismen. Aber immer, wenn ich wieder so ein Aphorismenband habe, kriegen die so einen Bart im Verlag und sagen, Sachbücher, Frauenthemen mit vielen Rezepten. Das ist das, was sich super verkauft. Das macht mir gar nicht so viel Spaß wie Aphorismen. Aber mit der Zeit merke ich so, okay, da ist vieles in mir sozusagen ohne Stimmrecht. Mein weiblicher Anteil kommt viel zu kurz. Da muss ich mich jetzt richtig drum bemühen, um den. Aber ich könnte ja noch weitergehen und sagen, wo bitte sitzen denn diese 6 weißen Macho
Terroristen, diese alten Männer mit US-Pass, die sitzen natürlich alle in der linken Gehirnhälfte und schauen, dass der ganze Rest funktioniert. Ja, das sind ja natürlich viele Organe, eine ganze Symphonie, die da zusammenspielen müssen. Aber in der Welt ist das auch so, dass die dafür sorgen, die lieben Amerikaner, dass das alles irgendwie funktioniert und dass ganz viele und gegen ihre Interessen unterwegs sind, weil die entsprechend gesponsert, sagt man heute, zur Bestechung. So, in mir ist das auch so. Ja, ich habe mit dem linken Hirn natürlich auch verblüffende Programme. Ich bewege mich nämlich nicht mehr eine Stunde täglich. Ich weiß, wie gut man das früher getan hat, wie ich das immer gemacht habe, also richtig trainiert habe. Sie sind hab. Also Ihre eigene ich Besatzungsmacht. Ich bin zu faul. Ja, ich bin meine eigene Besatzungsmacht. Ich habe da irgendwelche Faulpelze hocken, die sagen, ach, mach doch den Artikel. Und ja, ich hole total gern das Obst von den Bäumen bei uns. Wir haben ja in Tamanga riesig, 11 Hektar Bioland. Aber es zahlt sich natürlich nicht aus, das Obst runterzuholen von den Bäumen. Da kommst du auf einen Stundenlohn, du darfst gar nicht ausrechnen. Aber wenn ich irgendeinen Artikel schreibe oder sowas, dann zahlt sich das aus. Mhm. Und mit der Zeit, da muss ich das ja auch abzahlen, das Ganze, merke ich, wie dann hier die Bande die Macht übernimmt. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen von uns so. Ja, wir wissen, wir jung, Animus und Anima, und sagen, gut, in Lebenshälfte muss ich als Mann umkehren, mich um meine Anima kümmern. Aber da bin ich ja genau wie die, die Erde anspricht. Die rauchen, obwohl sie wissen, das ist nicht gesund. Die saufen, obwohl sie wissen, das ist nicht so gesund. Ich habe rauchende Ärzte gesehen hinter der Lungenklinik. Ja, ist so. Ja, es gibt noch Schlimmere als mich. Das weiß ich, Gott sei Dank. Aber ich weiß auch, ich fühle mich besser, wenn ich mich regelmäßig bewege. Ich schreibe gern Aphorismen. Ja, und ich lese gern Rilke und Hesse. Würden Sie, warum tue ich so wenig? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird die Welt durch eine männliche Brille betrachtet und beherrscht, die wir alle in uns tragen. Wir sollten mehr die weibliche Seite wirken lassen. Wir sollten, das wäre, damit wir ins Gleichgewicht kommen. Und wir wären dann auch glücklicher. Mhm. Würden Sie sagen, die Menschen klatschen, aber Herr Giannis, wenn ich Sie ansehe und dann die griechische Frau, denke ich spontan an Xantippe. Ja, ja. Und man hat einen, ja, das gibt also, es gibt einen Grund für Xantippe. Xantippe für die Zuschauer war eine scharfzüngige Frau, die das Leben von Sokrates sehr schwer gemacht hat. Mhm. Also keine liebe Frau, so wie meine zum Beispiel. Ne? Und man hat ihn gefragt, Sokrates, warum hast du als weiser Mann, warum hast du diese Frau geheiratet? Daraufhin sagte er, wenn du oder wenn ihr reiten wolltet, auf welches Pferd würdet ihr das Reiten lernen besser? Das wilde oder das ein zahmes Pferd? Und das war die Antwort, klar. Das heißt, er hat sein Immunsystem und seine Art zu argumentieren geschärft. Genau. Aber was Herr Hirnreiser hier gerade gesagt hat, das ist ja, wir sind jetzt hier in einer sehr philosophischen Diskussion und Sie sind ja auch Philosoph. Muss auch sein. Ja, als Grieche sowieso. Ich glaube, Sie sind mit Aristoteles zur Schule gegangen. War das? Ja, so was. Was war das? Glauben Sie, weil wir eben über das Gesundheitssystem reden und wir haben eine Erwartungshaltung an die anderen, an die Politik, an Frau Merkel, an Schäuble, die sollen das richten. Glauben Sie, dass wenn wir anfangen würden, in uns selbst reinzuhören, sagen, wie viel haben wir eigentlich, wie viel ist selbst verschuldet, wie viel leben wir an unserem Leben vorbei, wie viel machen wir selbst in unserer Art, so eine Art künstliche Trendkost, dass wir eben die Härte zeigen und das Weibliche, sage ich mal, das Freundliche, Empathische, dann nur ganz privat. Ist das eine Betrachtungsweise, die uns weiterhelfen würde, auch um diesen Irrsinn zu überwinden? Oder hat das damit überhaupt gar nichts zu tun? Klar, klar. Also ich komme immer auf die Ernährung zurück. Das haben wir, glaube ich, sehr stark diskutiert heute. Und ich habe auch ein wissenschaftliches Argument, jenseits von Vorstellungen, Wünschen, vegan, nicht vegan, halb vegan. Ich habe die Argumente dafür geliefert und auch gesagt, wir sind verantwortlich für unsere Nahrung. Entschuldigung, ich habe jetzt geklopft. Und das würde uns gesünder machen und diese Industrie natürlich nicht mehr so stark in die Hände spielen. Aber ich möchte auch die Verantwortung der Politik hier nochmal, auch der Ärzte, Verbände. Und ich bräuchte vielleicht jetzt 2 Minuten, kann ich das? Sie haben auch drei. Sie haben das Medikament Avastin, ich weiß nicht, das nennen wir hier Avastin, Sie nennen das Avastin in Österreich. Es ist also ein Krebs, Antikrebsmittel und das wurde vor 15 Jahren ungefähr für 100 Euro oder 150 Euro pro Spritze verkauft. Das war für die Darmkrebsbehandlung. Dann gab es also eine Indikationserweiterung. Das Medikament wurde Lucentis genannt.
ist von Novartis, wurde für die altersbedingte Makuladegeneration verwendet, also eine Augenkrankheit. Ja? Man spritzt das in das Auge seitlich hier. Und das wurde dann für 1500 Euro die Spritze verkauft. Dasselbe Medikament. Dasselbe. Die haben nur eine Indikationserweiterung gemacht, sonst gar nichts. Mhm. So, jetzt frage ich, okay, die wollen Geld verdienen. Aber der Gesetzgeber, warum akzeptiert dann die Krankenkasse diese Preise? Weil sie gesponsert sind. Gesponsert bedeutet, irgendwelche Lobbyarbeit wurde gemacht. Und ich habe immer Respekt vor diesen Lobbyisten. Das müssen also besonders charmante, hübsch aussehende Leute, die treten vor ihnen. Die haben viel Geld. Ja. Moment, die treten, lassen Sie mich. Hm? Die treten vor ihnen und sagen, guten Tag, wollen Sie, dass wir das und das machen? Und da sagen sie ja. Und ich weiß nicht, wie sie das machen. Hm. Sie sind hübsch, charmant. Da kommen die vom Säuble. Mhm. Und er sagt, ja, da machen wir noch einen Cum-Ex dazu. Ja? Ja. Und das kostet 100 Milliarden. Also das, Johannes, ich werde Ihnen trotzdem noch die Frage stellen mit dem weiblich-männlich, weil Sie mir da ausweichen. Ich zitiere Sie mal. Sie haben doch von sich selbst behauptet, dass Sie ein Macho sind. Bin ich. Ein Macho, der die Frau liebt. Mhm. Ein Macho, haben Sie, was sind die weiblichen Anteile in Ihnen? Ich habe eine ganze Menge weibliche Anteile. Das ist Respekt vor den Frauen. Und etwas anderes sollten Sie auch wissen, 99% der Gefängnisinsassen sind Männer. Ist das eine schöne Antwort? Verbrecher sind die Männer. Oder Männer sind Verbrecher. Das haben Sie jetzt gesagt, aber lassen Sie uns an der Stelle nochmal zur Pharmaindustrie kommen. Ich meine, das, was wir hier besprochen haben, wie die Pharmaindustrie zum Teil arbeitet und wie da eben auch die Lobby auf Ärzte zurückgreift, können wir das überhaupt ändern? Also ist dieses System reformierbar oder eben nicht? Es ist nicht reformierbar. Wenn Sie heute sich anschauen, die werden auf frische Tat ertappt. Und dann gibt es also eine Ministerin, die für Millionen Euro Beraterverträge ausgibt, ohne Kontrolle. Und dann man kommt ihr auf die Schliche. Und es gibt keinen Anstand zu sagen, ich trete zurück. Mhm. Ja? Das heißt, diese Rezeptoren für das Gerechte, die sind verloren gegangen. Der andere hat keine Probleme mit seinem Kontakt zu der Pharmaindustrie. Das heißt, Geld regiert die Welt und das ist also ein Virus, das hat alle Bevölkerungsschichten erfasst. Also die Gier ist die Hauptkrankheit, an der wir im Moment leiden? Ja, das ist die Gier. Und wenn ich also meine Studenten gucke, die sind entpolitisiert. Die meisten interessieren sich nicht für Politik. Ich erinnere mich, ich war in Bonn, Privatdozent, da war der Irak-Krieg damals, auch der Iran und später der Irak-Krieg. Keiner hat irgendwas gesagt, das ist schlimm oder sowas. Und ich erinnere mich an einen anderen Fall. Ich gehe zum Büro eines Kollegen später, war der Jugoslawien-Krieg. Ich trete rein, wir waren befreundet und so weiter und will mit ihm sprechen, während ich will ihm sagen, Belgrad wird bombardiert. Da sagt er mir, lass, ich gucke jetzt meine Aktien. Was ist das für eine Welt? Ich verstehe das nicht. Und wir haben alle genug Geld. Ich habe das eben Ihnen beschrieben. Mit meinem Gehalt, und ich werde nicht schlecht bezahlt, aber nicht so gut wie in der Pharmaindustrie. Ich lebe, meine Frau, meine 5 Kinder, und früher als meine Eltern lebten, habe ich sie auch unterstützt. Gab es Angebote aus der Pharmaindustrie? Ja, es gab, aber ich habe denen gesagt, ich verlange einen Preis, den sie mir gar nicht liefern können. Sie waren also zu teuer. Ich war also verdutzt? Nein. Dann sagt er, was wollen Sie denn? Sag ich, ich möchte jeden Abend bei meiner Frau und meinen Kindern schlafen. Das können Sie mir nicht anbieten. Nein, sagt er, können wir nicht. Okay, dann sage ich ab. Will ich nicht. Ich möchte. Also, Geld ist nicht alles. Ich weiß das, Herr. Und zum Abschluss, ich habe eine schöne Geschichte und das kann ich erzählen, aber ich weiß nicht. Zum Abschluss. Kommen wir noch darauf zurück, aber ich möchte jetzt zu Ihnen nochmal kommen, Herr Eise. Wenn wir dieses System nicht reformieren können, vielleicht können wir, ich würde nicht sagen Konkurrenz, aber Alternativen anbieten, wo die Patienten irgendwann sagen, das spricht sich rum. Es gibt ja auch alternative Sender. Und ich höre dich und ich probiere das andere mal aus. Und das ist, glaube ich, die beste Werbung. Also jemand, der dem Tod von der Schippe gesprungen ist, sage ich mal, wenn der rumgeht, ich glaube, da können noch so viele Flugblätter oder beim ZDF irgendwelche Sendungen kommen. Das ist ein Scharlatan. Menschen, die den kennen, die glauben das. Glauben Sie, dass wir einen Wandel hinbekommen werden? Der wird sich ereignen, der lässt sich gar nicht verhindern. Jein. Also ich sage mal, wir müssen mal ganz oben hinschauen, was das erste und größte Problem für ein Gesundheitssystem, egal ob in Deutschland oder in anderen Ländern ist. Das sind Parteispenden. Solange es erlaubt ist,
dass man Parteispenden geben kann, solange es erlaubt ist, auf gut Deutsch gesagt, dass man Politiker kaufen kann. Solange das nicht geändert ist, wie soll sich da ein System ändern? Da oben fängt alles an. Und wenn ich genügend Geld habe, bestimme ich das. Ich möchte Ihnen mal zwei total crazy, was ich erlebt habe. Das eine ist in China. China ist eigentlich bei uns oft bekannt für traditionelle chinesische Medizin. Und man denkt, wenn die Leute in China da irgendwie Krebs haben, dann werden die auch mit TCM therapiert. Das war mal, das ist alles weg. Der arme kleine Arzt, der, sage ich mal, in China vielleicht 1000 Euro im Monat, wenn überhaupt, verdient, der bekommt heute schon 400-500 Euro pro Patient, wenn er Chemotherapie macht. Das heißt, er verdient mit Chemotherapie teilweise das 5- bis 10-fache, wie wenn er seine traditionelle chinesische Medizin macht. Richtig pervers wird es ganz anders. Ich war vor Jahren in Dubai bei einem Meeting mit äthiopischen Ärzten. Ich war noch nie in Äthiopien. Ich weiß, es ist ein ziemlich christliches Land in Afrika, aber arg viel mehr wusste ich nicht. Und dass ein armes Land ist, wusste ich. Dann habe ich gesagt, wie therapiert ihr eigentlich eure Menschen mit Krebs in Äthiopien? Dann haben die gesagt, die kriegen alle Chemotherapie, Herzeptin und Immuntherapien. Da sage ich, okay, gut. Was ich weiß, ist, in Äthiopien verhungern Kinder. Weil ihr kein Geld habt, um diesen armen Kindern irgendwas zum Essen und Trinken zu geben. Ihr gebt aber Krebspatienten für 50 oder 100.000 Euro im Jahr Medikamente. Wo zum Teufel habt ihr die Kohle dafür her? Ich habe das nicht verstanden. Wie funktioniert dieses System in Äthiopien? Ganz einfach. Äthiopien ist ein so armes Land, das gibt das Budget für das Gesundheitssystem an die WHO. Wir alle wissen, dass die WHO ein gekaufter kriminelle Bande ist. Ja, man kann es gar nicht mehr anders sagen. Ja. Was die teilweise empfehlen, das ist einfach nur noch kriminell. Danke. Und was die machen in Äthiopien, die geben dieses Geld die WHO. Die WHO tut das verdoppeln, verzehnfachen, ich weiß nicht, vielleicht sogar verhundertfachen inzwischen. Aber die WHO, an Bedingungen geknüpft. Die WHO tut dann sogenannte Health Consultants einsetzen, also Gesundheitsberater. Ja? Und die bestimmen, für was dieses Geld ausgegeben wird. Es ist so krank. Das heißt, die WHO pumpt dann Geld nach Äthiopien. Jemand mit Brustkrebs bekommt dort für 40.000 Euro im Jahr Herzeptin. Da könnten wir 10.000 Kinder wahrscheinlich das Leben retten in Äthiopien dafür. Und die geben das für Chemotherapie aus. Aber wir brauchen gar nicht so weit zur WHO schauen. Ich bin vor Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Und ich möchte Ihnen erzählen, wieso. Damals war ein Herr Huber, war der Präsident in Deutschland von der evangelischen Kirche. Die haben mit Brot für die Welt, wo ich Geld gespendet habe, wissen Sie, was die gemacht haben? Huber hatte eine Professur an einer Universität, Eli Lilly, in Amerika. Einer der größten Chemotherapiehersteller. So. Brot für die Welt gibt es Geld nach Südafrika und dort wird dieses Geld verteilt, zum Beispiel an Chemotherapien, an die großen Pharmahersteller. Wir spenden hier unser, Anführungsstriche, hart verdientes Geld, weil wir denken, wir helfen Kindern in Afrika und die deutschen Kirchen bestimmen zusammen mit Pharmafirmen, für was das ausgegeben wird. Und es wird ausgegeben für krankmachende Impfstoffe, für Chemotherapien, die Menschen werden gekillt und ich sage es knallhart, kein Schwein interessiert es. Herr Böttcher, auch wenn ich glaube, die Antwort zu kennen, werden wir dieses Gesundheitssystem oder dieses Krankheitssystem, diese Gelddruckmaschine, werden wir das überwinden? Wenn wir das darüber liegende System überwinden, ja, dann ergibt sich das von selbst. Also wenn wir uns lösen von diesem Wachstums- und Bruttoinlandsproduktmodell, dann glaube ich, ergibt sich ein Gesundheitssystem von selbst. Ansonsten können wir das nicht. Mhm. Ansonsten ist das für mich unreformierbar und ich bin ganz glücklich, dass wir zumindest noch nicht gezwungen werden, mitzumachen. Das ist für mich immer der Ausblick. Wir haben ja demnächst mit so schönen Medikamenten, also mit den Sensoren und so weiter und den Früherkennungen, das kennen Sie ja, wenn man demnächst die Krebsdiagnose per Atemtest oder per Bluttest machen kann, wie CancerSeek, dann kann man danach auch sagen, also Sie haben jetzt Krebs, ganz frühes Stadium. Und wenn Sie in Ihrer Versicherung bleiben müssen, jetzt müssen Sie nicht Chemo machen. Mhm. Und wenn Sie das nicht machen, fliegen Sie aus der Kasse raus. Herr Böttcher, es wird ja gerade diskutiert, ob man nicht ab Werk Organspender ist, außer man widerspricht dem. Was sagen Sie dazu?
Naja, ich kann ja noch widersprechen. Also wenn man das dann irgendwie, natürlich finde ich das falsch. Aber wie kompliziert ist das? In Österreich ist es schon lang so. Ich habe da brauchst du Stunden, um da rauszukommen aus dem System. Also wie bei uns mit der GEZ. Ja, das geht ja gar nicht. Ja. GEZ geht gar nicht. Da klappt es vielleicht, wenn wir uns ganz viel Mühe geben. Ist das wirklich so? Man muss in Österreich ist man automatisch Organspender. Ja, da gibt es, ich glaube, Spanien hat noch so ein Gesetz. Mhm. Deswegen gibt es auch genug Organe in Österreich. Mhm. Und das auch, wenn man über die Grenze kommt, sozusagen, als Nicht-Österreicher gilt das. Das ist das Gesetz in Österreich. Das heißt, ich bin sogar hier Organspender. Ja, ich jetzt nicht mehr. Ich bin ja jetzt ausgetreten aus dem System. Aber wie gesagt, da brauchst du eine gute Sekretärin, die habe ich Gott sei Dank. Und musst dir wirklich dahinter klemmen und unglaublich dahinter gehen, dass du da wieder rauskommst aus dieser Falle. Aber wenn dir ein Organ rausnimmt, tut doch nicht weh. Das ist eben relativ. Also ich habe da ein Buch von einem holländischen Priester oder Pfarrer drüber gelesen. Da ist man es komplett vergangen. Mhm. Also die Frage ist ja dann, die bei vielen ist, bin ich denn schon tot, während sie entnehmen? Genau. Das natürlich nicht. Also Hirntod vielleicht, ja. Aber sicher nicht. Da sind wir beim Schluss dieser Sendung, das Thema, was ich auf jeden Fall mit Ihnen noch kurz anreißen möchte. Ich habe bei Ihnen einen schönen Satz gehört, Leute leiden am nicht gelebten Leben. Der Tod ist bei uns hier ein Tabuthema. Sie haben ja auch schon Leute sterben sehen. Was ist denn das Grausamste, was einem ein Mensch, der stirbt, auf dem Totenbett, dem die da noch sagen kann? Ja, eben, dass er sein Leben verpasst hat. Ist auch, glaube ich, ganz tragisch, reich zu sterben bei einer Welt, die so aus vom Fugen ist. Weil denen das dann schon irgendwie klar wird in dieser Situation. Und es ist ja wirklich, ich meine, das klingt dann irgendwie witzig, wenn ich so sage, ja, viele sterben Ende 30, Anfang 40 und lassen sich Mitte 80 eingraben. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich in diesem Rattenrennen, wo es permanent ums Geld geht, was ja auch unserer Kultur und ihrem Anspruch widerspricht, mit dem Ziel, der Reichste zu werden auf dem Friedhof, das ist ein aberwitziges Konzept. Das macht natürlich ganz viele Leute unglücklich. Und der Gegenpol wäre relativ einfach. Paulo Coelho hat das mal in einem Buch geschrieben. Jetzt weiß ich aber nicht gerade in welchem. Also er hat geschrieben, wie wäre es denn, oder er möchte, dass auf seinem Grabstein steht, er lebte noch, als er starb. Das wäre eine tolle Sache. Ne? Ich könnte mal gerade anfangen. Aber man muss sagen, es ist so ein Tabuthema. Ich habe auch Flops geschrieben, also zwei zum Thema Sterben. Ja. Die Liste vor der Kiste finde ich unglaublich wichtig. Schöner Name auch. Ja, ne? Ja. Also das bezieht, viele kennen das jetzt über diesen Film, Das Beste kommt zum Schluss. Die haben nämlich so eine Bucketlist, die beiden. Ja. Und man könnte, wenn man den Film anschaut, könnte man sich auch gleich klar machen, wir müssen nicht warten, bis die Krebsdiagnose ins Leben rauscht und die Chemo gescheitert ist, was sie meistens tut, sondern wir könnten jetzt schon anfangen, das Beste aus unserem Leben zu machen. Aber heute Abend bemühen wir uns ja. Also irgendwie, dass wir anfangen, die Dinge beim Namen zu nennen, mit uns wieder ehrlich zu werden, mit anderen ehrlich zu werden. Ist das die beste Methode, um gar nicht erst krank zu werden, um dann ins Gesundheitssystem zurückgeraten? Ja, gibt viele gute Möglichkeiten dazu. Ne? Also bei mir ist das Fasten, also als Einstieg in den Umstieg in andere Ernährung, Bewegung, auch Meditation, geführte Meditation, das macht einen unheimlichen Faktor bei denen aus, die jetzt Krebs überwunden haben, ganz viele dabei. Also da könnte man viel machen. Wir müssen aufhören, uns so zu verzuckern. Das ist ein Wahnsinn. Ja, dieses metabolische Syndrom. Da können wir ewig weiter tun. Wir können auf der körperlichen Ebene viel vorbeugen. Und echte Vorbeugung. Man muss ja bedenken, die Schulmedizin kann keine Vorbeugung. Die machen immer nur Früherkennung. Und Früherkennung kann besser sein als Späterkennung. Wenn es nicht gerade Mammografien sind, Straßenzüge weiter. Das geht nicht mit weicher Röntgenstrahlung. Aber ansonsten, echte Vorbeugung ist möglich. Ich verhalte mich so, dass ich gar nicht erst gezwungen werde, indem ich einfach den Körper, die Seele so nutze, dass ich auf diese Regulationsgeschichten einfach eingehe. Mhm. Dass ich eine aber Krankheit wirklich als Weg verstehe oder als Symbol, das ich verstehen muss, um es zu durchschauen. Das wäre ein großer Punkt. Da arbeiten wir mit demselben System und haben viel, ich auch, ich habe viel mehr spontane Remissionen, eigentlich Wunder erlebt, als mir statistisch zustehen. Mhm. Als Arzt, ne? Herr Rüdiger Dahlke, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen in diese Sendung. Gerne. Und ich habe eine letzte Frage an jeden von Ihnen. Die letzte Frage an Sie. Wie bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor? Indem ich versuche, wirklich bewusst zu leben und das Leben auch zu genießen. Und mich auch unabhängig zu machen, dass ich halt nicht von der Pharma abhängig bin oder mein eigener Arzt sozusagen. Mhm. Und schau auch, dass ich zu der inneren Stimme einen guten Draht kriege. Also ich kann da gar nicht drüber lachen. Wenn du nach der inneren Stimme fragst und
was soll ich denn jetzt tun? Und ich sage, 3 Tafeln Milchschokolade essen, dann ist es halt die Stimme vom inneren Schweinehund. Ja. Aber es gibt auch die Stimme vom inneren Arzt oder der inneren Heilerin. Oder Meister Eckhart bringt es dann noch weiter, der sagt, ich sitze auf einem Stein und schweige und horche, was Gott in mir spreche. Also es ist halt einfach ein weiter Weg vom inneren Schweinehund zu Gottes Stimme. Aber das kann sich einfach entwickeln. Mhm. Und ich habe damit Erfahrung, ja? Also dieser Vertrag, mit der Angst klappt es immer. So auch mein Buch, auch ein erfolgreiches Buch, Angstfrei leben. Du machst einen Deal mit deiner Angst und sagst, okay, du bist sowieso da, ich kann nichts machen, aber wir beschränken es auf eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde von meinen 24 Stunden gebe ich dir, meiner Angst. Sagen wir 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Und immer wenn die kommt, in den anderen 23,5 Stunden, kannst du sagen, Moment, Angst, Deal ist 19 Uhr. Ne? Knapp daneben ist auch daneben. Und dann liegst du da um 19 Uhr, und die Angst kommt nicht. Ja. Weil die lebt von der Enge. Angustus so, heißt eng. Ist also noch unpünktlich. Die ist, ja, unpünktlich, total unpünktlich. Die kommt die ersten Wochen gar nicht. Du hast überhaupt keine Angst mehr. Mhm. Ja, die 23,5 Stunden musst du nicht mit ihr verhandeln, weil ja der Deal anders ist. Und in der halben Stunde zeigt die sich nicht. Die Angst lebt davon, dass sie dir am Nacken sitzt. Mhm. Und wenn du fliehst, wird die immer größer. Wenn du dich umdrehst, die konfrontierst, aus einer Weite heraus ist die erstmal weg. Du brauchst Wochen, um mit deiner Angst ins Gespräch zu kommen. Und viele Ängste, nicht die größten Panikattacken und größten Phobien, aber viele Ängste kannst du mit so einem einfachen Vertrag klären. Und wenn du es mit der Angst kannst, kannst du es auch mit so schwerwiegenden Dingen. Mhm. Ja, Tumor ist ja ein Wachstumsphänomen, da will was wachsen. Das musst du auf einer anderen, erlösteren Ebene wachsen lassen. Ja, das ist also diesen Kapitalismus in Zellform in dir, das kann nur nach hinten losgehen. So nochmal vielen Dank fürs Kommen. Sven Böttcher, wie bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor? Wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Das ist jetzt die Frage an meine Seele oder die ganz, generell, die ganz also, konkrete? Sie werden sich damit beschäftigt haben. Ja, gelegentlich. Also mit dem Tod und dem Sterben sowieso. Ich wünschte, ich könnte mich noch anders darauf vorbereiten, gestehe ich. Weil ich auch, ich bereite mich, das habe ich Ihnen ja schon mal gesagt, für mich ist jeder Tag, an dem ich lebend aufwache, zu 98% gelungen. So, egal was wird. Und wenn das dann auch noch die Sonne scheint, ist es 100%. Und wenn ich abends wieder lebend ins Bett komme, toll. Das mache ich jeden Tag und das läuft auf diese ganz banalen Weisheiten, Carpe Diem und Memento Mori hinaus. Ich bin sterblich und ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Mhm. Und nutze den Tag so gut ich kann. Das habe ich in dem Buch am Rande beschrieben, neben den vielen Fragen, die man sich stellen muss. Also wozu machen wir Dinge eigentlich? Wozu sind wir eigentlich auf der Welt? Und zwar das nicht nur, wozu gehen wir zum Arzt? Was erwarten wir denn eigentlich? Das Einzige, was mich daran ein bisschen beunruhigt, ist, dass ich auch meine Mutter habe sterben sehen müssen oder sie begleitet habe in den Tod und das nicht erfreulich fand, nicht nur, dass sie weggegangen ist, sondern auch, was einem da so bevorsteht, wenn man auch auf diesem letzten Stück Weg den Dienst an unserem System verweigert und sagt, erstens, ich würde jetzt gerne gehen, was meine Mutter getan hat. Also sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Nierenfunktion mehr, ich würde jetzt gerne gehen, bei klarem Verstand. Ich habe ein erfülltes Leben geführt, das ist ja schön, wenn man das sagen kann. Und dann möchte ich eigentlich auch gerne, wenn ich soweit bin, ob das jetzt morgen ist oder in 30 Jahren, dass jemand dann sagen darf, okay, wenn er das jetzt entscheidet, dann helfen wir ihm und sagen, gute Weiterreise. Das passiert aber ja bei uns nicht. Und das ist in der Tat eine Frage, die mich manchmal umtreibt, dass ich dann denke, okay, wenn ich da hinkomme, lassen die mich sterben? Nein, die lassen mich ja natürlich nicht sterben. Also es ist ja so, dass man sagt, man kann ja Menschen dann auch noch zwischen Leben und Tod irgendwie jahrelang festhalten. Wenn man keine Patientenverfügung gemacht hat, dann wird man noch 3 bis 8 Jahre bewässert und wieder entwässert abends. Das möchte ich eigentlich nicht, sondern schon für mich gehört das zur Menschenwürde dazu, dass ein Mensch dann auch entscheiden kann und sagt, ich möchte jetzt gerne gehen und seid doch so lieb und helft mir jetzt, meine Weiterreise anzutreten. Das passiert nicht. Das habe ich nun also aus nächster Nähe erlebt und möchte das für mich nicht. Das heißt, Sie klären, da brauche ich noch eine Lösung. Also ich brauche entweder dann, glaube ich, noch so eine Tablette oder eine 45er. Und ja, ich glaube, die Lösung mit der Tablette fände ich sauberer. Herr Böttcher, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich habe Sie in Ihren Interviews oft mit einem, sage ich mal, brodelnden Zorn erlebt und heute mit einer zynischen Lässigkeit. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Herr Giannis, der Tod ein Thema beim Griechen? Immer, immer. Und wenn Sie mich fragen, wie ich mich auf den Tod vorbereite, ich sage, ich versuche mein Leben in Anstand zu beenden. Und
die Sache, die wir zusammen initiiert haben, ist ein wichtiges Momentum. Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich habe mich nicht auf Kosten von anderen Leuten bereichert. Ich habe das, was ich hatte, immer geteilt und das hat mir sehr viel Glück gebracht. Ich habe einen tollen Beruf, das habe ich ja eben gesagt, ergriffen, der mich jeden Tag geistig mobil hält. Ich bin jeden Tag mit jungen Menschen, das ist sehr viel wert. Und von meiner Lebensphilosophie habe ich die Möglichkeit gehabt, sehr viel rüberzubringen, sodass in diesem Sinne, wenn ich nicht mehr da bin, meine Gedanken sicherlich noch da sein werden. Das ist sehr wichtig für mich. Also wir haben immer so gedacht, was passiert nach uns. Und die Griechen haben dieses Gefühl, und das versuche ich so auszuleben. Und wie gesagt, also ich kann nicht hassen, das ist mein Problem. Ich kann nicht hassen, es wird mir Schlimmes angetan. Und ich vergesse das, ich kann das nicht. Ich habe es gestern mit meiner Frau diskutiert anhand eines konkreten Anlasses. Und dann sagte sie, sei stolz darauf, das ist schön, dass du das nicht kannst. Und das macht mich ruhig und zufrieden. Ich wollte aber von Aristoteles eine schöne Geschichte erzählen, die also sehr viel mit Geld erwerben zu tun hat. Und, Thales von Milet war das. Thales von Milet. Und er war also Astronom, Physiker, Chemiker, was weiß ich, Mathematiker, ne, Chemie gab es damals nicht unbedingt. Aber der war sehr arm. Und da sind Leute auf ihn zugekommen, ich mache das jetzt frei, mündig oder freihändig, und haben ihm gesagt, also Thales, du bist ein sehr schlauer Kerl, aber sieh, du bist ja so arm geblieben, du wirst sterben, so wie eine Kirchenmaus. Er hat nichts dazu gesagt, aber dadurch, dass er Astronom war und konnte das Wetter vorhersehen, hatte gesehen, dass die Olivenproduktion sehr stark sein würde in diesem Jahr. Die Olivenbäume blühen so irgendwo im April, Mai. Er hat das vorausgesehen im März. Dann ist er hingegangen und hat also alle Olivenpressanlagen gemietet. Die früheren Besitzer haben gesagt, also wir haben jetzt keine Oliven, um sie zu pressen. Das ist egal, sagte er, ich zahle. Er zahlte jeden Monat Geld. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Dann kam die Zeit, so November, Dezember, Januar, wenn die Oliven gesammelt werden bei uns und das Olivenöl produziert wird, ist besser als Leinsamenöl. da sind die zu den früheren Inhabern gegangen und wollten das Öl, die Oliven pressen. Und dann haben die gesagt, nee, das gehört uns nicht, also geht ihr bitte zum Thales. Und Thales, mach ich es kurz, hat also den 10-fachen Preis verlangt. Und die haben gesagt, nein, das geht doch nicht. Ja, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann geht ihr. Das ist das erste Monopol, richtig beschrieben vom Aristoteles. Und da hat er das ganze Geld gesammelt, ist er reich geworden, hatte die Leute dann nochmal zu sich gebeten, hat gesagt, ihr seht, wozu meine Kenntnisse mich befähigen. Aber ich lege keinen Wert aufs Geld und hat ihnen das Geld zurückgegeben. Der Mann war glücklich mit seinen Philosophien und seinem Umfeld, was weiß ich, hat eine Frau, keine Kinder, keine Ahnung. Geld ist nicht alles. Wir müssen das Geld verteilen. Wir müssen teilen, was wir haben. In diesem Sinne bin ich ein Christ und ich mache das auch so. Christus war ein super Kerl. Ein super Kerl. Esoteriker ist übers Wasser gegangen. Das ist mir egal. Das ist mir vollkommen egal. Aber wenn wir ein bisschen uns daran halten würden, da wäre diese Welt besser. Herr Giannis, vielen Dank fürs Kommen. Herr Hirneise, ab wann würden Sie sagen, ist Ihr Leben nicht mehr lebenswert, dass Sie sagen, tot, jetzt kannst du mal rumkommen? Oh, für mich ist es relativ einfach. Ich visualisiere jeden Tag mein Leben. Ich erlaube nicht, dass andere Menschen mein Leben bestimmen. Also visualisiere ich jeden Tag, was in meinem Leben passieren wird. Und das passiert. Hört sich zuerst mal, wenn Menschen, die das nicht machen, werden es vielleicht nicht verstehen, aber die, die jeden Tag visualisieren, verstehen es. Deshalb weiß ich auch genau, wie ich sterbe. Das ist relativ einfach. Ich werde morgens ein unglaublich schönes Budwig-Müsli essen mit Mango und Banane. Ich werde nachmittags am Strand spazieren gehen. Ich werde abends einen unglaublich geilen Sex mit meiner Frau haben. Und dann werde ich mich ins Bett legen und wie Dustin Hoffmann in dem Film Little Big Man sagen, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM Position, Ausgabe 19. Das Thema hieß bei uns heute, wie krank ist unser Gesundheitssystem? Relativ krank, aber wir haben, glaube ich, hier ein paar sehr gesunde Ansätze gefunden, die auch aufs Publikum abreflektieren, wie wir es gemeinsam ändern können. Ich glaube nicht, dass wir dieses System reformieren können, aber das müssen wir ja auch gar nicht. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank.